So, herzlich willkommen mal wieder zum Baufunk 24 Livestream Ausgabe 17 und heute endlich mit dem Stargast, den ihr seit Monaten im Prinzip immer nachgefragt habt, nachdem ich angekündigt habe, dass der liebe Igor hier zu meiner Linken, von euch aus Rechten, hier bei uns in der Sendung uns das Thema Schweißen mal ein bisschen näher bringt. Guten Abend erstmal. Guten Abend, ich fühle mich geehrt hier zu sein. Wir haben das schon, das ist immer so schön, weißt du, so Leute, die sich dann vor der Kamera und dann nochmal grüßen, wobei wir uns ja jetzt schon ein paar Stunden quasi hier... Du bist der Profi. Ja, nee, du bist der Profi. Denn wer den Igor noch nicht kennt, geh mal auf, wie heißt der Kanal? Igor Wälder. Genau, also ich glaube, wenn du Igor eingibst bei YouTube, dann wirst du schon relativ nah dran sein. Und Igor hat uns so ein paar Sachen mitgebracht und vorab nochmal wieder unser Disclaimer, was den Livestream anbelangt. Der Baufunk 24 Livestream ist völlig chaotisch, nicht organisiert, reines Gelaber mit ein bisschen Spaßfaktor, ein bisschen Information. Aber wenn ihr einen regulären Baufunk 24 Werkzeug, News, Test oder Format erwartet, dann müsst ihr jetzt abschalten, weil sonst regt ihr euch noch auf und Blutdruck und Herzwerte passt nicht mehr. Bitte nicht abschalten. Naja, natürlich nicht abschalten. Aber wir haben das ja häufig, dass dann Leute nachher irgendwo kommentieren, das wäre alles scheiß und wir sollen mal zum Punkt kommen. Ja. Aber im Livestream ist es immer so schön wie auf dem Weg in den Urlaub. Der Weg ist das Ziel. Ja, ja, auf jeden Fall. Warst du schon im Urlaub? Dieses Jahr noch nicht. Nee? Nein. Ich werde, glaube ich, nächste Woche in den Urlaub fahren und damit schon mal die kleine Vorwarnung, dass das Werkzeugthema vielleicht so ein bisschen reduziert wird. Wir haben noch einige Videos in petto, aber wir haben auch noch Motorrad und noch Auto. Gerade am Montag habe ich euch den VW ID.4 serviert mit dem Wohnwagen. Und auch da gab es wieder Kommentare, was denn jetzt auf einmal los wäre. Untergang des christlichen Abendlandes. Wir machen ein Video mit Autos. Und dann habe ich kommentiert, wer unseren Kanal kennt, der weiß, dass wir Autos schon seit jeher in alter Tradition machen. Hier so und da. So habe ich deinen Kanal ja kennengelernt. Ja, erzähl mal. Ja, das waren doch diese Mercedes-SUVs oder Pickups, genau. G-Klasse. Genau. Das habe ich gesehen. Dann habe ich gesehen, dass du was mit Jean-Pierre, mit Caterpillar, mit Cat gemacht hast. Genau, ich war mit JP, mit Baggern, genau. So habe ich dich kennengelernt und dann, brauche ich ja auch Werkzeug und mit der Zeit das eine oder andere Tutorial mit dem Vergleichen schon spitze. Ja. Ja. Ja, da hat der Igor mal angefragt, ob wir nicht mal Bock auf Schweißen hätten. Oder ja, natürlich haben wir Bock auf Schweißen. Und mein Freund und Kupferstecher Jean-Pierre, der hatte dich auch schon mal zu Besuch. Ja, und dann habe ich den erstmal angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ist der Typ in Ordnung? Da sagt er, klar, den kannst du einladen. Ist das dein Ernst? Ja, habe ich ja. Ich kriege ja relativ viele Anfragen von Leuten, die mal hier in die Sendung und so weiter. Und manchmal denkst du dir auch, ja. Ja, ich meine, du hast jetzt schon alles an Werkzeugen durch, denke ich. Ne? Also man kann dich ja nicht mehr überraschen mit irgendwas. Doch, mit Schweißen. Mit Schweißen, ja. Das genau, und dann gibt es noch einen kleinen Disclaimer, bevor es jetzt hier weiter an die Schweißerei geht. Was ist denn so Tradition im Livestream? Ne? Was ist Livestream-Tradition? Schreibt doch mal in den Chat. Gucken, ob sich das hier aktualisiert. Fragen stellen. Na, Fragen sowieso. Wir haben auch wieder den... mit den eingeblendeten Kommentaren kann man Igor manchmal nicht sehen, schreibt jemand an den Nils. Vielleicht würde ich dieses schöne Schweißgerät auch mal ein bisschen zur Seite... Ich weiß nicht, Nils, wie ist das von der Kamera, dass man ein bisschen mehr von dem Herren hier sieht? Ja. Genau, die Manta-Platte. Traditionell. Wir haben unseren staatlich diplomierten Manta-Plattenboten Ronald auch hier in der Sendung hinter den Kulissen. Und wie ich ja schon auf Insta gesagt habe, sind wir wieder in traditioneller Unpünktlichkeit hier angekommen. Aber es passiert ja immer irgendwas. Und es ist ja auch jedes Mal, wenn wir Livestream machen, eigentlich nie so. Also ich sag mal so, eigentlich müssten wir an so einem Livestream-Tag uns ab Mittag komplett mit dem Livestream beschäftigen, alles vorbereiten. Aber es ist immer irgendwie so ein ganz normaler Arbeitstag, auch für mich. Und dann zwei Stunden vorher fängst du an und dann passiert es nämlich, dass zufälligerweise auch noch gerade lockere 40 Grad in der Werkstatt sind und wir erstmal wieder Klimagerät hier ran schaffen müssten.
Jetzt haben wir gerade 32 Grad umgeschaut. Draußen hat er 38, glaube ich, locker. Wirklich? Und ja? Ich habe geschweißt, dann hat er locker 50. Genau. Igor hat nämlich schön geschweißt. Den Schweißtisch, den man da vorne sieht. Wir haben echt eine Menge Themen heute. Ja. Ich muss das erstmal so für mich auch klar kriegen. Und dann haben wir noch ein Thema, nämlich unsere Pandemiesituation. Und da auch nur einen kurzen Disclaimer, dass wir hier alle durchgeimpft oder getestet oder beides sind. Na? Also, stay safe. Wobei, ich glaube, Münster hat auch mit nur die geringste Inzidenz, 7 oder sowas. Ja gut, nach den Tumulten am Aasee wird es wahrscheinlich jetzt wieder hochgegangen sein. Ich hatte schon heute, weil ich ja überhaupt keine Ahnung von Fußball habe, bist du so ein Fußballer? Leider, was heißt leider? Noch nicht. Brauchen wir nicht also, entschuldigen. Nee, also wirklich, ich bin da ein bisschen, wenn es jetzt eine Meisterschaft gibt, was Besonderes, das gucke ich gerne. Ist ja gerade irgendwie sowas, ne? Ist nicht gerade WM? Aber so Fußball ist jetzt nicht unbedingt jetzt der Sport, der... mit dem ich bin. Ich hatte auch nie sowas mit Fußball. Wenn die ganzen Kumpels gepearlt haben mit dem Tennisball in der Schule, habe ich in der Ecke gesessen und ein Buch gelesen. Und du hast wahrscheinlich mit dem Schweißgerät rumgeraten. Ja, ich würde sagen, wenn mein Freundeskreis Fußball spielen würde, ich glaube, ich wäre auch mit dabei. Ja. Macht ja schon Spaß, ne? Ja. Aber jetzt so schauen, jedes Fußballspiel... Ich bin aber auch Körperlegastheniker. Ja? Also wenn du mich Fußball spielen siehst... Es gab mal Momente im Bekanntenkreis früher, als ich noch so war, die dann immer sagt, Mensch, André... Komm doch mal Fußball spielen. Okay. Mach mal, ich zeig dir das. Nach einer Viertelstunde war das Thema meistens Bruder, mach andere Talente. Okay. Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? Was schätzt du denn? Ja, jetzt bin ich in der Sendung. Ich denke, unter 40? Unter 40. Tja. Wissen die Zuschauer, wie alt du bist? Weiß ich nicht. Das können ja kurz reinschreiben. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr... Genau. Jonas schreibt gerade, man hört uns doppelt. Ja, es war doch gerade kurz. Auf jeden Fall meinen die schon. Ja, Echo wieder vorbei. Ja. Genau. Ist eine Ablenkung. Ihr habt ein Echo in der Kamera, wo man den Schweißtisch sieht. Hä? Hast du von da oben den Ding? Hallo? Sag mal was? Hallo? 54, boah, ey. Kann man blocken? Warte, Christoph, tschüss. Es geht aber, ist aber relativ flexibel hier. 45, 49, 8, 48, 52, Alter, ja, das machen vielleicht die grauen Haare. Ich denke auch. Nee, ich muss mal überlegen, ich bin 47. 47? Ja. Ich hätte dich schon jünger geschätzt. Ja? Ja. Ja, das nehme ich mal als Kompliment. Ja. Ja gut, 47 und dann Leistungsfußball ist natürlich... Ja, jetzt ist der Zug eh abgefahren. Ja. Thomas Stiller schreibt, Ton ist heute merkwürdig. Ja, wegen den ganzen Ventilatoren. Es kann eventuell sein, wegen der ganzen Rauscherei. Also wir haben hier so ein paar Ventis stehen, ja, die so ein bisschen rauschen. Hinten sind zwei Klimageräte. Thema Klimaanlagen ist momentan auch so ein Thema, wo ich mich mal drum kümmern muss. Und wir haben übrigens heute Snacks wieder von unserem Sponsor Koro. Link unten in der Beschreibung. Kommen wir gleich nochmal zu. Werbeblock ist auch wichtig. Definitiv. Ne? Definitiv, weil haben wir uns heute schon drüber unterhalten. Irgendwie muss ja auch die Rechnung bezahlt werden. Und ich habe heute auch tatsächlich wieder ein paar Mails reingekriegt. Was heißt ein paar? Ich will nicht übertreiben. Zwei oder drei. wo Zuschauer wirklich uns schreiben, Mensch, ich hätte mal eine Idee für ein Format und ich würde euch da gerne unterstützen und gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen. Das finde ich immer total super und ihr sollt auch nicht damit aufhören, weil man lässt sich ja auch mal inspirieren und man kriegt mal eine Idee, aber ich fühle mich jedes Mal irgendwie schlecht, weil ich weiß, okay, das ist irgendwie eine ganz lustige Idee, aber wenn wir die Mannschaft nochmal verdreifachen würden, dann könnte man es vielleicht machen, aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die Leute stellen sich das, glaube ich, die unterschätzen immer den Aufwand, der dahinter steckt. Also die Leute sehen, gut, jetzt Livestream ist noch relativ easy, ja. Aber wenn du jetzt ein normales Video machst, mit der Vorbereitung, mit der Recherche, mit dem Einkauf der Sachen. Alles muss da sein. Ronald, du bist doch aus und dazugekommener, ne? Hast du vorher so als reiner Zuschauer, also wie hat sich so dein Bild... Also mir wäre nie eingefallen, dich einfach mal anzuklingeln und sagen, hallo André. Nein, das nicht, aber sag mal Aufwand, was du so... Also das ist total krass, ich hätte das nicht so eingeschätzt. Ich dachte, ihr macht hier den Kasper vor der Kamera, ja, was da dahinter steht. Ja. Die Mitarbeiter, Location,
die Werkstatt, ja. Strom. Das heißt, wir müssen ja sehen, dass wir selber schon, wir haben ja selber so viele Ideen. Jetzt zum Beispiel, da steht die Hydraulikpresse, da wird es dieses Jahr noch was geben. Dann haben wir für viel Geld unseren Drehmoment-Messstand angeschafft. Da sind ja, wir gerade noch in der... Baff heute, als du mir gesagt hast, was das Ding gekostet hat. Also, ja, macht nicht den Eindruck, ne? Aber ja, ist leider teuer. Aber ist auch schön, freut mich. Also, wir haben jetzt damit... so Testreihen schon gemacht, die haben die Software eingerichtet und hinter mir seht ihr auch jede Menge Akkuschrauber und zwar vom allerfeinsten. Hier, weil ich sag mal, wer träumt nicht mal einmal im Leben einen echten Sorako zu besitzen, oder? Ja, der war super, also ich bin immer noch, meine Hand tut immer noch weh, glaube ich. Du hast ihn ja, glaube ich, in der Hand gehabt und dann hast du auch gesagt, André, lass mich mal, glaube ich, eine Stunde alleine. Ich möchte mal Ruhe haben. Ja, aber wo ist denn der andere hier, der Hammer? Der ist... Hast du den nicht hier? Nee, der ist hier. Ist das Sorako was Gutes oder was Schlechtes? Entschuldigung, dass ich nicht... Ja? Kannst du das nochmal laut sagen? Ist Sorako was Gutes oder was Schlechtes? Also wenn du jetzt hier fest im Programm wärst, dann hättest du jetzt quasi den Laser Bonnie M Meme Nachfolger. Ja, okay, alles klar. Aber müsst ihr entscheiden, wir machen ja hier Community Engagement. Ist Sorako was Gutes oder was Schlechtes? Schreibt dem Igor doch mal. Ich muss das mal kurz in der Hand halten. Nils, die Kamera rechts von uns aus links hat den Doppler. Okay, alles klar. Ja, ich weiß, ich versuche das die ganze Zeit zu fixen, aber. Also die Frage hat sich beantwortet. Die Frage hat sich beantwortet. Sonst klebt Panzerband auf das. Der macht echt das interne Mikro. Und du kriegst das jetzt von der Tonspur nicht gefixt. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Es kann natürlich sein, wenn du ins Panzerband drauf machst auf das Mikro, dass die den Gain hochzieht, wenn die im Auto-Gain ist. Ne? Ansonsten wird es sich auf jeden Fall dumpfer hören. Genau, schaut mal, das haben wir auch. Und zwar, wenn Sie mal schauen möchten, kannst du das mal kroppen? So. Das ist tatsächlich eine Hammerfunktion. Habe ich noch nicht gesehen. Nee, ich glaube, das hat sich auch, also wir haben das mal aus Scherz, haben wir mal... Ich habe gedacht, das ist ein Magnet oder so, ja, etwas, um irgendwas dran zu kriegen. Nee, ist hier oben drauf. Ah, okay. Also kannst du wirklich... Haben wir einen Nagel oder sowas? Ja, schon mal. Ja, natürlich haben wir einen Nagel. Haben wir einen Nagel, was eine Frage. Phil Huxel, danke für deine Spende und die Frage, was ist mit Uwe, haben wir schon mal geklärt. Uwe hat sich neu orientiert und dann noch eine Frage bzw. ein kleines Goodie und zwar haben wir heute einen Rabattcode für unseren Shop, denn wie man unschwer erkennen kann, ist der Igor hier ordentlich aufgelaufen. Ja, von hinten ist das relativ langweilig. Okay. Aber du hast jetzt aber auch mal den Bizeps. Eigentlich müsstest du hier Ivan im Ärmel anhaben. Ja, ich habe das jetzt gerade eben gesehen. Wir sollten tauschen. Ja, jetzt. Wobei du hast XXL. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, ja, nee, jetzt nicht mehr. Ich habe auch nur XL. Ja, ich auch. Ja. Okay. Aber es steht dir sehr gut. Dankeschön. Und wenn ihr denkt, wir möchten auch mal so gut aussehen, dann könnt ihr euch in dem Shop heute besonders gut eindecken. Denn mit dem Rabattcode Schweißen, den habe ich eben noch eingerichtet, bekommt ihr 15% bis 23.30 Uhr. Weil ich habe mal so angedacht, dass um 23.30 Uhr hier das Licht aus ist. Weil ich muss morgen früh um 4 Uhr raus. Ich drehe morgen nämlich wieder auf einer Baustelle in Essen. Auf einer Baustelle. Und da dachte ich mir, fängst du besser früher an. Wird da geschweißt? Da wird... Zumindest wird da Brennschweißen gemacht. Aha, sehr das ist autogen ein, schneiden. Sehr, ja, sehr, ja, sehr ja, interessant. Ja. Steht bei uns auch noch auf. Das ist, ich glaube, das heißt RWE Campus oder sowas in Essen. Ja, du gut, du kommst ja nicht aus dem... Ja, ein Campus, bis RWE Campus? Irgendwie, in der Nähe vom Bahnhof. Die Leute aus Essen, aus dem Ruhrpott, die werden das kennen. Da wird gerade was abgebrochen und da bin okay, ich morgen. Okay. Igor, mach mal einen Oberarmflex, mal sehen, was das T-Shirt aushält. Nein, das mache ich nicht. Vor 10 Jahren hätte ich das gerne gemacht, aber jetzt nicht mehr. Was ist ein Oberarmflex? Ja, so eine Doppel-Bizeps-Pose wahrscheinlich.
Einfach so. Also, aber du pumpst schon regelmäßig. Also früher, wo das Unternehmen noch nicht so groß war, wo YouTube noch nicht so viel war und mehr Zeit zur Verfügung war, das war wirklich Prio. Ja? Training war wirklich sehr wichtig. Ja. Igor, ne? Ja. Wo kommt der Name her? Soweit ich weiß, Serbien, glaube ich. Ne? Ja. Also mein Vater hat Bücher gelesen und da kam der Name und dann hat er mich halt so genannt. Also ich komme ursprünglich aus Russland. Ja. Ne? Ich war 10 Jahre alt, als wir hier nach Deutschland rübergekommen sind. Wo kommst du daher? Orenburg. Wo ist das ungefähr? Tja, das ist... wenn ich jetzt eine Landkarte hätte, könnte ich dir das zeigen. Aber wir haben jetzt hier gerade keine. Ne? Es ist ein bisschen schwierig für mich, das geografisch darzustellen. Also aber in dem unteren Bereich, so Mitte Russland, unterer Bereich. Also ich war in Jekaterinburg, ich war ja. In Chelyabinsk. Das ist da in dieser Richtung. Ja. Das ist so Grenze zum Ural, ne? Ural-Sibirien. Genau. Sehr flach auch. Ja. Ja. Dann ja. War ich in Novokuznetsk. In Moskau war ich und ich habe in Russland tatsächlich bei bis zu minus 38 Grad gedreht. Draußen? Draußen, ja. Ja, Respekt. Ja, das ist wirklich so. Aber du gewöhnst dich dran. Also erstmal hatte ich tierischen Schiss, weil ich musste da ja arbeiten und ja. Ich hatte tierischen Schiss, dass du dann da irgendwie stehst. Du bist ja, wann bist du mal minus 35 Grad oder so gewöhnt? Aber du darfst das nicht vergleichen. In Deutschland ist es sehr, sehr feucht. Es ist schon ein Brett, ne? Also ja, ich habe ja, immer so gedacht, wenn du da aus dem Auto rauskommst und das du im Kopf hast, wenn jetzt alle wegfahren und du wirst da stehen gelassen, bist du tot. Ja, du bist also die Umgebung ist lebensfeindlich. Ja, genau. Und da ist es nicht wie hier, dass du 3 Kilometer weiter fährst und da ist eine Tankstelle, da nix. Ist dann ja. Nichts. Ne? So, wir haben einen Nagel. Genau, wir wollten nageln. Okay. Der Igor soll mal eine schöne Naht über Kopf schweißen, damit mal was geht. Können wir gerne machen, überhaupt kein Thema. Alter, wie will... Also, ja, so? Ja, hast du doch kein Efe drin. Nee. Ich probiere das mal so, oder? Ich denke, es ist eine Notlösung, ne? Na klar. Ich hab den noch nicht getestet, ne? Also vom Schwung her, ne? Jo, lustig. Aber... Wenn du daneben haust... Alter, wie machen die das? Also die müssen ja auch dieses... Irgendwo müssen die das ja aufnehmen, die Kräfte, ne? Bestimmt gibt es auch Leute, die kaufen sich das Ding und die denken, man kann damit nicht schrauben. Deswegen kann man damit nageln. Weil die nageln damit nur und bohren. Ja, krass. Da hat der Chinese sich mal hier Gedanken gemacht. Und auch hier haben wir ein hochwertiges Markengerät der traditionellen, bekannten Traditionsmarke Day Plus. Professional übrigens. Ja? Bei Amazon, ja. Das finde ich immer, da habe ich immer so Spaß. Wenn du immer die Chinesen guckst, dann denken die sich Namen aus. Die Chinesen, wenn du mit Chinesen arbeitest oder Kontakt hast, die geben sich auch in der Regel westliche Namen. Ja, ja, stimmt. Die eigenen Namen kann man ja schlecht dann aussprechen, weil die... oft heißen die Michael. Na, Michael habe ich nicht, aber so teilweise habe ich gedacht, die haben irgendwie so auch viel so Denver-Clan oder sowas geguckt und nennen sich dann Linda und Chasey und Jim. Na, James habe ich öfter. So. Ich würde gerne in China das erleben, wie die wirklich echt, wie in Wirklichkeit, wie sie echt sind. Wie geben die sich? Wie sind die wirklich tatsächlich? Weil was wir jetzt so mitbekommen, ist ja meist eigentlich... Ein anderer Chinese, glaube ich, ne, der jetzt Leistung bringen muss und verkaufen muss. Verstehst du, was ich meine? Wie die so privat sind, weil die sind ja, ich will auf den Punkt kommen, natürlich in ihrem Land leistungsgetrieben und kopieren eigentlich alles. Ne? Wie sind die wirklich so von Mensch zu Mensch? Das würde mich mal interessieren. Ich bin nicht jetzt als China-Experte. Ja. Ja. Und ich habe schon seit 2000 mit Chinesen zusammengearbeitet. Ja. Und ich habe schon Respekt, was da abgeht. Und ich finde es immer lustig, wenn sich Leute hier erheben oder lustig machen über das, was die Chinesen machen, weil die sind überhaupt nicht satt. Also die sind, für uns ist das ja jetzt
glaube ich, für viele junge Leute gar keinen Antrieb mehr, ein Auto zu haben. Da ist es schon manchmal vielleicht uncool oder nee, mhm, oder dann lieber Work-Life-Balance, warum, wozu brauche ich ein Auto? Es gibt ja, ja viele, die haben. Und für die Chinesen, also zumindest die ich kennengelernt habe, ist das total ein Ziel, eine kleine Wohnung zu haben, ein Auto zu haben, ein bisschen halt den Konsum auch. Und das krass ist in China die Unterschiede, weil wenn du zum Beispiel in Shanghai bist und du bist da in diesen Karaoke-Bars oder so, oder halt in diesen Clubs, dann siehst du, das ist teilweise apokalyptisch, was da abgeht. Du siehst so viele reiche Chinesen, superreiche, die dann ihren 20-jährigen Töchtern einen pinkfarbenen Lamborghini. Ja, das habe ich auch. Und dann siehst du überall Supersportwagen, du siehst 25-Jährige, die mit einem dicken Rolls-Royce rumfahren. Und auf der anderen Seite siehst du Armut, und kommst du aufs Land, ist es nochmal eine ganz andere. Aber muss ich mal besuchen. Es ist halt wirklich, wenn du in China bist, ist es wirklich ein Kulturschock, weil gerade so der Umgang mit den Leuten, auch geschäftlich, ist halt eine ganz andere Art und Herangehensweise. Wir Deutschen sind ja eigentlich auch eher direkt. Du würdest ja sagen, ja, das ist, du würdest mir jetzt ein Produkt zeigen und würdest, hier guck mal, dann würde ich auch sagen, nee, das taugt nichts. Ja, und wenn du das einem Chinesen sagst, dann ist so Gesichtsverlust und dann hast du ein Problem. Okay, deswegen würdest du dann eher so das kulturell so lösen, von wegen, ah, das ist ein sehr schönes Gerät. Aber lass uns doch mal schauen, ob wir da nicht noch was verbessern können. Interessant. Sonst geht, ja. Aber wie gesagt, das sind nur meine eigenen Erfahrungen. So. Haben wir, genau, hast du den Rabattcode schon mal eingeblendet? Schweißen. Ja, bis 23.30 Uhr. Die Telefone sind jetzt geschaltet. Ich muss sagen, irgendwas riecht hier. Das ist das sehr Gummi. Chinesisch. Das hier. Ja. Hör ich mal. Das ist, zieh mal eine Nase. Boah. Und das Ding ist aber, das kriegst du nicht mehr raus. Das legst du in einen Raum, da kannst du nicht mehr drin atmen. Das braucht sehr lange, bis es mal ausgeatmet ist. Ne? Das ist, aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Ne? Okay, die sind jetzt wahrscheinlich schon älter. Wenn du neue Kabel kaufst, die, ich sag mal, zertifiziert sind und alles, die riechen so nicht. Ne? Und da schmeißt ein Kunde, also ein professioneller Kunde, der beschwert sich da auch. Ja? Oder wenn zum Beispiel die Rollen an deinem Schweißgerät günstig sind und auch so riechen, da kannst du, da bist du in die Werkstatt nicht mehr gehen. Da muss man was Besseres holen. Also wir haben das ja ausgepackt. Mal so ein kleines Potpourri der Produkte hier. Ja. Das hier zum Beispiel riecht nicht, ne? Und das ist aus demselben Karton. Mhm. Das hier wiederum schon, ne? Das ist irgendwie Zubehörartikel, der dazugeschmissen wird. Ne? Boah, alter Vater! Ich glaube, wir sollten das nicht mehr einatmen, sonst ist die Live schon vorbei. Das war so Lebenszeitverkürzung gerade. Ja, das ist Chinesium, was so riecht. Das ist irgendwie das 50. Element oder so. Ich guck noch mal in den Chat rein. Okay. Die Glühbirnen sind dann. Was sind die? Die Glühbirnchen, dann machen wir mal an. Wow. Ah, gute China-Luft, da wachsen Haare auf der Brust. Ja. Das war tatsächlich lustig, weil wir die ganzen Billigschrauber gerade ja auch im Test haben. Und da gibt es auch so eine manche Duftnote, die wirst du auch nicht los. Und interessant ist auch immer, wenn du mal eine Nase nimmst aus der Motorwicklung. Und dann mach dir mal Gedanken, was da abgeht, wo das produziert wird. Ne? Aber wie gesagt, man kann das ja auch nicht verallgemeinern. Ich meine, die Foxconn oder Apple macht bei Foxconn die iPhones. Dann Xiaomi. Wo ist eigentlich mein Handy? Ja. Ich habe schon das dritte Xiaomi-Handy. Ist mega. Wobei die ganz clever sind. Die haben super Geräte gemacht für einen sehr interessanten Kurs. Jetzt kommen die so langsam in den Markt an. Und dann ziehen die halt die Preise auch an. Ne? Was mir aufgefallen ist, das Display ist ziemlich gut und scharf gewesen. Ich habe ja das andere Telefon, das hat mir aufgefallen, dass du vorhin mir auch gezeigt hast. Ja, nee, also. Und Xiaomi macht zum Beispiel diesen Akkuschrauber, den habe ich mir direkt aus China organisiert, bestellt. Ganz interessant.
ich würde den so einordnen. Na, nee, X so nicht. Also irgendwie so. Super. Ich fand den super. Ja, kann man schlecht irgendwo vergleichen. Hat einen USB-C Ladeanschluss. Ich glaube 7, irgendwas Volt ist der. Also nicht 3,6. Der hat schon ein bisschen IBAN. Und dann hat er verschiedene Modi. Und interessant ist, du hast tatsächlich hier ein Display, wo du das Drehmoment einstellen kannst. Wir vermuten tatsächlich, dass das jetzt der harte Schraubfall mit 30 Newtonmeter sein soll. Wir haben das noch nicht verifiziert. Und du hast auch noch so eine Schraubautomatik, so eine Tiefenautomatik. Das funktioniert so wie eigentlich immer so. Ja, so halt, lala. Aber sehr edel, ne? Ja, also vom Aussehen, wenn du so Standard vergleichst, ne, die gehen in eine ganz andere Richtung. Ja. Darf ich fragen, was das kostet? Ich glaube, umgerechnet mit allem Zip und Zap habe ich so um die 150 bezahlt. Aber da hast du noch so eine schöne Tasche, Gewicht, ne? Und auch ein bisschen Zubehör. Aber ich habe den direkt aus China, war übrigens auch ein Zuschauertipp. Nee, von daher, ne, auch wenn wir das meiste nicht umsetzen können, was ihr uns vorschlagt, und ich muss zu meiner Schande gestehen, auch teilweise komme ich nicht dazu zu antworten, denn wenn ich in Insta gucke, dann kriege ich unheimlich viele Nachrichten und früher war das mal so, dann hatte ich irgendwas markiert oder wusste, okay, da ging es um irgendein Thema, da konnte ich das suchen, das geht aber irgendwie nicht mehr. Also und wenn ich das nicht sofort antworte, dann ist das im Prinzip auch weg, ne? So. Dann. Irgendwie ruckelt das Bild, schreibt jemand bei uns. Ruckelt. Ja. Ja. So. Dann haben wir jetzt schon mal so ein bisschen Einstand. Sag nochmal dazu, wie du zum Schweißen gekommen bist. Also, was so dein Background ist. Das Thema war, mein Vater hat eine Firma gegründet und dort wurden professionelle Schweißgeräte vertrieben. So. Und ich bin da quasi da reingerutscht. Eigentlich bin ich ein Industriekaufmann, habe viel mit IT zu tun gehabt und Schweiße war nie das Thema. Das heißt, du kommst handwerklich, kommst du gar nicht aus Metallbau? Ich habe nie was mit Handwerk zu tun gehabt, aber ich hatte das schon, ich wollte schon immer Tischler werden, das hat mich schon stark interessiert, aber nie einen Bezug dazu gehabt. Ja, weil die Eltern gesagt haben, komm, mach Wirtschaft, Verwaltung. Lern erstmal was Vernünftiges. Genau, und jetzt kannst du mal gucken, womit man Geld verdient. Ne? Krass gesagt. Und jetzt macht der Junge YouTube. Oh. Ja. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Die sind voll dahinter. Das Thema war, und dann waren so die ersten Momente. Ich habe halt Freunde, die auch Schweißfachleute sind. Und ich habe da ein bisschen abgeguckt. Dann habe ich selber probiert. Und beim ersten Mal hatte ich schon so gute Ergebnisse. Und dann habe ich gedacht, oh, das kannst du aber weiter ausbauen. Und YouTube war dann ein Thema, das erste, zweite Video gemacht und irgendwie ist es angekommen, auch wenn ich da sehr vieles falsch gemacht habe. Ja, ich musste natürlich einen gewissen Respekt und alles irgendwo arbeiten, aber naja, aber das ist los. Ja das, ne? Aber das ist ja sowieso, ne? Leute schreiben mir manchmal oder unter unseren alten Videos, die ersten Akkuschrauber-Videos. Ja. Ja, Mensch, was warst du da unlocker oder so. Ja, aber, man muss ja irgendwo anfangen. Ne? Also, aber eigentlich war ich damals... Eigentlich war ich damals genauso wie jetzt, aber ich hatte so, glaube ich, für mich gedacht, ich müsste dann vor der Kamera ein bisschen anders sein. Genau. Aber man muss sich ja so ein bisschen da finden. Genau. Und tja. Ja, YouTube ist eigentlich der beste, also Videos ist der beste Weg, um sich selber kennenzulernen. Ne? Du, die ganze Phase, erinnert dich mal zurück, wie man sich so entwickelt, wie man heute mit Problemen umgeht, also ist schon... Ja, man, also gut, ich hatte ja dieses ganze Community über Bauforum 24, wie man mit der Community, also was man von der Community zurückbekommt, positiv, aber auch natürlich musst du du musst ein dickes Fell haben, ne, und das einordnen können. Du bekommst ein dickes Fell automatisch? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die YouTube anfangen und vielleicht noch nicht so gefestigt sind, da teilweise schon Probleme haben können. Sowohl in die eine Richtung, dass sie irgendwie abfliegen oder so, oder in die andere Richtung, dass alles erst ganz toll ist und dann kriegst du halt den Gegenwind und dann kriegst du eine Krise. Und wenn du da nicht... Viele erschrecken sich ja und sagen, oh, jetzt auf gar keinen Fall ein Video oder so etwas. Ne? Das ist halt... Das muss man wollen, glaube ich. Ne? Du musst es wollen, wenn du, nur dann funktioniert es, glaube ich. Also mir macht es immer großen Spaß. Ja. Und ich finde es immer faszinierend und das ist jetzt auch lustig, weil es ja wirklich live ist.
Und wir sehen, es ist Sommer und es ist Fußball. Wir haben relativ wenig Zuschauer. Wir haben auch relativ wenig Daumen hoch. Was ist denn da los? Also das geht nicht. Sonst müssen wir sofort abschalten. Also eigentlich sagen wir immer, vor 1000 Daumen hoch fangen wir hier nicht an, was zu machen. Ne? Aber es ist ja wirklich so, du quatscht hier in die Kamera. Ja. Jetzt haben wir tatsächlich auch noch andere Menschen hier. Aber oft ist es ja so, dass wir dann wirklich nur alleine sind. Hinter der Kamera ist keiner. Ja. Und dass du dann überlegst, okay, das gucken jetzt teilweise Hunderttausende von Leuten. Das ist schon immer abgefahren. Ne? Ja, ja. Was hast du dir jetzt um die Zeit schon erwartet? Wie viele sollten live dabei sein, wenn ich fragen darf? Ich habe momentan nicht viel erwartet. Normalerweise hätten wir jetzt so, sag ich mal, zwischen 1500, 2000. Die kommen gleich. Wenn wir anfangen zu schweißen, dann geht's ab. Ja, hier. Aber das ist auch so, ich meine, ganz ehrlich, jetzt bei dem Wetter bist du vielleicht noch draußen. Ja. Und ja, du hast muss ja jetzt, mal so sagen, ja. Wir haben jetzt eh so ein bisschen, dass es jetzt in den Sommer reingeht, dann sind die Zugriffe und die Zuschauerzahlen eh immer ein bisschen weniger. Die Hälfte ist im Urlaub. Genau. Ne? Definitiv, ja. Aber mit dem Daumen, das hat schon mal ein bisschen geklappt. So, erstmal Fragen beantworten, dann Daumen. Das ist doch der Kollege, der den ID4 so schrecklich fand hier. Erstmal Fragen beantworten. Kollege, deine Frage habe ich doch jetzt geantwortet, aber du bist mir noch eine Frage eine Antwort schuldig. Welches jetzt wirklich wie der Dings. Welcher der beste beste Elektroauto ist. So. Wird schwierig bei 750 Zuschauern 1000 Daumen zu bekommen. Ja, aber das sind ja nur tatsächlich hier gerade Live-Zuschauer. Ja, kommen ja welche dazu, gehen, die könnten ja auch dann. Ja, ja. So. Bist du denn auch bei einer Mantaplatte dabei? Du weißt nicht, was Mantaplatte ist? Ich sag mal, nein. Bist du Vegetarier? Ach so, nein. Na dann. Ach, du weißt nicht, was Mantaplatte ist? Nein. Woher soll ich denn das, woher weiß, vielleicht ist das hier im Münsterland so, aber... Ich glaube, Mantaplatte kommt auch eher so aus dem Pott, ne? Aber Münsterland... Das heißt, eine Mantaplatte ist was vegetarisch zu essen. Was könnte denn eine Mantaplatte sein? Du hattest heute ein paar Mal Manta da hinten gesagt. Ich dachte, hey, wovon spricht der? Er spricht ja von einem Manta, also von einem Opel-Fahrzeug. Es geht so in die. Ich glaube, das hat auch sowas mit Opel zu tun. Etwas breites, flaches? Manta, Rochen, Fisch? Breit und flach ist das. Das ist. Hä? Breit und flach ist das. Irgendwie. Breit und flach irgendwie. Ja, ne? Manta Rochen ist ja auch breit und flach. Ja. Ja. So, Aufklärung. Ja. Sofort, schreibt in die Kommentare, was ist eine Mantaplatte? Oder wissen die das schon alle? Die wissen das. Mantaplatte ist Currywurst Pommes. Ja, toll. Ja? Da kannst du mal gucken, wie viel ich mich mit Schweißen beschäftige, dass ich von der Umwelt nichts mitbekomme. Naja, aber Mantaplatte ist auch so ein bisschen Lokalkolorit vielleicht hier für unseren Bereich. Ja, denn du kommst ja nicht aus Westfalen, du kommst aus Hessen. Rheinland-Pfalz. Westerwald. Ja, da heißt es... Currywurst mit Pommes. Ja, heißt es hier auch, aber irgendwann haben die Leute gemerkt, man kann es ja auch mit einem Wort sagen. Mantaplatte. No? Interessant. Dann viermal bitte. Herr Nies also auch. Vegetarisch. Nur Pommes? Ach, heute mit. Spezial heißt Rot-Weiß? Mit Röstzwiebeln und Spezialsoße. Spezial, immer Spezial. Ja. Sag ich. Ja. Darf ich was von diesem Mata-Tee trinken in deiner Live-Sendung? Ist das der Mata-Tee, ja klar. Ja, ist das nicht Werbung oder so etwas? Hm? Nee, wir bezahlen es ja. Also wir kriegen kein Geld dafür. Die ist leer, dann kann ich ja hier eins nehmen. Ne? Ja. Dass das ein Kühlschrank ist, ist eigentlich der Hammer. Das habe ich auch nicht erwartet. Also ausgefallene Sachen habt ihr hier. Ja, das tatsächlich haben schon öfter Leute gefragt, was der Gitarrenverstärker dann macht. Aber es ist ein Kühlschrank. Es ist ein Kühlschrank. Genau, Taxiteller, aber Taxiteller ist bei uns, glaube ich, dann wieder mit Döner oder sowas, ne? Oder? Taxiteller gibt es hier, glaube ich, auch. Irgendwas, ich glaube, mit diesem Dönerfleisch oder so. Aber letztendlich, Hauptsache wir werden satt und wir dehydrieren nicht. Ich habe dir nichts angeboten. Möchtest du auch was trinken? Ach, das ist aber sehr ja. Höflich. Ja.
Wobei da Kohlensäure drin ist. Das ist eigentlich fürs Fernsehen ist es nicht so geeignet. Ist nur ein Scherz, ist es ja leid. Ich merke, das ist schon der dritte Scherz gewesen, ja? Also ja. Kann ich zurück? Ich werde bald zurückscherzen. Ich war zu scherzen. Wenn Sie dann vielleicht mal Ihr Kabel aufrollen würden, sonst. Ja. Gleich liege ich hier. Manta-Tee. Manta-Tee. Ja, da schreibt da Taxiteller als Gyros, Currywurst und Pommes. Aha. Apachenpimmel ist sehr geläufig. Ja, guck mal, jetzt schreibt er mit Dönerfleisch. Genau. Taxiteller ist mit Frikadelle. Ja, das liegt ja wahrscheinlich auch an den Taxifahrern, ne? Das ist aber sehr spannend hier bei dir mit der Live-Sendung. Bei mir, wenn ich jetzt eine Live-Sendung bei mir machen würde, ich müsste jetzt direkt Vollgas geben, ne? Direkt scheißen, los. So, wenn ich zum Beispiel am Buggy oder an irgendeinem Projekt arbeite, ja, habe ich das Gefühl, die wollen jetzt sehen. Aber ich glaube, live ist halt Unterhaltung. Ne? Unterhaltung in dem Sinne nicht Unterhaltung, sondern Kommunikation mit denen. Ja, klar. Ja? Also ich würde viel mehr noch auf die Zuschauerkommentare eingehen, aber dann bin ich ja da nur am... Es gibt ja... ich habe letztens den Kollegen von Spiel und Zeug im Livestream gesehen. Mhm. Der macht so coole Tech-Reviews, so Smart Home und so ein Kram. Mhm. Und der ist eine ganz andere Nummer. So, also ja, der ist wirklich komplett Adrenalin befreit. Okay. Und der sitzt da einfach nur und beantwortet unsere Zuschauerkommentare. Wir wollen ja hier so ein bisschen Programm machen, aber wir wollen ja auch ein bisschen quatschen. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist heute auch schon ein 13-Stunden-Tag. Und ja, ich habe auch nicht erwartet. Ich dachte, ich komme entspannt hier hin, trinke einen Kaffee und zeige dir ein bisschen Schweißen, beantworte Fragen. Genau. Aber du hast ja hier raus, Schweißen, Arbeiten. Genau. Das ist schon ein harter Job bei dir. So. Hopfentee statt Masertee, ja, kommt vielleicht später noch. Thema Schweißen. Also, nochmal zurück zu dir. Du bist eher so aus dem kaufmännischen Bereich. Dein Vater hat irgendwann mal angefangen, Schweißgeräte für den Profibereich zu vertreiben. Und hat gesagt, Junge, Hier ist der Markt, du kannst machen, was du willst. Gib Gas. Und dann hast du selber angefangen, auch irgendwas zu bauen und damit angefangen zu schweißen? Oder war es mehr so, okay, ich habe die Produkte, ich will mal gucken, was damit geht? Nee, das Thema ist, es war ja auf YouTube gar nichts, ne? Da war gar nichts. Bei den Amis extrem, ne? Die sind ja überhaupt schweißen verrückt, ne? Das ist eine ganz, also kriegst du auch viel mehr Views und alles generiert, wenn du auf Englisch machst. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es nichts gibt. Dann habe ich ein bisschen was ausprobiert. Dann einfach mal einen Vergleich gemacht. Was braucht der Anfänger? Braucht er jetzt eine Mac-Maschine? Braucht er ein E-Handgerät? Braucht er eine WIG? Einfach mal so eine kleine Aufklärung. Ein paar Blechelchen genommen, zusammengeschweißt. Das war das erste Video. Und das kam schon gut an. Viele haben das natürlich belächelt. Viele haben sich da ein bisschen amüsiert. Aber die haben es geguckt. Und da habe ich gesagt, das ist ausbaufähig. Das ist jetzt mein Ding. Das T-Shirt knallt und lass durch. Ja, und jetzt haben wir schon 22, ne, und es geht weiter. Es gibt halt nicht diese extremen Sprünge, die man gerne hätte, worüber wir gesprochen hatten. Ne? Du machst ein Video, die Abonnenten kommen und dann hast du morgen deine Million. Das ist nicht, das ist harte Arbeit. Und ist ganz interessant, er ist ja, also quasi Igor ist jetzt nicht nur Studio-Gast hier, wie wir das jetzt auch in Zukunft wieder häufiger haben werden, sondern du bist ja auch wirklich dann schon YouTuber. Auch muss man sagen, natürlich mit einem kommerziellen Hintergrund, ne? Weil von nichts kommt nichts. Trotzdem, oft hört man das so, man wird dann erfolgreicher und dann sehen die Leute, okay, da kommt jetzt auch Geld rein, du kannst das ausbauen, du kannst das professionalisieren, dann kommen wieder Leute, ach, früher warst du aber besser, da war das noch alles echt und so weiter und genau jetzt geht es nur ums Geld. Genau andersrum. Bei dir ist es anders? Genau, also das Thema ist, am Anfang wollte ich ja die Geräte zeigen, ich wollte sie ja quasi verkaufen. Okay. Und das stagnierte, das hat sich nicht weiterentwickelt und als ich gesagt habe, so, pass mal auf, der Shop ist das eine, aber YouTube... Deswegen habe ich auch angefangen, günstige Geräte zu zeigen, wirklich mich damit auseinanderzusetzen. Ich sage, es geht jetzt um die Zielgruppe und ich will ihnen wirklich das Schweißen zeigen, was ich als Anfänger quasi damals gelernt habe, die Erfahrung gesammelt habe, wiedergeben, weiterbringen und Verkaufen komplett weg. Das hat hier nichts verloren, so gesehen. Ich zeige quasi, klar, die Geräte. Ne? Und erst dann hat sich das angefangen zu entwickeln. Wenn du quasi dich damit auseinandersetzt, ne? Gedanken machst, was zum Beispiel jemand kauft sich so ein Schweißgerät, ja, jetzt hat er mal gesehen,
ich kann damit schweißen, toll, aber was ist das? Ist das Schutzgasschweißen? Ist das Füllradschweißen? Ja, ich sehe zum Beispiel hier so ein Pinöppel, ne? Pinöppel, ja. Und da steht Gas drauf, da steht sogar Inputgas, dann weiß ich, das ist ein Schutzgasschweißgerät. Ja, wir halten das Ding mal so hier. Ja. In die Kamera. Würde das hier fehlen, ja, dann wäre das ein typisches Füllradschweißgerät. Aber ich glaube, wir gehen schon jetzt einen Schritt zu weit. Ah, okay, Ich würde noch mal so ein bisschen weiter vorne anfangen. Okay. Erstmal schweißen. Können wir Nils eine Abstimmung machen? Ja. Dass die Zuschauer mal abstimmen, wer hat schon öfter geschweißt oder wer hat generell schon mit Schweißen Erfahrung, wer nicht? Würde mich mal interessieren. Der Anteil deiner Zielgruppe würde mich auch interessieren. So, wer hat schon geschweißt? Müsste jetzt irgendwie so eine Jingle-Musik haben, wie früher. Was bist du für ein Jahrgang? 78. Ach so, ja, dann bist du ein bisschen jünger. Ja, ein bisschen. Aber kennst du das auch noch früher? Also, deine Kindheit war dann in Russland? Bis 10, ja. Ja. Das waren eher so wirklich diese typischen, ja, Adriano Celentano oder wie ist der Italiener? Diese Musik, diese Richtung, diese 70er, du weißt schon. Azzurro? Ja, genau, so Sachen. So sagen. Bin schon alt, 42, ne? Bei den Russen war ja Modern Talking auch total populär, ne? Später, oder ist noch? Später, da ja, war ja, ich später, schon, klar. Da war ich schon weg. Und was geil kam, ist, Rammstein, ne? Ich meine, wie oft war ich in Russland auf einer Messe, vielleicht auch der Haarschnitt? Rammstein. Es war, die können ja kein Deutsch, aber die sagen ja, ja, dann, das fand ich lustig. Rammstein fanden sie auch in USA immer toll, als ja, ich in USA gelebt habe. Da war zum Beispiel Howard Stern. Habe ich Howard Stern Show gehört und dann haben sie Rammstein-Lieder synchron übersetzt. Mhm. Also natürlich hatten sie keine Ahnung und haben dann politisch höchst unkorrekte Texte da reingeballert. Da würden die, das wäre ein Skandal hier gewesen. Ja, ja. Aber die Amis sind dann teilweise ein bisschen anders drauf. Ja. Schmerzfrei. Aber Rammstein finden sie gut und Scorpions habe ich auch. Ja, ja. Als ich letzte Mal in den USA war, in L.A., bin ich spazieren gegangen und dann stand da ein Auto, da lief Scorpions. Ich glaube, Rhythm of Love oder sowas. Ja, ist ja auch dieses, das mit dem Pfeifen ist ja auch ein geiles Lied. Das mit dem Pfeifen ist Wind of Change. Ja, genau, Wind of Change, genau. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Du müsstest ja öfter in die Sendung kommen. Ich glaube, wir könnten halt das lustige Musikquiz hier. ja, das wird sehr lustig mit mir, ja. Das war doch das eine Lied, das hing auch so. So, langsam habe ich auch so ein bisschen Schmacht. Ja. So. Ja. Also, Schweißen, ne? Schweißen generell haben wir schon hier. Hast du schon mal Schweißen gezeigt? In irgendeiner Art? Nee. Selber geschweißt? Nein. Also, wer schon geschweißt? Ja, 69%. Nein, 30. Wie geht das? Das waren 70 und 30. Oder 70, ja, ja. Okay, also ist schon, sag ich mal, ungefähr zwei Drittel haben schon geschweißt oder schweißen wieder oder regelmäßig. Ich, für meine Begriffe, ja, habe nie mit Schweißen groß Kontakt gehabt, obwohl wir in der Werkstatt zu Hause auch immer ein Schweißgerät hatten, aber das war nicht sowas wie heute, sondern das war ganz normal, das war so ein riesiger Schweißtrafo, ja, der irgendwie wahrscheinlich 1932 aus irgendeiner Fabrik rausgeholt wurde, ja, zum riesen, genau, Verstellrad. Zum Elektrodeschweißen. Zum Elektrodeschweißen. Ja. Und da habe ich mich als Kind mal rangemacht und dann hast du natürlich erstmal Respekt. Definitiv, ja. Und dann passiert der Folgendes, du fängst da an, Tock, und dann bleibt das kleben. Jeder Anfänger hat genau das Problem. So, und mir hat es aber auch keiner gezeigt und dann hatte ich jetzt auch nicht so einen Bedarf. Ja. Also ich habe meine Autos auseinandergenommen, meine Mopeds auseinandergenommen, ich habe lackiert alles, aber schweißen musste ich dann auch irgendwie nicht. Eine Sekunde, ich hole mal kurz eine Elektrode dazu. Ja. So. Der Moritz hat eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen. Vielen Dank dafür. Thomas sagt, ich bin Schweißer, lass das aber lieber vom Schweißroboter machen. Der Karl sagt, das T-Shirt steht dir gut, Igor. Nice. Danke. Genau. Damit hast du probiert. Genau sowas war das. So. Und hier ist ja Metall. Was ist das für ein Material? Das ist jetzt, das kannst du immer hier ablesen. Das ist zum Beispiel ein unlegierter
Zusatzstahl, womit du ganz normal einen legierten Baustahl schweißt. Ja, so wie der Schweiß, der steht jetzt auch ganz normaler Baustahl, ne? Der also ist nicht gehärtet, irgendwas. Der rostet und dann kannst du damit schweißen. Also das ist quasi die Bratelektrode. Genau, und außen hast du die Umhüllung. Ja. Und das schmilzt, ne? Also die löst sich in Rauch auf. Das ist das, was Rauch macht. Genau, das sorgt dann, du erzeugst ja einen Kurzschluss. Ja. Hier hast du deinen Elektrodenhalter, Masse hast du an deinem Werkstück. Dann hast du hier diese Riesenkiste, Trafo, ja. Dann kannst du so ein bisschen regeln, den Trafo verstellen, quasi, da sind so Hebel drinnen. Und dann kannst du quasi eine gewisse Leistung rausholen. Ja, zum Beispiel für diese 3,2er Elektrode würde ich jetzt dir, sagen wir mal, wenn ihr das versagt, so 100, 120 Ampere so in dem Bereich. Ja, klar. Ja. Bei wie viel Volt? Das müsste man jetzt bei dem Elektronenschweißgerät ablesen. Das zeigt ihr mal an. Das müsste ich jetzt genau nachgucken, wie viel Volt, wie viel Spannung man da braucht. So, auf jeden Fall, du erzeugst einen Kurzschluss. Ja, du gehst ja drauf und deswegen bleibt die ja bei dir kleben. Weil die bleibt ja dann kleben. Die schmilzt kurz und dann klebt das. Genau, deswegen sagt man immer für den Anfänger, du sollst, als würdest du malen. Ja, du sollst wirklich streichen. Ja, als würdest du gerade mit dem Pinsel so streichen und dann kommt der Lichtbogen, der Kurzschluss, und dann kannst du halt weiterschweißen. Das heißt, das Ding ist ja im Prinzip, dass du gar nicht berühren musst, sondern dann ganz kurz, leid, bevor, kurz bevor entsteht der Lichtbogen. Genau, das Gefühl kriegst du mit der Zeit, wenn du das öfters machst. Das heißt, manchmal hast du es auch wirklich so, dass du wirklich mit der Elektrode, wenn du erfahrener bist oder so eine Maschine hast, die das auch gut steuern kann, die hat so Funktionen, dass du nicht kleben bleibst, Anti-Stick, haust du drauf und dann geht's los, ja, wenn du genug Leistung hast. Aber in der Regel, wenn es halt nicht klappt, wenn du kleben bleibst, dann gehst du hin und versuchst immer so zu streichen, zu ziehen. Mhm. Ja, und wenn du dann halt kleben bleibst, dann klickst du kurz weg und versuchst halt nochmal. Manchmal, wenn die nass sind, hast du halt das Problem. Aber wenn die trocken sind, sollte das. Die hat auch so eine Zündhilfe. Ja, wie so ein Streichholz. Ja. Eine Zündhilfe. Das hilft dir auch. Also die schmilzt aber mit ab. Also die bleibt immer da. Nee, die Zündhilfe. Die ist dann irgendwann weg. Klar, beim ersten Start ist die weg. Ach so, beim ersten Start, okay. So, und dann hast du dieses Pulver hier. Ja. Das löst sich in Rauch auf. Wofür ist das Pulver da? Das schützt dein Schweißbad beim Schweißen, weil du schmilzt ja dein Grundmaterial auf und du schmilzt den Stab auf und gibst quasi, ja, du füllst das Schmelzbad und das muss ja von Sauerstoff befreit sein. Hast du irgendwie mal zwei Metallstücke oder sowas? Ja, hatten wir. Weil du musst es halt vom Sauerstoff befreien, sonst hast du Poren, es verbrennt. Vielleicht sollte mir das am Tisch zeigen. Oder willst du jetzt wirklich schweißen? Nein, ich will noch nicht schweißen. Ich will erstmal nur Metallschweißen wie Fahrrad fahren. Ja, genau. Du musst es einmal magnetisch. Matthias Lange schreibt, Nils, schaltet doch im OBS die Tonquelle der Zusatzkamera stumm. Da sind nur die Hauptmikros im Mix. Aber kann das sein, dass du dann OBS wieder neu starten musst? Könnt ihr mal eine Schweißnadel à la Finn Kliman zeigen, also wie man es nicht macht? Ja, das können wir machen. Ich habe hier so ein Metallstück. Bei Finn Kliman finde ich gut, der macht einfach. Ja, dem ist das auch egal. Aber bei Finn Kliman kann ich trotzdem da nicht gut zugucken, weil ich denke, dann nimm dir doch einen halben Tag. Ich glaube, der macht... Und versuch mal gut zu machen. Ich wette, der kann schweißen. Meinst du? Ich glaube, das ist ein bisschen so die Action. Die Leute wollen sehen, dass er ausflippt. Das ist jetzt nur ein Prüfbehälter gewesen. Oh, Entschuldigung. Okay. Ja. Alkohol. Mate Flachmann. Tee? Nein. Ach so. Das Thema ist, du hast jetzt hier so einen Deckel und das willst du mit Elektrode verschweißen. Ja? Ja. So, das hier. Sieht man das, Nils? Zwei Metallstücke. Ja, oder Topcam vielleicht. Schärfe gibt es beim Inder? Also, vielleicht sollten wir oder ist das schon so gekroppt? Wir können ihn hinlegen. Das ist schon gekroppt. Achso, deswegen. Okay, ja. Okay. Ihr seht das so einigermaßen. Ist auch so, wir würden jetzt mit der Elektrode hier schweißen wollen. Ja. So, hätten wir diese Umhüllung nicht, ja. Dann würden wir erstens natürlich kleben bleiben. Ja. Es wäre wild, es würde Rauch entstehen, natürlich auch. Aber die Schweißnaht, das würde sofort aufkochen und das Metall würde sofort porös werden, sofort hart werden und sofort, wie soll ich sagen, das wird nicht halten, das wird sofort auseinanderfallen. Ja, das ist aber wie. Aber du hast ja jetzt hier auch. Warte mal, jetzt habe ich Licht angemacht. Du hast jetzt hier auch so ein paar
stellen. Ne? Ja, das hat was mit Fülltrat zu tun. Das habe ich jetzt letztens getestet, um rauszufinden, weil die Zuschauer mich auch gefragt haben. Fülltrat-Schweißen ohne Schutzgas. Das ist ja ähnlich wie mit der Elektrode schweißen. Kann man damit dicht schweißen? Und das haben wir gemacht und haben gezeigt, ja, das geht. Das Video kommt jetzt bei mir demnächst. Ja. Ich wollte jetzt einfach ein Metallstück zeigen. Ja. Okay. Und du brauchst halt diesen Rauch. Der Rauch entsteht. Ja, hier steht so eine Rauchwolke, so eine Schutzglocke. Und da drin findet das Schweißbad statt. Kein Sauerstoff kommt hinein, weil wenn Luft reinkommt, verbrennt. Das heißt, es würde Poren geben, das würde dann schlimm aussehen. Ja. Es würde so aufkochen und porös werden und dann kannst du das vergessen. Fällt mir gerade ein, schaut mal, Nils, vielleicht kannst du es raussuchen oder sonst die Zuschauer, und zwar den Teil, als ich in Dortmund war mit Caterpillar und den Cat 6030, diesen 300 Tonnen Riesenbagger gebaut habe oder begleitet habe. Und im Bereich Stahlbau sieht man auch, wie die das schweißen. Und ich sag mal, das Lustige ist ja, die sprechen ja, oder auch bei der D11 in Amerika mit Jean-Pierre zusammen, die schweißen Bleche. Mhm. Und ja, ich meine, du kommst jetzt da schon vom Fach. Ne? Wie dick ist für dich ein Blech, so ein Standardblech? Ein Blech, ich würde sagen, so 4-5 mm ist ein Blech. Ja, perfekte Platte. Antwort. Genau, weil die Leute, die diese Bagger bauen oder die großen Raupen- oder Mining-Maschinen, die reden bei Blechen von solchen Stärken. Ja, ja. Und das schweißen die auch. Und da hatten die so eine Vorrichtung, wo so ein Granulat quasi komplett in dem Material lag. Das nennt sich Unterpulverschweißen. Genau, Unterpulverschweißen. Und das seht ihr in diesem Video. Mhm. Wer das noch nicht gesehen hat, finde ich, denke ich, ist sowieso ganz interessant. Sehr sicheres Verfahren. Genau, da geht es einfach auch um eine Güte. Und dann wird das auch nachher alles mit Ultraschall noch geprüft, damit du da nicht irgendwelche Strukturschwächen hast in dem Material. Ne? Weil die ballern da gehen teilweise drei von den Dingern gleichzeitig rein. Die wollen ja viel Abschmelzleistung, die wollen das ja schnell zuschweißen. Und dann fährt da so ein Rüssel mit und der tut quasi dieses Pulver, was jetzt auch eigentlich da hier... Davor und danach, das genau, immer genau. Genau, da oben abgeben. Das heißt, das passiert da unten, oben steht die Schlacke und dann wird das unnötige Pulver am Ende sogar noch wieder weggesaugt. Mhm. Und dann siehst du, das sieht sehr schön aus. Dann löst sich quasi die Schlacke. Das sieht richtig schön aus. Und darunter die Schweißnaht ist in der Regel, wenn das automatisiert geschweißt wird, richtig mega. Ja. Sieht also, richtig lecker aus. Ja, ja. Und das finde ich auch, wenn du mit Schweißen noch überhaupt irgendwie nichts am Start hast. Und dann beschäftigst du dich so ein bisschen damit. Ja, was ist Schweißen? Ne, aber sie sagen, dass du so ein Bewusstsein kriegst für eine Ästhetik von einer Schweißnaht. Ja. Und für die Qualität von so einer Schweißnaht. Und wenn du dann auf einmal eben was siehst, was ordentlich ist und das auch werten kannst, was das auch für eine Kunst ist. Ja. Und ich war letzte Woche schon in Bottrop bei einem Dreh, das kriegt ihr demnächst auf dem Kanal zu sehen. Ich denke mal so im August rum, vermute ich. Da habe ich mich auch mal in der Werkstatt umgesehen für Abbruchwerkzeuge. Und da war eine Mädel, eine Schweißerin. Ich habe dir das vorhin erzählt, du hast gesagt, du hast noch nie eine Frau gesehen, falsch, die beruflich falsch, schweißt. Falsch, falsch. Nein, ich habe die nicht gesehen, die du so gezeigt hast. Okay. Aber ich muss dir kurz was sagen. Ja. Frauen ja sind die besten Schweißer, was filigrane oder beziehungsweise richtig schöne, wenn man zum Beispiel Titan schweißt oder Chromnickelstahl schweißt, ne, wo du wirklich konzentriert sauber schweißen musst, wo die Schweißnähte perfekt aussehen müssen, das können die sehr gut. Also die hat mir das dann erklärt und sie sagte ja, auch, dass das im Prinzip schon eine Kunst ist und sie selber den Ehrgeiz hat, wirklich die absolut perfekte Naht zu legen. Die haben auch, ich bin... Also das Video ist auf meinem Insta-Profil, seht ihr das, da macht die aber eine relativ robuste Arbeit. Und zwar macht die eine Aufpanzerung von so einem Abbruchwerkzeug. Und da hast du ja Verschleiß. Ja. Und damit du die Lebensdauer der Komponenten erhöhst, fängst du immer wieder an, teilweise nach 2-3 Wochen. Dann kommt es wieder in die Werkstatt, dann werden da wieder diese Panzernähte gesetzt. Das ist nichts anderes wie das auch. Ja. Das ist halt ein anderer Zusatzwerkstoff, nennt sich in der Regel SWH 600, Hardox-Panzer. Hardox ist bekannt, ja klar. Genau. Panzerung. Das kriegst du zum Beispiel auf einer Spule, ja, natürlich ein bisschen größer, das sieht dann so aus. Gibt's auch nicht beim Lidl. Wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Ne? Und das ist halt, der Zusatz wird dann aufgebracht, quasi auf der Oberfläche verschweißt. Ja. Baggerschaufel, Zähne, alles wird damit. Paradox. Es riecht die ganze Zeit hier schon verdächtig nach Currywurst mit Pommes, a.k.a. Manta-Platte. Aber wir können doch jetzt nicht live vor der essen. Doch, das ist hier so Tradition. Deshalb sagen wir auch, wem das nicht passt, der muss jetzt abschalten. Aber letztens kam auch die Idee, ja, ihr könntet ja vorher essen. Jetzt sag mir, wo wir vorher... Ja, vorher habe ich geschweißt und dann war Stress hier. Genau,
Also vorher, ich bin fast umgefallen eigentlich. Ja. So. Und wir hatten euch ja neulich noch gefragt, was so eines eurer Lieblingsformate war. Und da haben ganz viele gesagt, die Livestreams, die sie sich dann aufgrund der Stunden oder der langen Dauer sehr ungewöhnlich, in Etappen auch oft angucken. Aber so ist es, ne? So ist es. Danke. Was ich teilweise verstehen kann, ist, dass es nervt, dass es im Mikro nerven kann oder im Ton Schmatzgeräusche. Vor allen Dingen, wenn du das über einen Kopfhörer hörst. Also da kann ich euch verstehen, aber was soll ich machen? Ich kann versuchen, weniger zu schmatzen. Es sieht sehr wild aus, muss ich sagen. Also sowas habe ich noch nicht gegessen. Das ist halt spezial, ne? Das ist, spezial. Kann man sehen, der Top 10 auch. Also ich habe heute alles erwartet. Aber das nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, ist was Diätetisches, ne? Definitiv. Aber ich habe heute auch hart gearbeitet, ich habe es verdient. Und du warst auch sehr beschäftigt, habe ich gesehen. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Igor hat mir den Schweißtisch mitgebracht. Und den haben wir dann eben noch, also nicht wir, du hast ihn zusammengebraten. Und ich muss sagen, ich war total geflasht. Weil wir haben das da vorbereitet, dann musste ich nochmal ins Büro und nach einer halben Stunde war irgendwie das Grundmuster unten schon fertig, ne? Also ich glaube, ich habe heute den Rekord gebrochen, weil ich wusste, wir müssen live gehen und das müsste jetzt der 7. oder der 8. sein. Ja, zum Schluss noch die Klappen und dann die Füße. Da kannst du übrigens Rollen anschrauben, ne? Da sind extra Öffnungen dafür da. Ja. Und es war brutal heiß da draußen, das ist wirklich, es lief die Brühe runter, das war unnormal. Mhm. Hier geht's jetzt, ne? Ja, wir haben aber zwei Klimageräte laufen. Also, wenn wir Klimatechniker bei euch haben, bitte kommt und helft uns. Wir brauchen Klimaanlagen. War das früher auch schon so? Was denkst du? Früher? Ja, ich meine, es gab hier auch schon heiße Sommer. Also ich weiß als Kind, in den 80er Jahren hatten wir auch heiße Sommer. Ja. Wird vielleicht jetzt einfach extrem Fokus drauf gelegt oder haben wir tatsächlich ein Thema? Müssen wir überhaupt darüber heute hier sprechen? Ist auch ein ja. Das musst du. Wer bin ich? Wo will ich hin? Ja. Was ist der Sinn des Lebens? Was aber ist eins ist klar, früher in den 80ern stand ich nicht unter 3 kW Lampen in einer alten 20er Jahre Werkstatt ohne isoliertes Dach, wo die Sonne drauf knallt. Du kriegst sehr viel nettes Feedback hier. Ich? Ja, der Igor ist echt sowas von höflich, ein feiner Mensch. Danke. Das sagt Atze Schröder auch immer in seinem Podcast. Und er sagt immer, wenn er Leute schätzt, sagt er, er ist ein feiner Kerl. Ich fühle mich geehrt. Mhm. Man ist natürlich nervös, wenn man in eine andere Community stößt. Ja. Ehrlich, bist du nervös? Ich war heute schon, weil ich habe Respekt vor deinen Abonnenten und vor den Zuschauern, weil irgendwo baust du dir ja selbst eine Community auf. Ne? Dann hast du eine treue Gefolgschaft, die dann hinterher ist und die dich unterstützt und die überhaupt, ich sag mal, die Freude an dem Ganzen macht. Ja? Wenn du Feedback bekommst, die brauchen dich und du machst alles richtig, dann kann es ja nicht besser sein. Und wenn du dann in eine andere Community kommst und nicht ankommst, kann es natürlich nach hinten losgehen. Ne? Mm. Ist so. Ich habe das bei egal, wer du bist. Ich habe das bei Jean-Pierre mal gehabt. Jean-Pierre ist der König. Genau. Und dann, was erlaubt sich der? Neben meinem König da. Ganz genau. Und dann, dann gab es teilweise Hate, aber so what? Also das ist ja Kinderkacke. Ja. Ne? Ich bin ja zu Jean-Pierre gegangen damals, weil die meine Hilfe irgendwo gebraucht haben, ja. Und das war dieselbe Situation, ne? Was will er denn da? Ne? So ging das dann los. Und dann bist du vielleicht locker und es macht dir Spaß und du findest es cool und dann kriegst du nur, das war damals, ne? Damals. Mir ist das scheißegal. Ja. Weil bei solchen Kommentaren denke ich immer, da bin ich immer, also macht mir gar keine schlechte Laune. Sondern wenn ich solche Kommentare lese, dann denke ich immer, wie geil, dass du sowas nicht nötig hast. Dass man so weit ist, dass man sowas nicht nötig hat. Mhm. Weil das ist
auch, ich kann ja auch eine Meinung haben oder denken, wenn ich jetzt ein Video von dir angucken würde und ich denke, und ich hätte jetzt Ahnung. Also viele haben ja auch keine Ahnung und meinen dann, sie hätten Ahnung, aber ich hätte jetzt Ahnung und würde denken, du machst da echt einen Scheiß. Wenn du schlau bist. Was muss ja mit mir los sein, dass ich da als Keyboard Warrior mich jetzt da aufbaue und sage, so ein Idiot, dem zeige ich es jetzt. Was für eine arme Wurst bin ich dann? Genau. Weißt du? Dann sage ich, okay, nicht jeder kann das vielleicht in bestimmten Punkten so gut wie du und was weiß ich. Also dann. Also Feedback ist ja extrem wichtig. Ja, jemand soll ja, soll dich ja irgendwie inspirieren oder sagen, in welche Richtung es geht und was sie sehen also wollen. Also konstruktives Feedback. Ja. Aber du siehst ja bei Kommentaren, in der Regel, du fühlst, du riechst das nachher, ob derjenige dir wirklich ein konstruktives Feedback geben will oder ob der einfach nur dich abwerten will oder seine schlechte Laune oder sowas. Und das Perfideste sind dann die Leute, die dann so tun, pass mal auf, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach ist die absolute, das ist das absolute Anti, die Antiphrase. Denk mal drüber nach. Ja. Denk mal drüber nach. Das ist im Prinzip, damit entwerte ich dich komplett mit dem Deckmantel des Gutmenschen. Ja. Aber ich muss auch sagen, das war früher, wo ich wirklich keinen Plan hatte, dann war das auch so. Aber mit der Zeit, wenn du weißt, was du tust, also ich habe schon lange keine schlechten Kommentare mehr gehabt. Ne? Also schon lange nicht. Und da bin ich auch sehr, sehr... Also ich habe mich gefreut über das... Richtig so. Ich habe mich gefreut über das Video mit dem ID4. Nils, du erinnerst dich, da habe ich, also dieses Elektroauto von VW, da war das noch ganz neu und die haben mir angeboten, hier André, kannst du mal 3 Tage haben, wenn du Bock hast, einen Anhänger zu ziehen. Und ich hatte da Bock drauf, weil ich wollte wissen, also ich bin ja auch Camper, habe ja auch einen Wohnwagen, der wäre ein bisschen zu groß für den ID4. Ja, stimmt, das fragt sich ja keiner. Ne? Kannst du mit dem Golf, quasi mit dem Elektro-Golf? Also wir haben ja E-Golf. Aber da kriegst du leider nicht mal eine Anhängerkupplung für einen Fahrradträger, die kannst du mittlerweile nachrüsten. Mhm. Und das ist auch, wir haben so einen kleinen Anhänger, der wiegt 200 Kilo, da kannst du mal eben irgendwas zum Wertstoffhof fahren. Mhm. Könntest du problemlos machen, ist aber nicht. Aber beim ID4 darfst du 1,2 Tonnen anhängen. Und dann habe ich das probiert. Mhm. Ich habe halt einen relativ leichten Wohnwagen mit um die 1000 Kilo, 7 Meter lang und bin auf Campingplatz in Sauerland gefahren. Was? Ja, also das ging. Also ich konnte, das war arschkalt, das war noch um die 0 Grad, ich konnte gut 200 Kilometer fahren. Und dann habe ich mich aber in Windschatten vom LKW gehangen mit 87, 88. So. Und dann gibt es voll den Shitstorm unter dem Video, dass das ja totale Scheiß wäre und wer stellt sich denn hinter einen LKW mit einem Wohnwagen mit 80, 90, das macht doch keiner. Und wenn ich... Und wenn ich 1000 Kilometer nach Spanien fahre, das geht ja alles nicht, das geht alles nicht. Und ich sage im Video ganz klar, natürlich ist das nichts für die Langstrecke, aber wenn du jetzt so ein Auto hast und du hast vielleicht auch einen kleinen Wohnwagen und du fährst vielleicht dann zweimal im Jahr von hier meinetwegen an die Küste und sagst dann, okay, dann lade ich jetzt mal 40 Minuten dazwischen. Also, weißt du, wenn es dann auch um so, die Leute sind immer schwarz-weiß, weißt du? Und alle meinen dann, ne, und... Ich fahre mit meinem Benziner nur am Diesel auch in der LKW. Habe ich auch geschrieben, weil wenn ich zum Beispiel mit dem 500er, mit dem großen Wohnwagen immer 110 Tempomat habe, dann habe ich einen Verbrauch 20, 22 Liter. Bleibe ich hinter einem LKW hängen mit 90, dann bin ich bei 15 Liter. Und wenn ich dann sage, okay, ich spare dann vielleicht eine halbe Stunde, ne, aber das ist dann... Aber das ist doch gut auch, oder? Ja, ich meine, ich bin ja auch gerne schneller unterwegs, aber ich wollte einfach nur zeigen, dass es in bestimmten Grenzen geht das. Und dann schreiben auch wieder viele Leute, ja, völliger Scheiß, ihr Weg und es muss Wasserstoff und so weiter. Und dann denke ich, Leute, wartet doch mal 10 Jahre. Das ist doch, wenn die Leute nur so denken würden und nur so... Das ist wie mit dem Schmeißen. Dann wird es überhaupt keinen Fortschritt geben. Ja, als jetzt Leute anfingen mit Kraftfahrzeugen, mit Verbrennungsmotor, ja, da konntest du auch jetzt nicht... Es ist immer was Neues, macht Angst. Die Leute haben Angst davor, deswegen ist das mehr als wird negativ gesprochen. Ist also, man muss die Erfahrung selber sammeln. Ne? Wobei ich mit dem Elektrofahrzeug auch sehr, sehr vor kurzer Zeit noch sehr gedacht habe: Ist das wirklich was? Was ist, wenn du länger fährst? Ne? Wenn ich mein Auto jetzt tanke, dann zeigt er da über 1000 Kilometer an. Genau. Großer Tank. Aber pass auf, das ist ja genau dann, das Ding. Guck mal, wir haben Bequemlichkeit. Wir haben jetzt den Touareg. So, und wenn ich dann den Tank voll mache und sparsam fahre, zeigt er auch 1300 Kilometer Reichweite an.
Super Auto, ich kann damit alles machen. Langstrecke, dicken Hänger ziehen, alles super. Mhm. Aber für den ganz normalen Radius hier, mal eben nach Dortmund, nach Düsseldorf zum Flughafen, zur Arbeit. Nach Münster zum Flughafen, zur Arbeit, zum Einkaufen und so weiter oder mal Besorgungsfahrten machen hier in der Firma, ist das doch super. Ja, du hast noch Solarzellen auf dem Dach, und Ladestation, wenn du, da bist du. Und das ist halt, ich meine, klar, das kann nicht wieder um jeder haben, aber ja. Ich kenne das, du hast Solar auf dem Dach und dann lädst du jetzt von der Sonne und dann steigst du in dein Auto und denkst du, ey krass, krass, das kam eben von der Sonne und ich fahre jetzt hier mit 150 über die Autobahn und die Sonne hat das Auto voll gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Und von daher, wenn du jetzt wirklich immer 500, 600 Kilometer am Stück schrebbeln musst, dann ist es halt noch nicht das. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du kannst ja dir auch ein E-Auto mit 500 Kilometer Reichweite holen, ne? Wenn du jetzt ein normales Auto holst, die haben ja diese Software. Das heißt, wenn du jetzt eine Strecke, sagen wir, nach Südfrankreich kalkulierst von hier, was sind das, 1000 Kilometer? So, dann guckst du, wie der dir das ausrechnet. Dann sagt er, in den nächsten 100 Kilometer tankst du, lädst du 8 Minuten da, dann 200 Kilometer machst du Stopp 15 oder 20 Minuten da und dann kommst du auch genauso schnell an. Machst halt ein paar Stops mehr, musst ein bisschen anders machen. Wie mit dem iPhone oder mit dem Telefon, dass du ständig ja halt am Laden bist. Ja. Der Punkt ist, dann fragt man sich, okay, ich bin jetzt im Ausland unterwegs, ist die Ladestation jetzt tatsächlich da? Funktioniert die? Komme ich dran? Ja, diese Angst hast du dann. Ja, aber die Angst hast du, wenn du noch nicht Elektroauto gefahren bist. Wenn du das mal hast, dann entspannt sich das wieder. Ja, ja, genau. Also klar gibt's. Habe ich auch schon mal gehabt, dass irgendwie eine Säule nicht ging, als es so Schneechaos war oder so. Da war die eingeschneit. Mhm. Ne? Aber in der Regel lädst du auch hier, also zu Hause. Und hast du dir so eine Station nach Hause gemacht? Mhm. Hier, zu Hause. Hast du die zu Hause gefördert bekommen oder hast du die bezahlt? Das ist eine gute Frage. Zu Hause tatsächlich nicht gefördert, weil es die Förderung nicht gab, aber mittlerweile gibt es KfW-Förderung. Genau. Da kriegst du eine Station. Ja. Ja. Ja, dann hast du auch eben, habe ich die Bemerkung gelesen, dass ein Zuschauer hier auch einen Kurs bei dir besucht hätte. Hier gibt es Kurse. Ja, also vor Corona hatten wir Kurse angeboten bei uns. Das heißt, wir hatten immer so, ich glaube, 10 oder 15 Mann, ich weiß nicht mehr genau. Und es war an einem Samstag. Und dann gab es quasi alle zwei Stunden ein bestimmtes Thema, die gängigsten Verfahren. Dann gab es einmal das Max-Schutzgas-Schweißen, ja, wo der Draht quasi aus dem Brenner kommt. Dann gab es... Lass uns das gleich nochmal klären. Elektrodenschweißen. Und da haben die diese zwei Stunden diese Runde gemacht. War natürlich morgens los, abends. Und dann Information. Und das ist ziemlich gut angekommen. Aber ich musste wegen Corona halt diese Kurse dann irgendwo beenden. Aber das kommt wieder. Wir kriegen jetzt neue Räumlichkeiten. Da wird die ganze Werkstatt mit solchen Schweißtischen vollgeknallt sein. Da werden Schweißgeräte stehen und dann wird es die Kurse wieder geben. Und die waren sehr günstig, dass wir quasi die Ausbilder bezahlt haben. Alles andere habe ich supportet und deswegen war das erschwinglich. Deswegen haben sich auch viele da angemeldet. Ne? Du kannst ja nicht verlangen für einen Samstag, da, dass du 1000 Euro für verlangst. Ne? Aber geh mal... Was mussten die bezahlen? Ich glaube so unter 200 Euro habe ich das gemacht. Sehr günstig hatte ich das gemacht. Ja. Mach mal einen Marketingkurs an einem Tag. Da bezahlst du einen Tausender. Mhm. Heute ist das so. Mhm. Handwerk wird immer weniger, aber ich finde Handwerk schade, dass es weniger wird. Oder viele junge Leute haben Bammel davor oder wollen das nicht machen. Aber frag mal an, Geländer schweißen. Du kriegst keinen, einen guten. Und dann sind das wie Könige. Wenn ein Geländebauer zu dir kommt, dann legst du einen roten Teppich aus mach. Und dann hast du Sonderwünsche und dann schweißt du dir das, baut dir das. Dann will das ist auch eine Bier Kunst. Haben. Ja. Wenn er keine Bier, dann kann er nicht machen. Dann gibt er auch alkoholfrei. Gut, es gibt solche und solche. Manche können mit Alkohol besser arbeiten. Mein Opa sagte immer, im Handwerk liegt goldener Boden. Oder so ähnlich. Und wie gesagt, Handwerk, auch gerade Thema, hier die ganze Campingbranche, die ganzen Servicebetriebe, die Wohnwagen, Wohnmobile aufrüsten, warten und so weiter. Termin, kommen sie mal in 4 Monaten wieder. Mhm. Warum? Weil die auch gutes Personal nicht haben und da kannst du ja auch gutes Geld verdienen. Ne? Ja. Ja, die Frage müsste man sich stellen, Ausbildung als Schweißer, sollte man das tun?
Will man das? Die Frage ist natürlich, was hat man vor? Weil es ist wie bei den, wenn du zum Beispiel Haare schneiden gehst, die Menschen verdienen auch nicht so viel Geld. Ne? Mhm. So. Ein Schweißer, der verdient wahrscheinlich auch nicht so viel wie ein Bankangestellter, hat aber einen viel härteren Job. Und ohne ihn wird es ja nicht nirgendwo, kriegst ja gar nichts, ne? Ist ja alles, wird ja alles geschweißt. Auch deine Presse da hinten ist ja auch geschweißt. Ja, ich hoffe ja. Gut und stabil. Sieht gut aus. Weil die macht 60 Tonnen, glaube ich. Aber die Frage ist ja auch, du sagst jetzt einen Schweißer, aber es gibt ja auch da Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel, gibt es nicht sowas Schweißfachingenieur und sowas? Genau, es geht und dann los. Diese ganzen Scheine und die Berechtigungen, dann musst du das schweißen können, dann musst du erstmal das Zertifikat haben. Ja, du kannst Metaller machen, du kannst irgendeinen Schweißer machen, du kannst dir die Scheine holen für bestimmte Aufgaben. Du kannst ja weiter Meister machen, du kannst ja einen Schweißfachmann machen. Und das Interessante beim Schweißfachmann ist, du musst ja gar nicht schweißen können. Schweißfachmann ist sehr viel Theorie, das ist eine Aufsichtsperson. Ja, zum Beispiel, du bist ein Schweißfachmann, du schweißt aber gar nicht, du hast noch nie geschweißt. Vielleicht mal gesehen oder angefasst. Ja, dann bin ich quasi Schweißfachmann. Ja, aber ich, es gibt so, ich bewerte das heute. Nein, quasi eine Aufsichtsperson, wenn etwas konstruiert wird oder gemacht wird, schaust du als Schweißfachmann, passt das mit dem Gefüge, Schweißen hat Vorbereitung, kann man das überhaupt schweißen? Das ist sehr, sehr theoretischer, kann sehr theoretischer Beruf sein. Und dann kommt der Schweißfachingenieur, ja, die verdienen schon richtig gut Geld. Und dann kann es weitergehen, ja. ST Molo, danke für die 5 Euro, für die Manta-Plattenkasse, für Igor eine Frage, wie ist allgemein Fazit zu Parkside-Werkzeug? Da würden wir auch gleich nochmal drauf kommen. Aber ich bin gerade irritiert. Meinst du für später? Ganz genau und definitiv. Also das Ding wird verputzt. Schmeckt sehr gut. Wir haben auch ein Mikro in der Küche, also. Aber er hat mir gesagt, das kann man stumm schalten. Was stumm schalten? Mikro in der Küche. Ja, in der Küche können wir das Mikro. Nein, 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 nein. Wir haben eine Mikrowelle in der Küche. Ah, okay. Gut. Wir sehen schon. Also, wir haben auch lustige. Wir reden mal aneinander vorbei. Genau, genau. Kleine Wortspiele. Wir haben auch ein Mikro. Wie kann man das stumm schalten? Ne, dann wird die Pommes nicht warm. So. Sebastian Goris, bei allen Kameraeinstellungen außer der Hauptkamera ist der Ton doppelt. Nee. Warum ist nicht? Nee? Nee. Ich kann auch mal nachschauen, aber. So. Christian Dohm schreibt: Ich bin Schweißfachingenieur und fühle mich hier gut unterhalten. Interessant wäre, wie sagt ihr? Ja. Matthias Lange muss gerade an die Fanweste denken. Wollt ihr mal die Fanweste sehen? Igor, pass auf. Jetzt ist es ja im Prinzip auch der Einsatz, aber ich glaube, die könnte von der Größe nicht passen. Ich verstehe den Spaß jetzt gerade nicht. Was also es ist auch ein Insider, es war aber, glaube ich, auch sehr viele Insider heute hier. Ja, der Leser ist ja, hat ja viele Anekdötchen gebracht, die okay. in die Annalen des Kanals eingehen. Was und, ja, wir haben im Prinzip ein Video gemacht über so Flop-Makita-Werkzeuge. Ja. Und da hatte ich diese Weste rausgesucht. Und Lisa hat das auch ein bisschen für sich so ein bisschen recherchiert. Und dann hat er das moderiert und meinte, das wäre ein Fanartikel. Also es hätte Makita extra für die Makita-Fans gemacht. Das Thema ist aber... Das ist eine Fanweste, ja. Aber Englisch heißt Fanventilator. Ah, okay. Deswegen. Ah, das ist also, ja, okay. Deswegen, das hat. Wieso geht das nicht an? Muss es angehen? Da ist kein Akku drin. Ja, ja, Akku kommt gerade. Ich möchte belüftet werden. Hier rein. Also, ich habe schon alles gesehen, aber das hier ist jetzt neu. Das muss ich wirklich sagen. Ist da der Adapter schon? Das ist halt schön, das trägt auch nicht auf, ne? Überhaupt nicht. Das kannst du wieder da reinpacken, ist auch nicht. Okay. Weißt du was, das geht hier in so Frischlufthelm. Da hast du hinten auch eine Belüftung und die ballert hier Frischluft. Wann ist er? Wahrscheinlich Akku ist alle. Ne, der Akku ist voll. Ist ein Nachbauakku, ne? Stimmt, da steht, der sieht nur so aus wie einer von Makita. Aber warum sollte der nicht funktionieren? Ja, vielleicht. Da geht's schon mal los.
Da war die Frage mit Parkside. Wie siehst du das mit Parkside? Ja. Du hast gesagt, du leitest nicht. Ich antworte, beantworte deine Fragen. Ja, wir beantworten zusammen. Boah, es geht ab. Yo. Wow, was für ein Feeling. Und? Also ich fühle mich fantastisch. Ist das laut im Mikro? Also ich höre es auf jeden Fall. Also so kann man arbeiten. Hä? Es ist wirklich gut. Ja? Ja. Lustigerweise, ich habe gar nicht dran gedacht, das Ding mal zu tragen, weil es jetzt so warm ist. Nee, jetzt mal als Schweißer ist das ja schon richtig angenehm. Ja, ja. Du hast halt Luft, ne? Kühlt ab. Vielleicht hätten wir es doch revidieren müssen, ja. Unsere Meinung über das Teil. Es ist noch relativ teuer. Was kostet das? Ich glaube so um die 100 Euro. Da musst du aber noch, glaube ich, diesen Adapter dazu kaufen. Mhm. Für 40, 50. Ja, plus halt Akku, ne? Gut, das Problem, ist ja hier ganz klar. Egal, was du hast, das darf dich ja nicht stören beim Arbeiten. Ja gut, aber wenn du den hier zum Beispiel... Ja, aber das ist... ja gut, okay, hast du auch recht. Ja. Jetzt mache ich mal zu, wenn ich das zubekomme. Ja. Okay. Oh, scheiße, das muss eine Gürtel... Ich hau dir das mal eine Gürtelschnalle ran. Okay, hast du? Alles live. Alles live. Boah, Schmidt geht dem Igor direkt in die Wäsche. Eigentlich, ich brauche das Ding, weil du siehst ja doch schon ein bisschen... pumperiger aus, weißt du? Fetter geworden bin ich ja. Und darunter, darüber ziehst du dir dann wieder was komplett anderes und dann läufst du durch die Stadt. Und die Leute denken, ja, ey, das Thema ist, die Lüfter müssten hier hin, so in den Oberkörper. Aber coole Sache, wirklich. Also es kühlt schon, definitiv. Ne? Aber ja. Das wirst du nicht tragen, weil das nervt mich schon. Ja. Können sie mich wieder anpassen? Aber sicher doch. Aber nicht da. Jetzt hat sich das. Ah, so, warte. Okay. Machen wir wieder aus. Warum? Ey, da habe ich direkt Ideen, was ich damit machen könnte. Hast du nur eine davon? Ja. Willst du sie mal ausleihen oder was? Ja, wenn ich sie ausleihe, dann kommst du nicht mehr ganz zurück, weil ich mache ja gerne mal diese Experimente. Da gehen gerne mal Sachen kaputt. Ja, machen wir auch. Ja? Ja. Beste für Sonntag, 10 Uhr Experimente. Kann ich das hier wieder zurückgeben? Dankeschön. Oh, jetzt. 30 hat 5,49 Euro gespendet und schreibt super Stream von den beiden Channels. Eine Frage habe ich. Normales Druckmanometer oder besser ein Flowmeter für die Gaszufuhr und das Formieren? Ja, ich hole mal eins dazu. Jetzt verstehe ich schon nichts mehr. Er meint den Druckminderer von der Gasflasche. Und ein Flow-Manometer ist der Mist auf den Durchfluss. Ja, es ist wie so ein Glasröhrchen mit einer Kugel drin. Ach so, okay. So. Ich tue das mal auf den Tisch legen. Es ist zu. Es kann nichts passieren. Mhm. Dann kann man das quasi... Das ist hier eine Gasflasche mit Schutzgas. Und wir haben jetzt hier aktuell so einen Druckminderer installiert. Das ist eine 200 Bar Flasche. Ja. Hier kommt 200 Bar raus. Der Druckminderer mit so einer Membran. Kannst du einstellen, dass hier nur noch 10 Liter die Minute rauskommen. Das machst du hier mit. Ne? Ja. Von 0 bis 16. Kannst du ziemlich genau einstellen. Mhm. Wenn ich jetzt aber, das ist hier Mack, ich würde sagen eher fürs grobe Schweißen, wo du es vielleicht nicht so ganz genau sehen willst. Ja? Es wird schon genau sein, aber diese Flowmeter, diese Skala, wenn du das quasi aufmachst, dann geht die Kugel so nach oben. Dann zeigt sie dir das nochmal präziser an. Flowmeter kosten in der Regel immer etwas mehr. Das funktioniert das quasi wie beim Staubsauger? Schwebekörper. So ein Schwebekörper. Genau. Der wirklich über den da Druck. Das ist eine Skala, ist ein Glasröhrchen. Also quasi sieht genauso aus. Der hier zeigt dir, wie viel Druck du noch drauf hast. Mhm. Ja, ich jetzt vorsichtig aufmache, immer vorsichtig aufmachen. Ja. Sehr viel Druck, sehr viel Wärme kann da entstehen. So, jetzt sehen wir hier 200 Bar. Noch voll. Krass. Habe ich eine neue Flasche mitgebracht. Ja. So. Mach ich zu. Was ist jetzt für ein Gas? Das Schutzgas. Ist ein Schutzgas. Genau, 18% CO2 in Argon. Ja, also ganz normal 0815 Schutzgas zum Metallschweißen. Okay, aber nicht zum Inhalieren. Das ist sehr gefährlich. Wenn du Argon reinbekommst, ja. Dann verdrängst du komplett den Sauerstoff, kippst du sofort um und stirbst sofort. Obwohl das eigentliche Gas gar nicht so giftig ist. Es ist nicht giftig, es verdrängt die Luft, es ist schwer. Ja, ja. So, das Thema ist, Argon, wenn ich das jetzt hier aufmache, was macht es? Es ist sehr schwer, es fließt sofort auf den Boden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Behälter und der wäre komplett geschlossen und ich würde den mit Argon füllen und das steigt ja, da haben wir auch ein Experiment so gemacht und wenn du das einmal in die Lunge reinbekommst, dann
kannst du auch nicht wiederbelebt werden. Dann weil du es nicht mehr rauskriegst. Genau, genau. Ich will jetzt keine Angst machen, aber wenn man es ganz genau sehen will, muss man natürlich mit solchen Sachen immer aufpassen. Ja, ja, klar. Genau. Was ist, wenn du dich auf den Kopf stellst? Ja, das Thema ist, man muss so sehen, 10 Liter, wie viel ist das? Ja? Ja, die Frage, warte nochmal, die Frage von Ronald war gerade so, aus dem Off. Was ist, wenn du jetzt Argon in der Lunge hättest? Richtig, Argon? Kopf, dann ja. Und dann machst du einen Kopfstand. Das Problem ist, also wenn du ja noch nicht reanimiert bist, machst du keinen Kopfstand mehr. Ja, aber die Frage der Reanimation, wie funktioniert das? Geht das dann noch? Ist es dann zu spät? Oder, also man hat mir gesagt, also es gibt halt, wir hatten dazu auch ein Video gemacht mit einem aus so einer, die das Gas herstellen, die haben uns aufgeklärt. Und die haben gesagt, es gibt Räume, da gehst du rein, die sind komplett von Sauerstoff verdrängt mit irgendwelchen Gasen und dann ist es sofort vorbei und dann kannst du auch nichts mehr machen. So. Das hier, man darf jetzt keine Angst davor haben. Ne? Also du hast hier so viele freie Möglichkeiten, es kann überall hin. Du, weißt du, wie viel von diesen Flaschen du bräuchtest, um den Raum hier zu füllen? Ne? Das ist auch so eine Sache. Das ist anderthalb. Nein. Und wie gesagt, kommen wir zurück zum Druckminderer. Genau. So, der Aufbau, der erste, wird in der Regel auch als Manometer so gibt es halt, er zeigt ja an, wie viel Bar du noch hast. Und der zweite, den wir jetzt hier sehen, da kann es halt so eine Anzeige geben oder ein Flowmeter. Ein Röhrchen, was nach oben geht, ist eine Skala drauf, eine Kugel. Du machst auf und ihr drückt mit dem Gas die Kugel hoch und dann steht er auf irgendeiner Skala und dann kannst du halt präziser ablesen. Wenn ich jetzt spezielle Sachen schweiße mit Wick, was sehr präzise sein muss, Titan schweißen, wo ich auch formieren muss, wo ich innen ein Schutzgas reinfließen lassen muss, in das Rohr zum Beispiel und von außen, dann will ich das halt ziemlich genau einstellen und da würde ich schon mit einem Flowmeter arbeiten. Okay, also ein Flowmeter ist genauer, genau, aber nicht unbedingt notwendig für den genau. Standardhausgebrauch. Genau, auch fürs professionelle Schweißen brauchst du es jetzt auch nicht unbedingt, es ist einfach genauer, du kannst präziser sehen. Okay. Es ist auf jeden Fall cooler. Ne? Also wenn du einen Flowmeter hast, dann bist du halt der... Was ist drauf? Dann würde ich sagen... Flowmeter hier hin. Flowmeter hier drauf. Okay. Dann sind wir noch immer so ein bisschen vielleicht in den Basics. Also wir hatten eben angerissen, also wir können ja heute nicht in epischer Breite alles hier machen von A bis Z. Da auch nochmal der Hinweis. Igor, du hast ganz geile Videos. Tutorials, quasi. Tutorials, ja. Schweißen für Anfänger, Basics, genau. Sämtliche. Immer wieder Basics für Anfänger, das wollen Sie sehen, ist halt also. Ja. Ich hatte ja ursprünglich die Hoffnung oder die Erwartung, dass ich vielleicht heute auch mal schweißen lerne, aber ich sehe schon, ich muss vielleicht mal zu ihr rüberkommen oder so. Ja. Dann haben wir also Elektrode. So, genau. Elektrode ist im Prinzip auch das die billigste Möglichkeit. Ne? Die billigste Möglichkeit. Elektrodenschweißgerät kriegst du irgendwie. Für aus dem 30 Land der guten Hoffnung für 30 Euro. So ein Mini-Ding, ne, ja. Von AliExpress oder wo auch immer. Ja. Wo, aber früher gab es sowas nicht so mini. Wie kommt das, dass es auf einmal so klein sein kann? Ja, früher hat man halt diese großen Trafos gehabt, ne, mit sehr viel Kupfer. Das Coole dabei ist, diese alten Schweißgeräte, die schweißen ja auch saugeil, sehr richtig gut. Ja? Ja, ich habe jetzt vor kurzem einen Test gemacht, ein Schweißgerät von 1950. Ja, sieht aus wie so eine Heulbombe, die macht auch einen Sound, ja. Aber wenn das Ding loslegt und die schweißt so göttlich, das können manche aktuelle Inverter heute gar nicht, ne? Weil da sehr viel Kupfer ist, das macht es halt möglich. Woran liegt das? Dass die Transformierung, dass die Qualität der Spannung einfach sehr, sehr stabil und sehr viel Fund dahinter sitzt? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da müsste ich einen Fachmann jetzt genau dazu holen, der uns das ganz genau erklären kann, weil wie diese Technik da drin jetzt ganz genau funktioniert. Ne? Also ich merke halt als Schweißer, da ist Druck dahinter, Stabilität. Vielleicht kann man das auch so sagen, wie du gesagt hast. Das ist halt ein stabiler Prozess und du merkst, dass da Power dahinter ist. Ja? Jetzt der Unterschied von damals hat man halt diese großen Trafos gehabt. Ja, ist eine Spule, ein Trafo. Da hat man so Schaltstufen gehabt, da hast du was bewegt, da hat sich da drin was bewegt. Ja, wie gesagt, halt, dieses alte Ding, was wir zu Hause hatten, mit diesem riesen Rad, da hast du gedacht, du gehst irgendwie auf Tauchstation beim U-Boot. Und das hatte vielleicht nur 160 oder 200 Ampere, heute hast du hier drin 200 Ampere. Das ist jetzt Inverter-Technik, ja, keine Trafo-Technik mehr, da ist ein Inverter, das sind Bauteile, Leistungsteile, Platine, Steuerung. Und die macht das etwas anders. Das ist im Prinzip so ein bisschen so wie beim Verstärker, Röhrentechnik gegen Transistor. Kann man das auch Röhren und da waren die Beatles, haben irgendwie das ganze Stadion mit 100 Watt beschaltet. Ja. Und das war damals
Das Größte, was gab? Man hatte die Technik damals halt nicht. Ne? Wenn du dir die Elektronik-Leistungsteile von 1950 anschaust, ja. Heute ist alles viel kleiner, leistungsfähiger geworden. Das heißt aber nicht, dass die Inverter von heute anfälliger sind. Die sind auch bewährt und funktionieren sehr gut. Der Vorteil ist halt von Invertern, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, um den Lichtbogen zu verändern. Ja, du hast viel mehr. Hier schreibt gerade ein Zuschauer, da ist wieder die Schwarmintelligenz, dass die Masseträgheit das Ganze entsprechend stabil macht. Die Masseträgheit des ganzen Trafos und so. So, dann haben wir Schutzgasschweißen. Ja. So, und Schutzgasschweißen, nochmal wirklich ganz basic für die 30%, die noch nicht geschweißt haben und davon die 10%, die noch nie was davon gehört haben. Das wäre jetzt im Prinzip so eine, nennen wir das Pistole, Düse. Ja, ja, das ist das typische MAG, ja. Metallaktivgas. Ja. Ja, wir haben hier CO2, aktives Gas in Argon, Argon inaktiv, 18% aktives, deswegen heißt das MAG, Schutzgasschweißen. Also MAG heißt Metallaktivgas. Ja, genau, es gibt noch MIG. Ja. Metall inaktiv, inertes Gas. Ja. Reines Argon ist ein inaktives Gas, reagiert nicht. Ja. Aktives Gas reagiert, bringt noch mehr Power in den Prozess hinein. Und dann gibt es noch WIG-Schweißen, das heißt aber nichts mit WIG, verbunden. Wolfram-Inertgas-Schweißen. Das ist eine Wolfram-Elektrode, ja. Dazu kommen wir gleich, die nicht abschmilzt. Hier kommt ja die Elektrode raus, da liegt ja Masse drauf und die schmilzt ja ab in dein Schweißbad. Ja. Beim WIG-Schweißen hast du quasi einen Lichtbogen, welchen du kontrollierst. Der schmilzt aber nicht ab, du gibst den Zusatz von Hand dazu. Zeige ich dir gleich. Ja, okay. So, bleiben wir hier bei dieses typische Schutzgasschweißen. Ja, jeder Kfzler, jeder, der ein Auto repariert, am Wohnmobil. Halt Bleche, ne? Einfach Reparaturbleche, ja, irgendwo bei einem Oldtimer oder so. Schweißen, genau. Da wird das eben angeheftet. Genau. Ich muss auch gerade daran denken, wir haben mal ein Video gemacht, wo wir Werkstattwagen gegeneinander gezeigt haben, nämlich einen Stahlwille-Werkstattwagen bestückt, der dann irgendwo auch so, ich glaube, 1500 Euro lag und gegen einen China. Und hast du die Schweißen nicht angeguckt? Und das war der Hammer, weil ich meine, okay, you get what you pay for. Ne? Richtig. Wurde dann auch gesagt, ja, guck mal, aber das Ding kostet nur 500 Euro. Ja. Aber das Ding hatte schon, kam schon rostig aus der Verpackung. Okay. Und du hast wirklich gesehen, das war so halb geheftet. Und dann finde ich es krass, dass dann halt der Schweißdraht immer noch so dranhängt. Ja gut, das ist natürlich die... Also da ist, hat, ist da das hat einfach, die Leistung irgendwie, oder da war wirklich einer, der... Nee, aber dann würde ich ja denken, okay, jetzt hängt da der Schweißdraht dran, dann nehme ich mir... Eine Winkelschleifer. Oder eine Zange und knippst das ab, bevor das dann in den Verkauf geht. Ja, da muss man... Da ist halt Druck der Zeit dahinter. Heute ist es auch so, genau wie du gesagt hast, was du bereit bist zu zahlen. Ja, you get what you pay for, klar. Derselbe Schweißer kann dir in einer gewissen Zeit eine gewisse Qualität abliefern. Und wenn der Zeitdruck da ist, dann ist die Qualität nicht da, weil es einfach schneller gehen muss. Ja, ja. Ja, da musst du dich entscheiden. Und das Blech war natürlich auch viel dünner. Ja. Aber der eigentliche Sinn beim Schutzgasschweißen, verstehe ich das richtig, ist doch, dass wenn du zum Beispiel ein dünnes Blech schweißt und du würdest mich jetzt hier mit so einer Elektrode sehr gut. Hier ans Auto lassen, ich will, was weiß ich, am Kotflügel die Endspitzen neu machen, Reparaturblech, zack. Dann habe ich vorher so ein Loch. Ja, dann habe ich so ein Loch. Genau. So, und du hast ja dann wirklich ein dünnes Blech und das sorgt dafür, dass das quasi nicht verbrennt. Das Thema ist einfach, dieses Verfahren ist halt, verzeiht sehr vieles. Ja. Wenn ich als Anfänger jetzt anfangen würde, würde ich damit anfangen. Weil jeder kann das Ding in die Hand nehmen, jeder kann abdrücken, einen Punkt dahin. Das ist ja schon mal geil, du hast nämlich hier einen Knopf, du kannst da draufdrücken. Genau, hier kommt der Draht raus. Hast du schon mal das Gefühl, du hast schon mal einmal was gemacht. Ja. Und das Thema ist halt, wenn du die Maschine fein dosieren kannst und du hast einen sehr dünnen Draht, 0,6er Draht zum Beispiel, und du hast so Kfz-Bleche, die nur 0,7 mm stark sind und die tust du übereinander schweißen oder auf Stoß schweißen, dann ist es halt bei MAG-Schweißen, das kannst du einfach ausprobieren, wenn du kurz einen Punkt abgibst, das heißt nicht, dass du sofort durchbrennst. Mhm. Wenn du die Maschine richtig eingestellt hast, hast du viel Leistung eingestellt, klar brennst du durch, aber wenn du richtig eingestellt hast, kannst du schöne Punkte machen und die kannst du aneinander machen, dann kannst du schön alles zuschweißen. Sehr kontrolliert und verzeiht sehr vieles. Auch wenn die Bleche, sagen wir jetzt, nicht ganz sauber sind und man schnell mal ein bisschen auch über den Lack halt, ne, passiert. Das kannst du damit machen. Sehr gängiges, muss ich auch sagen, günstiges Verfahren für heute. Von heute überhaupt. Thema hat, viele haben Probleme mit dem Schutzgas. Ne? Weil da muss ich eine Gasflasche besorgen, muss ich das Gas tauschen. Aber ist es da nicht auch, also bekommst du nicht im Gegenwert dafür? Ja, viel sauberes Schweißverfahren. Das heißt, du hast zum Beispiel, gibt es das Fülldrahtschweißen, funktioniert ähnlich. Sag mal so,
Nochmal auf das Gerät. Also, ja. Wir haben Elektrode, wir haben Mic, Vic und Mac. Genau. Und Mic, Vic und Mac ist alles mit einem Schutzgas. Und das Vic ist aber der Lichtbogen und die Elektrode wird... Genau, aber auch mit einem Schutzgas. Auch noch mit einem Schutzgas. Auch noch mit einem Schutzgas. So, und was nimmt man jetzt für welches? Und was ist für Anfänger eigentlich so der Start? Und was kostet wie viel? Also, oder kann ich... Weil, okay. Okay. Wenn ich zum Beispiel hier den Kollegen umdrehe, das ja, ist ja, glaube ich... Den habe ich auch mal getestet. Ist okay, die Maschine? Genau, die haben wir übrigens auch... den haben wir verlinkt in der Beschreibung. Und wir haben uns auch noch was überlegt, dass wir noch einen raushauen für euch. Und ich hatte Igor gefragt, was denkst du denn, was Sinn macht für einen Anfänger, ohne dass es wirklich jetzt Klump ist oder Schrott? Und da hast du mir einen empfohlen und den habe ich euch verlinkt. Hashtag und so kommt später. Ja. Wir müssen hier auch ganz klar sagen, dass wir heute uns an die normalen Anwender richten, die ab und zu mal was schweißen wollen, die starten wollen, die probieren wollen und nicht Unmengen von Geld ausgeben können oder wollen. Ja? Dafür ist das Ding okay, meiner Meinung nach. Das ist was anderes, wenn du halt professionell... Ja, klar. Also dieser 250er, der liegt, glaube ich, schon so um 400, 450 Euro. Ja. Und hier steht ja MIG MMA Welder. Also was ist denn MMA? MMA ist... ich kenne nur LMAA. MMA ist Manual... Ich weiß nicht, das ist eine englische Bezeichnung für E-Handschweißen, für Elektrode-Schweißen. Okay. Stick Welding. Okay. Das ist MMA. Manuell, Metall, aktiv. Ich müsste mal genau gucken. Vielleicht wissen das die Zuschauer, müssten das... Und dann kam eben die Frage... Was ist hier von so Parkzeit zu halten? Wir hatten den hier schon länger in der Werkstatt, aber ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass Igor hier mal jetzt reinschneiden darf. Ja, ich bin erstaunt, muss ich... Wir haben uns dann gefragt, was kostet der Bursche hier? Weiß nicht, Ronald, hast du mal nach... Ich glaube, er kostet mehr. Also, ja. Wir haben ja zwei Valide drin, für einen für 190. Vielleicht gucken die Zuschauer mal, PMSG 200A1, vielleicht weiß es ja auch spontan jemand, was... Oh, der Brotkasten hier kostet. Gucken. Meinst du, wir können den aufmachen? Wahrscheinlich klar, nicht. Klar, wir können nicht. Wobei, wir könnten hier die Seiten durchgucken. Mich würde interessieren, ist das immer noch ein kleiner Trafo? Oder mach ist das schon ein Werter? Ja? Ja, klar. Dann kannst du mal sehen. Lila hat 5 Jahre Garantie. Du bist wie ein... Und dann sagen die, nee, hast du aufgemacht. Dann sage ich ja, Igor hat es aufgemacht. Ja, da ist 10 das Video. Jahre Garantie. Also, man müsste jetzt halt reingucken. Was mich jetzt an dem Ding ein bisschen verblüfft hat, dass... Er ja hier, da war eine Aluminiumspule bei. Ja. Ne, Aluminium war dabei. Ja. Also. Genau, also alles. Genau. Auch hier das schöne Schweißschirm war, glaube ich, dabei. Ne? Ja, das ist der Oberhammer, ne? Parkzeit ist halt verführerisch, ne? Da denkst du nicht nach. Preis ist egal. Wupp. Quasi, weil es halt immer so günstig ist. Aber, ja. Sag mal, gibt's wohl Leute? Frage ich mich gerade, wo ich jetzt sowas sehe, das würde ich eigentlich direkt wahrscheinlich wegschmeißen. Das, aber gibt es, hast du schon mal von Leuten gehört, die sich so ein Ding kaufen und gar nicht schnallen, dass sie da geblitzt werden und einfach so schweißen? Hast du schon mal von ja, gehört? Was du halt sehr oft siehst, in, sag mal, in etwas ärmeren Regionen, vielleicht nicht in Deutschland, dass dort auch Schutzgas geschweißt wird, aber da wird gar nichts verwendet. Das heißt, der Schweißer geht hin, setzt den Brenner an und guckt weg oder macht die Augen zu. Oder das Beste ist, er hat einen Pappkarton und hat, ja, in der Not muss er, ein Pappkarton und hat ein dunkles Glas drin, um zu sehen, dass er schweißt. Ne? Aber viele machen den hier. Ne? Im Kfz-Bereich hat keiner einen Helm an. Die machen so und dann so. Das Thema ist, mit der Zeit kriegt die Haut einen doch ab. Okay, du machst immer wieder kleine Punkte, aber du sollst halt eine vernünftige Schutzkleidung immer anziehen. Auch wenn hast du dich schon mal verbrannt? Also ja. Auge oder Haut oder so? Ja, das typische Zeichen, wenn du dich verblitzt hast, wenn der Helm oder irgendetwas war zu hell eingestellt und du raffst es nicht, weil du es nicht kennst, du hast am Abend Sand in den Augen. Ja. Rote und dann, wenn du die Augen zumachst, also das ist ein erstes Zeichen, dass, und wenn es heftig war, dass du vielleicht Sehprobleme hast, dann würdest du sogar zum Arzt gehen. Ja? Aber sowas ist dann noch reversibel, oder? Es kommt drauf an, also ich glaube, kein normaler Mensch guckt jetzt minutenlang in den Lichtbogen. Das kann er nicht. Ist ja noch heller als die Sonne teilweise. Ne? Das heißt, der wird da schon weggucken.
wenn man jetzt einmal reingeguckt hat, okay, du hast halt dieses, wie sagt man, wenn du zum Beispiel so einen Lichtblitz gesehen hast und dann siehst du in dem Moment an der Stelle nichts. Diesen Fleck oder, weißt du, wenn du die Augen zumachst, dann siehst du das, weißt du, was ich meine? Ein Kater oder was? Ja, auf jeden Fall, es geht vorbei, ja. Aber das Thema ist einfach, man darf nicht da hineinschauen, ungesichert, ja. Hier, Kollege Dudefish schreibt, kostet 218 Euro, aber ist momentan nicht verfügbar. Genau. Und das ist ja auch immer das, was ich sage. Ich denke so für um die 200 Brocken. Ihr habt mir ja selber oft schon geschrieben, dass ihr sowas habt und damit echt ganz zufrieden seid. Aber dann willst du und kannst du nicht. Ne? Was mich jetzt so fasziniert in der Preisklasse, okay, du siehst natürlich sofort, der Preis muss ja irgendwo herkommen. Die haben eine Aluminiumspule beigelegt. Ja. Wenn du vernünftig Aluminium schweißen willst, ja, du brauchst einen Vierrollendrahtvorschub. Du brauchst eine Seele im Schlauchpaket und du brauchst eine Technik, dass die Maschine das auch umsetzen kann. Ja. Eine gewisse, damit du es vernünftig schweißen kannst, am besten eine Pulsmaschine, die den Strom auch noch pulst, ein ständiger Wechsel in einer bestimmten Frequenz, dass du es vernünftig aufschweißen kannst. Ja, weil wenn die das nicht tut, legst du permanent nur so Bröckchen dahin. Du schmilzt den Grundwerkstoff nicht richtig auf. Du brauchst halt ein sehr viel Leistung. Du brauchst quasi so deine Amplitude zwischen zu viel und zu wenig. Ja, es ist eine Frequenz, eine gewisse Frequenz, die mit dem Inverter, zum Beispiel mit der Picomic, das erreichen. Die kann das zum Beispiel. Kostet natürlich auch was ganz anderes. Ne? Kommen wir gleich nochmal zu. Ja, das Thema ist, also ich will nicht bezweifeln, ich würde gerne das Ganze mal ausprobieren. Wenn du mit dir mal ausleihst, ich will wissen, ob die Alu schweißt. Ja? Also wenn die Alu schweißt, ja, fress ich einen Besen. Also aus Alu. Aus Alu. Also, war ja, das klar, nimm mit. Also müssen wir ein Video zu machen. Ja klar. Experiment am Sonntag. Dann schalte sie mich nochmal live zu. Ich darf mal gucken. Ich sag dir dann. Ja, bei Parkside ist das halt immer so. Ich habe mir ja auch einen Winkelschleifer, ich habe mir Akkuschrauber auch geholt. Auch für zu Hause. Das Thema ist, wie oft willst du das einsetzen und was erwartest du? Bist du professionelle Tools gewohnt? Ja, dann merkst du sofort in der Hand den Unterschied. Ja. Aber wenn du nichts anderes hast, dann ist das so. Genau. Also wir hatten auch mal, ich weiß nicht, ob das in einem Livestream war oder in einem anderen, da haben wir mit verschiedenen Winkelschleifern auch gearbeitet. Ich glaube, das war auch live. Da haben wir richtig geaßt hier. Ja. Und ja, da hatten wir auch Parkside, da hatten wir Einhell. Und klar, die machen auch den Job, aber wenn du vorher mit was Ordentlichem gearbeitet hast, dann denkst du, boah. Ja, ja. Aber, ne, da auch nochmal der Verweis auf unseren Shop. Da kannst du nämlich auch das T-Shirt gönnen, du weißt jetzt, was gut ist. Wenn du weißt, was gut ist und wenn du weißt, was günstig ist, denn heute gibt es für euch, weil heute so ein schöner Tag ist mit hohen Temperaturen, 15% Rabatt für die Dauer dieses Livestreams bis 23.30 Uhr. Ne? Auf alles. Also nicht nur auf die T-Shirts, auch auf die Zollstöcke oder Akkuschrauberquartett. Igor, wir sollten vielleicht ein Schweißgerätequartett machen. Kennst du unser Akkuschrauberquartett? Ich komme. Nein. Das kennst du nicht. Zufällig habe ich gerade eins da. Ich muss die Flasche sichern, weil wenn so eine Flasche fällt, dann ist Feierabend. Ja, ich hörte davon. Ich weiß ja noch, dass man irgendwie vorsichtig sein soll bei Sauerstoff und so, dass man irgendwie mit Fettlappen da rum macht. Da gibt es Druckminderer, die habe ich mal gesehen, die explodieren. Weil das Thema ist, wenn du 200 oder 300 Bar schlagartig aufmachst, musst du überlegen, da kommen 300 Bar an, was für eine Wärme da ist. Ja. Und da reicht es schon, wenn ein Insekt in den Eingang fliegt und dort bleibt, du machst den Druckminderer oben drauf, du machst volle Granate auf, da kann schon eine Feuerquelle entstehen. Da gibt es dieses Gefahrendreieck, Branddreieck. Ich habe das schon mal gesehen. Da, du hast doch auch so eine Rückflammsicherung in einem Schweißbrenner. Bei den Acetylen-Sauerstoffgeschichten, genau. Da hast du diese Explosionsschutzsicherungen. Genau. Dass die Flamme nicht zurückschlagen kann. Genau. Und macht die zu. Und da habe ich, glaube ich, auch mal gesehen, dass irgendeiner das Ding irgendwie nicht mehr in Ordnung hatte und dann hat das ziemlich geknallt. Ja, deswegen meine Empfehlung bei Autogensachen, dazu kommt noch ein Video bei uns, du musst die Sachen regelmäßig warten. Wenn die Schläuche porös sind oder das stimmt alles nicht, du arbeitest damit mit Gasen, das kann alles in die Luft gehen. Genau. Quartett. Akkuschrauberquartett. Okay. Ich wüsste natürlich jetzt nicht, was man da mit Schweißgeräten. Also wir haben zum Beispiel Drehmoment bei den Akkuschraubern. Ne? Ja. Was wäre dann so das Drehmoment bei einem Schweißgerät? Wie dick
du dann schweißen kannst? Welche Bleche? Blechstärken? Ja, beim Schweißen ist es so, du kannst theoretisch auch mit, sagen wir mal, 140 Ampere, was jedes kleine Inverter-Schweißgerät liefern würde, auch solche Bleche schweißen. Weißt du warum? Weil du ja quasi eine Wurzellage schweißt. Ja, du schweißt eine Raupe. Ja. Und dann machst du noch eine Raupe drauf. Und noch eine. Und du baust dir quasi Raupe für Raupe. Kannst du dir dein Amaß aufbauen. Man braucht ja ein gewisses Amaß. Gibt es eine Regel, eine Formel für. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Brücke baue und davon hängen Menschenleben ab, da gibt es eine Schweißanweisung, wo da drin steht, du benutzt den und den Werkstoff, die und die Schweißnahtvorbereitung, das heißt, das muss hier sauber sein, metallisch blank sauber sein, hier muss eine Phase drin und da kommt so ein T-Stoß, ja, und dann steht in der Anweisung, dein Amaß beträgt 5 mm bei einer bestimmten Materialstärke. Das heißt, du hast so eine Leere, das kannst du messen, hier ist wie so ein kleines Dreieck, ja, was du hier geschweißt hast und das kannst du messen. Und wenn du nicht die Leistung hast und hast nur so ein kleines Schweißgerät, du musst aber ein großes Amaß aufbauen. Machst du einfach mehrere Lagen. Mehrere Lagen, ja. Und genau. Das bleibt dann trotzdem stabil? Also, dass ich lade. Wenn du das richtig machst, bleibt es stabil. Weil es ist ja so ein bisschen, wenn du jetzt mehrere Lackschichten machst und dann ist das nicht vorher genug abgetrocknet oder so oder zu viel. Ja, wenn du beim Schweißen das aber alles richtig machst, dass du quasi immer die Fläche, die du wiederum aufträgst, auch mit dem anderen verschmelzt. Und wenn du die Aufgabe ordentlich ausführst, mit der Temperatur guckst, wobei bei so einem kleinen Gerät sollte ich das Problem, dann geht das. Das heißt, du kannst morgen, mit kleinen Dingern eine Brücke schweißen. Das heißt, wenn morgen der Auftrag kommt, hier Golden Gate Bridge mal bitte revidieren. Ja, dann brauchst du aber 10 Leben. Ne? Und 20 Bucks. Das ist ja aber auch wiederum krass, wenn man mal jetzt Golden Gate Bridge und so, die Skyscraper, die wurden gemietet, ne? Da wurde noch nicht geschweißt. Ich glaube, wahrscheinlich auch, weil die Schweißtechnik noch nicht so... Ja. Oder man hat es vielleicht nicht nach oben bekommen oder keine Ahnung, oder war so groß. Ja. Aber heute haben wir Parkside für einen schmalen Euro. Ja, wirklich. Und die Frage ist jetzt, wem würden Sie so ein Gerät empfehlen? Also, oder würdest du sagen... Du meinst mich? Genau. Also, okay, ich mach Spaß. Also, oder würdest du sagen, nee, komm, Kinders, Finger von den Dingers... Nein, wie gesagt, es ist halt, das kann ich ja persönlich auch nachvollziehen. Wenn ich jetzt mit Holz anfangen würde zu arbeiten, ich hole mir doch jetzt keine Werkzeuge von Festool und das ist ja. Ich will ja reinschnuppern, ich will ja gucken, wo es da kann. Aber ich sage ja immer, wenn du beispielsweise, was ist denn besonders schönes Exemplar? Das hier. Nein, ich meine jetzt so ein Akkuschrauber oder so. Ja. Hört sie an wie ein Schnupfen, Hitschika. Ja, du hast kein Ökosystem. Ich weiß, okay, irgendwie wird es funktionieren. Ob es lange funktioniert, da gibt es... Das weißt du nicht, ja. Das weißt du nicht. Hier merke ich schon, du hast irgendwie auch wieder so eine Naht, das liegt, das tut weh, das macht einfach... Nee, du willst sowas nicht haben. Dann sage ich, okay, dann leg ich dort 30 Euro mehr hin, kaufst du zumindest schon mal ein Markengerät. So. Aber du würdest sagen, hier sind wir in einem Bereich, wo wir nicht sofort Schmerz empfinden. Wie gesagt, ich würde jetzt dem Anfänger, der jetzt mit dem Schweißen beginnen will, würde ich das Max-Schweißen auf jeden Fall empfehlen, mit Schutzgas. Ja. Füllrad funktioniert auch sehr gut, aber Füllrad ist halt wie mit Elektrode, es ist sehr schmutzig, Rauch, du musst viel nachbearbeiten, also das viel ist, schleifen. Also das ist Schutzgas oder Füllrad? Meistens können die beides, Füllrad und Schutzgas. Schutzgas ist die höhere Option, die und höhere Liga. Füllrad heißt was? Füllrad heißt... Du hast quasi auch eine Drahtspule, ja. Die ist aber genauso aufgebaut wie eine Elektrode, nur umgekehrt. Du hast einen Röhrchendraht. Mhm. Das heißt, du hast ein feines Röhrchen und da drin ist das Pulver. Hier ist es außen, hier ist es drin. Prinzip ist das gleiche. Du schweißt auch schleppend, hast einen gewissen Abstand. Rauch entsteht, schützt das Schweißbad und dann schweißt du. Funktioniert auch gut, aber ist halt dreckig. Und wird aber auch hier nachgefördert quasi. Du hast der kommt vom genauso Handling daraus. Ist es so, du drückst hier auf den Knopf und dann brutzelt was. Genau. Und das typische Füllradschweißen. Und dieses Phänomen, was ich da beschrieben habe als Anfänger, so tsch, und das klebt, ist hier dann genauso oder ist es dann einfacher? Nee, hier nicht, weil du das Schweißgerät, es regelt ja auch irgendwo. Das heißt, wenn du drückst auf den Knopf, der Draht kommt, da ist ja wie gesagt Stromspannung drauf, dann entsteht ein Kurzschluss. Das Schweißen ist ja ein permanenter Kurzschluss. Da entsteht ein Kurzschluss, das heißt, er berührt, schmilzt zurück. Da bildet sich so ein flüssiger Tropfen, wenn du da genau reinguckst. Ja, das passiert halt sehr schnell. Der flüssige Tropfen bildet sich, geht zurück. Draht schiebt aber wieder nach vorne. Das heißt, er kommt wieder in Schweißbad. Wieder ein Kurzschluss, es explodiert, deswegen spritzt es. Ja. Aber es geht da über. Ja? Du bleibst eigentlich damit nicht kleben. Das heißt, wenn du damit kleben bleibst, dann hast du irgendwas falsch eingestellt.
Okay. Also jetzt nochmal kurz zurück. Also wenn du von der Arbeit quasi nach Hause kommst, sagst, Schatz, ich habe eine Kurzschlussreaktion gehabt. Was war los? Ja, ich bin Schweißer. Sehr viele Kurzschlüsse. Das Leben eines Schweißers ist ein permanenter Kurzschluss. Permanenter Kurzschluss, ne? Permanenter Lichtbogen. Ja. Ja. In diesem Moment möchte ich dir mal kurz ein paar frisch gepflückte Erdbeeren anbieten. Dankeschön. Die habe ich schon probiert. Ja. Möchtet ihr auch welche? Ich habe schon. Heute gepflückt. Ne? Und damit ein kurzer Gruß an unseren Werbepartner, denn wir haben hier auch gefriergetrocknete Erdbeeren und die sind von Coro und unter Coro Drogerie bekommt ihr auch, ja, was bekommt man da? So Superfoods, Snacks, die wir gerne suchten. Ich hätte gerne auch heute Schokolade gehabt, aber war zu warm. Und snackst du auch so? Oh ja, sehr gerne. Und was sind deine Lieblingssnacks? Schokolade. Schoko? Eis. Ich versuche mich zu bändigen, aber das klappt einfach nicht. Ich könnte Schokolade einfach nur... Also die Kollegen haben so Großpackungen, ein paar richtig fiese Dinge. Und ich bekomme tatsächlich auch über Insta Feedback, dass die Leute sagen, ey, ich habe da bestellt, mega, zweite Bestellung. Finde ich dann immer ganz lustig, weil ich mir auch gedacht habe, okay, wenn wir jetzt einen Werbepartner haben für Snacks, aber es ist ja tatsächlich so. Ne? Stell das Ding bei uns hier in die Küche, im Büro. Das ist nicht lange voll. Und mit dem Rabattcode BAU24 bekommt ihr sagenhafte 5% und die Adresse ist in der Beschreibung, ne? Nils? Ja. Gut, besser ein Eimer davon essen als ein Eimer Schokolade, ne? Das auf jeden Fall. Ja, die haben wirklich so Großpackungen. Die haben zum Beispiel Cashews mit Zimt und Honig. Oh ja. Sehr geil. Ja, sehr geil, ja. Kenn und ich. Die haben so Erdnüsse mit so einem Karamell, ne? Also die sind... Hol mal. Ja. Mhm. Und sowas kannst du ganz gut ins Müsli tun. Es gibt da ein paar verrückte Sachen. Zum Beispiel diese Flips aus Erbsen. Ja. Ist interessant. Muss man mögen. Genau. Ja. So, wir haben jetzt übrigens, das freut mich, jetzt muss ich die Erdbeerblätter hier, ich habe ganz rote Finger, nee, ich habe mich nicht verletzt, hier ist Erdbeeren. 1158 Zuschauer, so langsam kommen die Zuschauer rein. Und Anonym hat bei Coco noch nichts gefunden, was ihm schmeckt. Hab schon diverse Sachen probiert. Also ich glaube, ich fände es gut, wenn die vielleicht ein Probierpaket mal machen oder so. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, weil die halt so viel Kram haben. Ne? Stream unter der Dusche, moin. Ja, Dusche wäre jetzt geil. Boah, ihr Fiesen, rück rüber die Schüssel. Nils, gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir jetzt im Eifer unseres Redegefechts übersehen haben? Ja, Schweißtechnik ist halt... Keine notiert, keine bestimmte. Also kein Paid-Content oder so. Nicht, dass jetzt jemand da gespendet hat. Boah, guck mal, das ist aber ein Kavenzmann hier. Ja. War mir klar, dass du mir das nicht anbietest. Ja, okay. Entschuldigung. So funktioniert es. Nee, ich nehme jetzt das hier. Das ist besser. Die. Hier, anonym. Also hast du die Dinger probiert? Weiß nicht, wem die nicht schmecken. Es sei denn, du stehst überhaupt nicht auf Süßes, ne? Das ist eher mein Kaliber, ne? Die sind die Macht, ne? Ja, Wahnsinn. Und du kriegst halt so eine Großpackung, also das ist... Man muss einfach kombinieren, Erdbeeren damit, dann ist das nur halb so schlimm. Anonym schreibt, Probierpaket wäre super, ist immer schwer, sich durch das Kilo durchzufordern. Kollege, wir helfen dir. Ronald, wie hast du eigentlich deine Bierkur verkraftet? Mit der Bierpumpe. Ich habe die halbe Nachtschicht noch zu leiden, aber sonst... ja, aber ein bisschen viel Luft am Bauch, würde ich sagen, ne? Es kommt der Moment, da will der Schweißer schweißen. Was haben wir denn noch so ein paar Themen? Dann, genau, kam eben die Frage auf. Ich lege diesen professionellen Schweißschild mal weg. Was ist jetzt so von den Marken? Ich denke mal, sowas wird ja auch aus Fernost kommen. Dann werden wir oft gefragt, wie sieht es aus mit Stahlwerk? Ja. Sehr stark vertreten in Deutschland. Ja. Ich habe den Eindruck, die geben gutes Geld für Marketing aus. Haben immer so schöne Clips mit der Stimme von Bruce Willis, wo sie sich ganz gut inszenieren. Also deren Marketingabteilung ist schon brutal, ja. Aber macht für mich den Eindruck, als wenn jeder Profi, jede Industrie mit Stahlwerk arbeiten würde. Aber wie würdest du die einordnen so technisch? Also ich sag mal so, egal in welche Werkstatt ich komme,
wenn es mit Schweiß zu tun hat, du siehst immer irgendwo ein Stahlwerkschweißgerät. Das heißt, jeder fängt irgendwo mit einem Stahlwerkschweißgerät an. Sind die günstig? Ja, also ich sag mal so, die sind, ich würde sagen, die versuchen jetzt, also die sind schon teilweise etwas hochwertiger, ja. Es gibt halt, die sind halt aber schon individuell, du kannst keine vergleichbaren bekommen. Das ist das Nächste. Zum Beispiel hier das Gehäuse, das habe ich schon in unterschiedlichen Herstellern gesehen, ja. Du kennst es ja von Chinesen, die haben meistens irgendetwas, das kriegst du gleich woanders, ne. Bei denen ist es wirklich so, dass die sehr viel eigene Produkte haben. Was ist das jetzt? EPO? Das ist jetzt NTF. Ich glaube, das ist jetzt, das hier steht NTF. Aber ich glaube, jetzt heißt es EPO Tools, wenn ich mich nicht irre. Genau, meine ich. Ja, weil das ist ziemlich ähnlich aufgebaut. Und also kommt aus China, ist auch irgendwie ein Distributor. Ja. Kauft eine Charge oder hat vielleicht nochmal ein bisschen Mitspracherecht über das Label. Also Stahlwerk ist schon sehr stark. Und was ich cool finde, die haben halt diesen YouTube-Kanal gemacht und der Rico, der da ist, der macht das schon interessant. Ja? Also quasi mal was anderes. Ja? Wo man jetzt die Geräte einordnet, muss man selbst entscheiden. Ja? Was die Funktion, die sie haben, die liefern sie auch. Stahlwerk geht auch hin und sagt, 7 Jahre Garantie, das muss er erstmal bringen. Ne? Wie gesagt, die Erfahrung muss man dann halt selber sammeln. Ne? Ich habe selber keine Stahlwerkgeräte bei mir. Ich habe schon mal mit dem Stahlwerkschweißgerät geschweißt. Das hat geschweißt. Einfach muss man selber ausprobieren. Hier schreibt einer, dessen Namen ich nicht entziffern kann. Namen, bin selber Schweißer, Vic, Mag E und Fan dieses Kanals. Ja, danke. Frage, benutzt Stahlwerk EWM-Technik? Nein, das definitiv nicht. EWM ist was? EWM ist Elektrowerk Mündersbach, hat sehr lange Geschichte. Das ist das, was da steht. Ja. Ist das Made in China? Nein, 100% Deutschland. Ja, das wäre was für unser Made in Germany Special. Ja. Gut, ist auch ein Preisunterschied, ne? Ja, klar. Das ist auch ein Preisunterschied. Auch Funktionen, ja. Aber es gibt ja Leute, die wollen eben auch, ne? Siehe hier so eine Tischbohrmaschine. Ja. Flott. Was muss man investieren für so eine? Für die würde ich mal so sagen, ab 3,5. Dann ist natürlich auch noch so Sachen, hier so ein Maschinenschraubstock. Ja, schon dabei, ne? Nee, der ist nicht dabei. Ah, der ist nicht dabei. Also so ein Maschinenschraubstock, da bist du auch nochmal um die 1000 Euro. Sowas brauche ich. Mhm. Du hörst, glaube ich, alleine schon, wie sie dreht, ne? Ja. Die bootet jetzt erstmal gerade so. Und jetzt hast du hier 40 Umdrehungen. Das heißt, die läuft jetzt. Aber guck mal, wie ruhig, ne? Wie die gelagert ist. Ja. Weil ich habe mir jetzt. Wahnsinn. Jetzt siehst du halt hier die Drehzahl. Und wenn du von der Seite guckst, der bewegt sich kein Millimeter irgendwo hin. Ich habe mir so eine günstige für 120 Euro Standbohrmaschine Baumarkt geholt. Mhm. So eine blaue. Mhm. Ich weiß nicht, welche Marke ist das? Scheppach oder wie heißen die da? Könnte Scheppach sein. Einhell wäre wahrscheinlich rot, oder? Gibt es nicht auch blaue Einhell? Oder Einhell? Gibt's auch, ne? Das hat schon gebohrt, aber genau. Das hat einen Krach gemacht, ne? Ja, gut, aber... Das ist natürlich was ganz anderes, ne? Aber das sehen wir wieder. Du musst Geld ausgeben für... und das ist nicht einfach Marketing dahinter, das ist ja wirklich die Technik dahinter. Welche? Die hier? Ja, das ist auch ein Hersteller für Drehmaschinen, habe ich gestern gegoogelt. Ja? Ein ziemlich großer. Genau, wir haben hier beim Aufräumen haben wir hier eine... Wie heißt die? Die ist auf jeden Fall eingestöpselt. Die läuft auch. Die macht aber Krach, ne? Ja, die ist. Ja, gut. Klingt maschinig, bitte. Ja. Aber jetzt kommt die nochmal mit dem Nachbrenner. Du hast auch so ein Faible für alte Sachen, ne? Ja. So alte Maschinen, so ein altes English Wheel oder sowas, ja? Ich suche gerade einen Oldtimer. Hm. Also. Schön. Schön. So einen alten 116er Mercedes. Mhm. Kennst du alte S-Klasse? Ja. 70er Jahre. Mit dem chromen Doppelstoßstangen. Ja, ja. Als 450er. Und dann lang. Und dann noch eine coole Farbe. So, aber dann alles original, ne? Ja, klar. Ja, nicht tief verbreitet. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen.
Selbst bei denen ist schon AMG-Spoiler oder sowas. Was es damals schon gab, ist schon in der Sammlerszene grenzwertig. Ne? Okay. Ja. Gut. Made in Germany. Ja. Was kann das dann, was das nicht kann? Ja, ich meine, man muss jetzt einfach... Hol doch mal her, das Moped. Ja. Müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Warte mal. Muss mal nicht durcheinander. Vielleicht wollen wir ja gleich mal kurz beraten. Oh, das riecht wieder gut, ey. Alter Vater. Das ist unfassbar, ne? Also das wäre zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein hochwertiges Gerät hättest und da hättest du hier eine Qualitätskontrolle. Das würde keiner durchgehen lassen. Warum nicht? So ein Geruch? Ach so, der Geruch. Wenn er ein Qualitätshersteller, du machst die Kiste auf. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Für einen deutschen Hersteller geht das nicht. Ja. Du kannst auch nicht so einen Werkstoff. Also der... Ronald, kannst du mal? Ja. Also die willst du wegtun. Ich wollte ganz kurz den Inhalt zeigen. Damit Ach so. Dann versteht man, was Sache ist. Ne? So sieht das Innenleben eines der günstigen Version. Ja. Was siehst du in der Regel? Guck mal, hier ist alles relativ offen, sehr simpel gehalten. Du hast hier einen Einrollendrahtvorschub. Eine Rolle dreht sich und eine drückt drauf. Das ist ein Einrollendrahtvorschub. Ja. Du hast hier eine kleine Aufnahme und dann machst du hier so Kindergartenspulen drauf. Damit hast du nicht lang viel geschweißt, hast ein paar Punkte gesetzt am Gartenzaun. Aber das tut es auch. Ja? Ja. So. Aber wird auch ein bisschen größer gehen. Ne? Kannst du auch ein bisschen größer machen. Ja, klar. So. Und jetzt haben wir das Innere gesehen. Kostet natürlich auch was anderes. Und dann holst du hier so ein Industriewerkzeug. Ist halt wirklich schon sehr... Also ich habe keine Ahnung, ne? Ja, aber ich mag das jetzt auch, ich will deine Reaktion sehen. Ich will gerade meine Reaktion mal oder meine Gefühle mal mit dir teilen, okay, die ich jetzt schon habe. Erstmal, hier der Anschluss. Das ist schon mal... Das ist so vorgesehen, dass du es hinterher ziehen kannst. Nee, aber erstmal die ganze Qualität hier. Das ist ja schon mal was ganz anderes als da vorne. Dann habe ich hier so einen schönen Strukturlack, also eine Strukturoberfläche. Gepulvert? Ist das gepulvert? Ja. Das ist gepulvert. Ich habe hier ein Sichtfenster, offensichtlich hier, um den Bollenstand oder irgendwie was zu checken. Ja. Dann habe ich hier diese Stoßkanten. Das ist dafür gut. Dann kannst du hinschmeißen und hinterher ziehen. Dann habe ich hier eine schöne Verschraubung. Weißt du, wie lange es das schon so gibt? Nee. Über 10 Jahre. In der Form. Das ist nicht von heute auf morgen. Dann hier rollen. Ja, aber nur hier, weil wie gesagt, am Schlauchpaket kannst du ziehen. Ja. Aber viel schärfer wird es sein. So, den kannst du jetzt einfach hier aufmachen. Ja. Okay. Die Scharniere. Ja. Ist das Selbsthemd? Nee. Ach, der... Ach, krass. Und du kannst nur ganz hoch machen. Okay. Wie? Okay, so. Ach, cool. Also zwei... Wenn Steps. Du so einen kurzen Bauwagen hast. Ja. So, dann ist hier eine Tabelle mit Kennlinien. Kennlinien und Verschleißteile. Genau. Und da habe ich jetzt aber auch nur eine Rolle, oder? Nein, du hast einen 4-Rollen-Drahtvorschub. Wo habe ich denn 4 Rollen? Wir haben jetzt Stahldraht drin. Ja. Da sind die normalen Rollen drin. Ja. Ja. Hier. Du hast aber, wenn du jetzt zum Beispiel Aluminium schweißt, hast du hier oben auch so ein Zahnrad. Ja. Und da wird quasi über einen Motor, siehst du, diese Rolle wird angetrieben, diese wird angetrieben. Ja. Die wird angetrieben. Das heißt, alle ziehen gleichzeitig. Alle drehen sich gleich. Das heißt, ein 1, 2, 3, 4 Rollendrahtvorschub. Ich habe das, glaube ich, gerade falsch gecheckt. Du hast gesagt 4 Rollen. Ich dachte, es geht um diese Rollen, wo der Draht drauf ist. Nein, aber das ist immer eine Rolle. Das ist immer eine Rolle, klar. Ja, ja, ja. Und warum brauchst du jetzt hier 4 Rollen? Das sorgt einfach dafür, dass die Drahtförderung besser ist. Wenn du so ein längeres Schlauchpaket hast, dass du keine Unterbrechung im Prozess hast. Bei einer Rolle schafft er es ja schon eher mal durchzurutschen oder hängen zu bleiben. Wenn du aber einen Quattro-Antrieb hast, dann bist du besser durch, ne? Und das macht zum Beispiel ein Industriegerät aus. Wenn du dir so ein professionelles Gerät holst in einer Werkstatt, du gehst in eine Werkstatt rein, wenn das jetzt kein unbedingt sehr altes Gerät ist, dann haben die meistens einen 4-Rollen-Drahtvorschub. Wenn du jetzt, stell mir jetzt vor, du hast ein teures Werkstück. Ja.
dann könnten wir sagen, wir haben schön zwei Aluprofil oder so, das kannst du hier mit Puls ja, machen. Ja, so. Mit Pulsen. Und du fängst jetzt an zu schweißen und dann hast du die perfekte Schweißnaht und dann hast du ein blödes Werkzeug, weil es ist ja immer die Frage, bin ich so gut, dass das Werkzeug mich eingrenzt? Ne? Viele sagen ja, ich brauche das beste Werkzeug, aber die eigene Fähigkeit ist noch gar nicht. Und wenn du jetzt so einen Fall hättest und auf einmal wird dieser Vorschub stocken, dann wäre die Naht nicht mehr gleichmäßig. Oder wie wäre das dann im Ergebnis? Ja, wenn der Drahtvorschub halt nicht ideal funktioniert, dann kann es so sein, dass zum Beispiel dein Prozess läuft. Da ist ein bestimmter Abstand, Lichtbogenabstand. Du schweißt und der Draht muss kontinuierlich in einer bestimmten Geschwindigkeit gefördert werden. Immer gleichmäßig rein, dass dieser Prozess ungestört läuft. Also, wenn du jetzt Unterbrechungen da drin hast, kann aber auch sein, dass dein Schlauchpaket nicht in Ordnung ist, dass du einen Knick da drin hast, dass der Draht nicht ordentlich durchrutscht, er stottert irgendwo und kommt nicht in derselben Geschwindigkeit an im Schweißband, dann hast du diese Unterbrechungen. Dann läuft der Prozess nicht rund. Das ist schon klar, aber was... Wie sieht das an der Schweißnaht aus? Also, ja, da hast du Einschlüsse oder da fehlt auf einmal Material. Also, das ist ja das, was ich sage. Aber das kann ein Schweißer kompensieren. Ein guter Schweißer, der sehr gut schweißen kann und der Erfahrung hat, der würde dir auch mit so einem Schweißgerät sehr schöne Schweißnähte schweißen, weil er genau wissen würde, was er zu tun hat. Das hier ist halt, das macht das Ganze etwas schneller und einfacher. Hiermit müsste ich mich vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen, um die gleiche Qualität rauszubekommen, wenn ich es schaffe. Aber das ist hier halt so eine Hilfe, zum Beispiel für dich. Du willst jetzt Stahl schweißen, hast überhaupt keinen Plan. Du weißt gar nicht, was ist ein Drahtvorschub? Warum muss der Drahtvorschub? Was ist ein Drahtvorschub? Warum muss der Drahtvorschub in einer bestimmten Geschwindigkeit ankommen, parallel zu meiner Ampere oder zu meiner Volt? Das ist tatsächlich, kommen wir gleich nochmal drauf zu, weil man hat ja viele Möglichkeiten, was einzustellen. Ja. Ich habe mir das Ding mal angeguckt. Ich glaube tatsächlich, wir haben doch mal was geschweißt, aber ich weiß nicht mehr was. Und ich hatte keinen Plan. Ich dachte, scheiße, was muss ich da einstellen? Ich habe irgendwas versucht, irgendwann ging es gar nicht, dann war zu viel. Das war eine typische Trafomaschine, da hast du so eine Schaltstufe gehabt. Klack, klack, klack. Und dann hast du den Das war das. Ach, das war das. Das war schon das. Aha. Genau, und ich weiß auch wieder, ich habe für ein Carport Aufnahmen für die Balken. Vielleicht musste ich ändern. Lass uns mal kurz drauf gucken. Der Punkt ist einfach, dass du hier die Parameter selbst noch vornehmen musst. Ja? Hier schreibt jemand, habe auf EWM gelernt, super Geräte, schon damals 2005 in der Industrie ist EWM und merke zu Hause gut, sehr gut. Und Pulsen kostet dann noch einmal 1500 extra Wasserkühlung. Natürlich auch. Ja. Nach oben alles offen, ne? Hier, Herr Igor, Sie bekommen Komplimente. Hm. Endlich was für Metaller. Igor ist Kult. Grüße aus dem Westerwald. Grüße zurück. Grüße zurück. Mundvoll. Zurück. Da kommt der. Aber ich habe tatsächlich, so wenn ich spät nach Hause komme oder so und noch nicht pennen kann, dann habe ich mir dann und wann schon mal den Chatverlauf wieder durchlegen. Weil wir kommen ja jetzt gar nicht dazu, den Chat im Prinzip zu lesen. Ja, die lesen sind auch ja, nichts vor. Ja gut, wichtige Sachen lesen sie dann schon vor. Ah, okay. Oder wenn halt donated wird, dann wird das ja auch immer hier... Okay. Das gebietet dann schon die Höflichkeit. Aber es ist ja auch interessant, auch die Erfahrung jetzt hier so... Also Schweißer werden, ist ein ganz spezielles Volk. Mit dem muss man sehr vorsichtig umgehen. Sehr stolze Menschen, denke ich, weil ein guter Schweißer, der gut mit Werkzeugen umgehen kann, der kennt auch seinen Status. Ja? Also das sind wirklich spezielle Jungs. Sagt dir was das TPS 600i von Fronius? Fronius sagt mir ganz klar was. Ich vermute, er will, er kommt auf den Punkt... 600 Ampere schreibt er hier. Ja, 600 Ampere, ja. In der normalen Garage natürlich eine andere Baustelle. Es gibt halt die Profiliga, da sind ein paar Hersteller oben unterwegs. Das ist wie BMW, Audi, Mercedes. Und dann gibt es unten eine andere Liga, die wir jetzt hier so gesehen haben. Ist das Dacia? Oder? Ja, kann man so sagen. Wobei, heute ein Dacia, wenn du den voll ausgestattet bekommst, der kostet ja auch Geld. Ne? Ist aber trotzdem nicht schöner. Ja. Ja, ich glaube, bei den Schweißgeräten ist der Preissprung doch noch ein bisschen different. Also wir haben hier, gibst du schnell mal 2 inklusive Mehrwertsteuer aus. Okay, also das kostet um die 2.000 Euro. Plus, minus. Kommt drauf an, was du noch haben. Und die verkaufst du auch?
Die habe ich bei mir im Shop, richtig. Was hast du denn so für ein Portfolio für Hersteller? Also hast du auch solche Kollegen aus Fernost? Das Thema ist, ich bin in der Familie EWM irgendwie aufgewachsen in diesem Unternehmen. Und die Familie Szczesny, ich bin halt damit sehr, sehr stark mit meinem Herzen verbunden. Und deswegen habe ich nur EWM im Programm. Okay. Es war sehr oft angedacht, mal andere Hersteller reinzuholen. Es gibt große Hersteller, Fronius, ja. Campy, ja. ESAP, alles Riesendinger. Und da war auch schon mal ein Gedanke, einfach mal ein paar Geräte reinzuholen, um einfach ein größeres Spektrum zu haben. Aber ich glaube, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, dann funktioniert das auch. Okay, ja? Und sind die alle made in Germany? Oder gibt es auch da... Es gibt ein Werk in Tschechien, direkt ja. an der deutschen Grenze. Da ja. kommen auch gewisse Bauteile her. Da sind auch Bestückungsautomaten. Die bestücken die Platinen selber. Aber es ist made in Germany. Okay, und wo geht es bei dir los preislich? Bei dir im Shop? Ja, es kommt darauf an, was du haben willst. Willst du einen kleinen Elektrodeninverter? Da kriegst du was für 400, 500 Euro. Willst du eine professionelle Wickmaschine im DC-Bereich, so 1200, 1500? Ja, also schon Industriegeräte. Okay. Ja. Aber mit sowas kannst du, ich glaube, viele wollen ja was haben, sagen, okay, ich habe jetzt mal 2 Jahre gespart. Ich habe so ein bisschen mal mit sowas rumgebraten, jetzt möchte ich mal was, aber ich möchte auch eigentlich so irgendwo bei allem auf der sicheren Seite sein. Ja. Dann würdest du sagen, okay. Ja, man muss halt einfach genau schauen, was braucht der Mensch. Ich gebe auch ehrlich meine Meinung ab, ich muss nicht irgendjemand alles verkaufen, sondern es geht darum, wenn er das haben will und das vernünftig einsetzen kann, ich kenne die Dinge, dann würde ich die Dinge auch empfehlen. Ne? Also, aber ich bin nicht hier, André, um Werbung für meinen Shop zu machen, ich bin hier, um die Schweißerfragen zu beantworten. Mhm. Ja, hier kommt auch gerade, Igor verkauft EWM, weil die gut sind, nur 6 Kilometer von ihm entfernt. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Sag deinen Namen. Matthias Lange. Ach, so heißt Matthias Lange. Sag mir was. Einer schreibt, hier braucht keine 2000 Euro. Und drüber ist völlig sinnfrei. Alles total überteuerte China-Scheiß-Abzocke. Ja gut, das ist nicht fair. Das ist so das beste Beispiel, dass sich da vielleicht jemand nicht so gut auskennt. Ja. Ja, im Internet ist es. Jeder hat es ist eine, jeder haut sofort raus. Aber das ist auch okay jeder so. Jeder hat eine Meinung. Ne? Ja, das weniger ist okay haben eine Ahnung. So. Ja. Aber eine Meinung hat ja jeder. Ja. Das ist auch schön. Hier schreibt dann auch Achim, wenn der Schweißer schweißen kann, dann kommt es nicht mehr auf die Maschine an. Allerdings macht es das um einiges komfortabler. Ich arbeite selbst mit EWM, Taurus, Phoenix und ein paar CL Klos-Geräte, ja. Klos. Ja. Ja. Ich meine, das ist mit jedem so, ne? Ich habe auch Fotografie angefangen mit Analogkameras, dann mit den ersten Digitalkameras. Und erst wenn ich das Gefühl hatte, dass die Technik mich einbremst, dass ich wirklich am Limit bin, dann habe ich den nächsten Step gemacht. Aber ich konnte auch mit dem kleinsten das Optimalste rausholen, weil ich weiß, wie es geht. Ja, aber das Thema ist besser. Aber das ist natürlich dann, als Profi machst du das, also warum? Du musst ja dann auch einfach abliefern und dann willst du auch für deinen Arbeitsaufwand das bestmögliche Ergebnis produzieren können. Wir können die Videos jetzt auch nicht mit einer 10 Jahre alten Canon, was waren die da, diese 30, Lederer. 50 oder... Diese Eltern, die haben einfach nicht... Weil es geht zum Beispiel heute darum, die Leute wollen sehen, was passiert da beim Schweißen. Ja. Das heißt, ich brauche eine Sony A7, ja. Vielleicht sogar noch eine S3 oder sowas. Die ist jetzt, glaube ich, neu rausgekommen. Und damit du in 4K mit genug FPS den Schweißprozess, so, du musst eigentlich da drin sitzen, dass er so auf deinem Bildschirm ist. Nur so kannst du das ja klar machen, wie mit deinem Drehmoment-Ding. Kostet ja auch Geld. Ja. Ne? Da brauchst du das halt, ne? Und das kannst du nicht mit einer Handykamera machen. Ja gut, wir sind vielleicht dann auch noch ein spezieller, aber wenn wir jetzt irgendwie so Vlogger wären oder so, ja. Da kommt es dann. Wobei nicht die Vlogger sind die schlimmsten. Wenn du musst mal guckst, wie Equipment die teilweise haben. Ne? Ja. Vielleicht ein paar Schweißerfragen. Ja, so Schweißerfragen war schon eben, ob hier jemand Elmag kennt. Elmag, Begriff. Dann Lorch wäre doch auch ganz okay. Sehr gute Schweißgeräte. Kann man Stahlwerk-Schweißgeräte für Anfänger empfehlen? Würde ich sagen, absolut, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich eine Garage, ich meine, ich habe eine Garage und hätte nicht den Luxus mit den Geräten,
und würde auch gerne mal schweißen, dann würde ich auch mir so ein günstiges Gerät holen, ist doch ganz klar. Und die würde ich vielleicht sogar ein bisschen mehr mitmachen. Irgendwo muss man ja. Also ich sag ja nicht, dass das schlecht ist. Ob ihr schreibt, Keger schreibt, ob EWM, Fronius, Campy etc. ist relativ egal. Die können alle das Gleiche. Wichtiger ist doch das Drumherum, wie zum Beispiel der Service und Ersatzteile. Ganz wichtig bei den Industriemaschinen. Auf jeden Fall, denke ich nicht nur bei Industriemaschinen, sondern teilweise auch im privaten Bereich schon. Und ich hatte letztens ein Video gesehen, ich glaube, das war, macht Stahlwerk auch so Kompressoren, labelt die? Ja, Stahlwerk hat die mittlerweile ja ziemlich viel, bin ich erstaunt. Ja. Das sind dann oft diese... Ich wollte mir von denen schon so eine Metallsäge, die haben so eine Kappsäge gesehen. Ja. Das wollte ich mir sogar vielleicht holen. Und dann habe ich ein Video davon gesehen, wo die von irgendeinem YouTuber vorgestellt wurde, oder der Kompressor, und dann dachte ich, okay, guckst du mal, dann bin ich auf die Website, auf den Link, gab es nicht mehr. Ja. Nach einem halben Jahr oder so. Und die da denke ich dann immer, das ist dann die Downside von den ganzen Ja, aber hast du mal im Hintergrund gesehen, wie viele die von den Dingern verkauft haben? Vielleicht haben die ja einen Container gehabt. Ja, natürlich. Aber kannst du auch nicht das kannst du auch schwierig einplanen. Ne? Du holst jetzt keine 20.000 Stück irgendwo. Ne? Nee, aber ich denke vom Gefühl, dass ich dann vielleicht, weiß ich, ein Schneider oder ein Atlas Copco oder ein... Ja, Atlas Copco, also, klar. Sind wir in einem anderen Bereich, aber du kriegst ja auch in dem Bereich, sage ich mal, um 1.000, 1.500 Euro auch was, wo ich sage, okay, Leute, ich brauche jetzt ein Ersatzteil oder ich möchte diesen Kompressor vielleicht nochmal haben oder... Ja, aber heute ist die Gesellschaft halt so, das weißt du auch. Kaufst du dir was Günstiges, dann weißt du von vornherein, ich beziehe mich zum Beispiel hier auf so ganz günstige Akkuschrauber. Ja. Den holst du dir, ich weiß jetzt nicht, wie viel der gekostet hat, den holst du dir für 20, 30 Euro. 40, 50 Euro. So. Und du weißt ganz genau, nach einem Jahr, wenn er die Kretsche macht, dann das erwartest du auch. Aber das den schmeißt du weg. Ja, aber das ist doch schlimm. Das ist schlimm für alles. Die, das ist doch Scheiße. Nachhaltigkeit muss da sein. Aber so funktioniert die Welt von heute, ne? Das muss rollen, das muss sich immer wieder drehen. Das ist schlecht. Ich glaube, die Gesellschaft wird sich da schon weiterentwickeln. So ein Ding. 20, das vererbst du. Mhm. Das ist Fakt. Und du hast ja bei den Herstellern teilweise bis zu über 10 Jahre, dass du ein Ersatzteil bekommst. Ne? Also ich habe gerade Schmerzensgeld, weil ich habe auf meinem Wohnwagen so ein Projekt gemacht. Habe ich gehört, Projekt. Da wollte ich die Klimaanlage mit Solar befeuern. Wo jeder gesagt hat, das geht gar nicht. Mhm. Viel zu wenig Leistung, weil so eine Klimaanlage zieht 700 bis 900 Watt. Mhm. Und dann dachte ich, ja, wieso? Der Wohnwagen ist riesig. Also mache ich den komplett voll. Auch an den Seiten am besten. Nee, an den Seiten noch nicht. Es kommt wahrscheinlich noch, vielleicht. Aber zumindest vorne den Bug und das ganze Dach. Da gibt es ja so flexible Solarpanels. Dann habe ich recherchiert. Dann hieß es, ja, die sind gut und so weiter. Mhm. Und dann hörst du auch in Foren, ja, ich habe die installiert. Halbes Jahr später immer noch super zufrieden. Also denke ich mir, okay, jetzt investiere ich. Und es ist nicht billig. Mhm. Ich hätte mir auch ein schönes Motorrad davon kaufen können. Nach 2 Jahren war alles kaputt, weil sich das komplette Laminat gelöst hat. Und dieses Material ist im Prinzip PFT oder sowas, woraus Colaflaschen gemacht werden. Der letzte Scheiß. Und wie war nach 2 Jahren die Möglichkeit, Garantie und solche Dinge? Ja, wie war das? Ich glaube, ich war knapp 2 Jahre, also knapp drüber. Mhm. Und der Händler hat auch einen großen Online-Shop, hat gesagt, ja, tut uns leid. Warum? Musst du neu kaufen. Aber wenn du die neuen Paneele bei mir kaufst und wieder ein paar tausend Euro ausgibst, dann kriegst du 10% Rabatt. Super. Und dann guckst du nochmal rum und dann kostet so ein Panel nicht 200 Euro, sondern 1000 Euro. Aber würde die Welt von heute funktionieren, wenn man das Günstige weglassen würde? Wahrscheinlich nicht, aber ich wüsste, dass wir jetzt 2 Wochen weniger Arbeit hätten, die ganze Scheiße da wieder vom Dach zu kratzen, weil ich habe es richtig gut gemeint. Ja. Und Schwierig. Schwierig. Du kannst Glück haben, aber die Erfahrung lehrt irgendwann, dass du auch sagst, komm, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Stress. Weil du weißt hier, dass du wahrscheinlich stressfrei bist. Ja, aber wenn es jetzt nur das gäbe, wie habe ich das damals mit den China-Produkten mitbekommen, dass du auf einmal viele Sachen sehr günstig bekommen hast, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so toll waren. Ja, es ist natürlich für viele auch jetzt die Einstiegsschwelle. Genau, jetzt möchtest du schweißen, und es gibt nur Premium-Hersteller, so 2.000, 3.000 Euro, dann suchst du nach gebrauchten Guten, die kosten auch immer Geld. Ja.
auch nicht günstig. Ja, ist ja auch wieder so. Werthaltigkeit. Aber du möchtest jetzt, Schweiß, du möchtest jetzt was machen. Dann gehst du auf Amazon, eBay, 300, 500 Euro. Bitteschön. Wir haben es ja selber, auch. Wir haben es ja selber verlinkt in der Beschreibung. Könnt ihr mal gucken. Ja. Das war deine Empfehlung, wo du sagtest, komm, für einen Anfänger kannst du das. Würde ich so können gesehen, wir das empfehlen? Das liegt rund 200 Euro. Mhm. Aber zumindest haben wir da ja so ein paar Jahre Erfahrung. Bei den Solarpanels war es jetzt wirklich der absolute Abturner. Ja. Wenn du dann denkst, ey, das kann nicht sein. Das Problem ist, jetzt gehst du dann weiter, du willst dir neue holen, willst wieder viel Geld investieren und dann überlegst du, was mache ich jetzt? Ja? Genau. Holst du jetzt wieder teure oder holst du jetzt wieder billig Kram? Weil nee, billig werde ich nicht holen. Mhm. Vielleicht werde ich keine flexiblen mehr nehmen. Ich bin da noch gerade in der Findungsphase. Mhm. Aber alleine, dass du dann denkst, okay, du machst das jetzt und wenn es doof läuft, hast du nach 2 Jahren wieder keine Leistung. Also das, irgendwann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Ja, ja. Ist leider so. Willst du was Gutes, musst du Geld ausgeben. Ja. So. Genau, günstiges Weglassen ist auch doof für Leute, die das 5-mal brauchen. Ganz genau. Keger schreibt, Stahlwerk verkauft nur und stellt gar nichts her. Das Zeug kommt alles aus China und bekommt nur ein Label. Die stecken sehr viel Geld in Marketing, um sich ein angebliches German Brand aufzudrücken. Das ist generell so eine Sache, die werde ich immer wieder gefragt. Als Beispiel... Wo haben wir das hier? Wir sollen uns mal Stahlwerk-Akkuschrauber angucken. Habe ich mir mal was gekauft? Wollte ich mir auch die ganze Zeit schon holen. Habe ich die ganze Zeit gehabt. Wir haben alles. Der ist so vom ersten Eindruck, erinnert er mich so ein bisschen an den Parkside Performance. Der ist auch brushless. Brushless, ja. Ja, also bürstenloser Antrieb. Mhm. Was? Klingt gut. So ein bisschen so metallischer. Ja, also die Ladezustandsanzeige erinnert mich so ein bisschen an Parkside. Ich habe den Parkside Performance euch ja leider abgetreten im letzten Livestream. So, dann denke ich, okay, ich würde jetzt nicht sagen, das Ding ist klump, 12 Volt. Ich weiß nicht, was kostet der? 70 Euro oder sowas um den Dreh, würde ich jetzt mal. Vielleicht könnt ihr das auch mal in den Chat schreiben. Und da sage ich, okay, warum soll ich mir den jetzt kaufen? Weil ich werde hier wahrscheinlich kein Ökosystem haben. Ich habe auch keinen Vertrauensvorschuss in so eine Marke, dass ich denke, okay, in 5 Jahren haben die immer noch den Akku und die werden mich weiter beliefern, weil ich weiß ja im Prinzip, ist es eine Kooperation, die labeln das, die lassen das wahrscheinlich auch schon mit einem eigenen Molding hier fertigen, wenn die entsprechende Stückzahlen haben. Aber ich sehe nicht so meinen Benefit. Vielleicht jetzt in so eine Marke zu investieren. Vielleicht sehen wir das auch zu eng, weil wir so viel mit Werkzeugen zu tun haben. Ja, aber vielleicht derjenige, der sich das holt, denkt da vielleicht gar nicht so drüber nach. Natürlich, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber wenn du mich jetzt fragst, hey, was soll ich mir jetzt für einen 12-Volt-Akkuschrauber, dann würde ich dich wahrscheinlich hier auf... Ah, hier ist aufgeräumt und findet nichts mehr. Hm? Wo steht es da hinten? Wo? Junge, wie... Da, da. Nein, andersrum. Da. Wo? Hier? Ja, nee, an der Akkuschrauberwand. Da wo die Kette ist. Aber... Links hier, da ist ein 35er, halt keine Luft. Hä? Ja, das ist nee, ja, das ist ja... Da kann ich dir auch mal was zu sagen. Ja? Guck mal, so, weil ich den jetzt nicht schlecht finde. Ne? Also. Ja, aber guck mal, du kriegst... ihr könnt ja mal zeitgleich hier in den Chat so schreiben. Ich sag mal, den... Das ist jetzt ein HX, das ist jetzt nicht der normale GSR, aber du kriegst so ein Ding irgendwie so im Set für 120 Euro. Mhm. Und dann hast du hier ein Akkusystem, wo du dann sagen kannst, wo hatte ich den heute noch? Oh, Entschuldigung. Nicht fallen. Vielleicht bin ich schuld, wenn du verletzt bist und morgen nicht zur Baustelle kannst. Ja. Was macht dieses Luftgewehr da? Das musst du mir erklären. Das Luftgewehr? Übrigens, ich habe auch eins. Ja, das Luftgewehr ist für Tests. Okay, geil. Einmal zum Zeitvertreib und dann zum Test zum Beispiel für so PSA. Okay. So, und dann könntest du jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt diesen Hobel da benutzen. Ja. Ja. Und bist noch ein bisschen flexibler. Oder kannst sagen, ja, zum Beispiel... Du willst halt darauf hinaus, wie sieht es aus später mit den Akkus? Ne? Wo kann ich die noch reinstecken? Gut, ich denke klar, dass Bosch da ein bisschen mehr hinterher ist, dass das alles kundenfreundlich ist. Ich glaube, Stahlwerk ist ja da noch ziemlich am Anfang. Ne? Die werden das jetzt vielleicht nicht so haben, aber ja. Der fühlt sich gut an. Er schreibt, wir haben viel Ego, man merkt die Spannung zwischen uns.
Wer? Was? Wir werden beides Alphas. Man wird die Spannung zwischen uns merken. Wir haben Spannung? Nee. Corona-konform. Komm her. Welche Spannung? Was ist hier los? Da kannst du mal gucken, ne? wie die Welt so ja. ist. Ne? Keine Spannung. Vielleicht bin ich angespannt. Ja. Genau, das ist Thema Stahlwerk. Mhm. Haben wir schon gesagt, dass du bist geimpft und ich habe den Test gemacht. Genau, alles safe. Gut. Hier und genau, und da war nämlich das Thema ja, German Engineering und so weiter. Weil Leute haben mich schon oft auf Instagram angeschrieben, hier, teste doch mal Trotec. Weil die kommen auch, sind made in Germany. Also ich habe mal Trotec gekauft. Und wenn du auf die Trotec-Webseite gehst, dann wirst du, wenn du nicht genau hinguckst, so beim Vorbeifliegen tatsächlich vielleicht den Eindruck erwecken oder haben bekommen können, oh, ist made in Germany. Und da muss man aufpassen, denn bei Trotec ist das so, dass die wirklich Geräte haben, ich glaube so Luftentfeuchter oder so Messgeräte und sowas. Kann sogar sein, dass wir was von Trotec hier noch haben. Irgendwo haben wir was. Ich glaube, es sind feuchte Messgeräte oder so. Und die sind wirklich made in Germany, aber diese Sachen sind nicht made in Germany. Teilweise ist das auch, ich glaube, mir hat jemand geschrieben, das Akkusystem eventuell mit Parks halt auch relativ ähnlich ist oder sowas. So, aber natürlich sind solche Hersteller auch darauf bedacht, so ein bisschen den Anschein zumindest zu erwecken, dass da auch deutsche Gründlichkeit hintersteckt. Ja, man informiert sich ja heute nicht. Man überfliegt schnell, man bekommt das, was man eigentlich sehen will. Ich meine, okay, du kannst natürlich nur noch sagen, das ist vielleicht made in China, dann haben sie halt einen Import, dann haben sie vielleicht hier noch eine Qualitätskontrolle, das könnte ja sein. Oder auch, dass es, oft wird ja proklamiert so, designed oder engineered in Germany. Ja. Ja, noch mit, den Landes, mit der Landesflagge da. Und ja. Also ich muss dir ehrlich was sagen. Ich überlege ja auch für die Schweißer ständig neue Produkte. Was kann ein guter Schweißer gebrauchen? Welche Tools? Wenn ich jetzt persönlich als Unternehmen in Deutschland, okay, ich bin hier hingekommen, ich bin jetzt hier eingewandert, ja, vielleicht mit deutschen Wurzeln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel neues Produkt erstellen würde oder herstellen würde, auch wenn ich wüsste, dass das vielleicht nicht so erfolgreich ist und ich würde nicht so viel Geld damit verdienen, ich würde trotzdem versuchen, ich würde es in Deutschland machen. Ich persönlich finde das richtig, weil wir haben hier alles. Ich würde in Deutschland herstellen. Ja gut, aber ich weiß, du hast natürlich auch andere Lohnkosten, ne? Ja, definitiv, dann, ganz klar. Aber dann muss der Kunde entscheiden, was bezahle ich dafür, was will ich haben. Mhm. Das ist so. Ja. Gibt für alles einen Markt? Ja, natürlich. Genau, aber hier, das ist auch so ein bisschen Bosch GSR-12. Und hier nochmal Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ich sehe schon, wenn ich den Akku abziehe, dass das eigentlich nichts Tolles sein kann. Ja, also ich hätte ein bisschen länger drauf gucken sollen. Aber die Farbe ist schon originell. Ja, ist schon ziemlich. Ich meine, das ist ja auch diese typische Marketingfarbe, Orange und Blau. Das ist etwas, was einen Mann sofort anspricht, ja? Ja. Silber, Orange und. Ich fand das der hässlichste Akkuschrauber der Welt ist. Ja? Ja, aber das ist Marketing. Ich finde, das sieht aus wie ein Kinderspielzeug ja. so. Ah ja, okay. Ja? Ja, ja, ja. Und war das nicht der, wo du den. Der kann auch. Da ist ein Ladegrip bei, ne? Oder? Nee, ist das ist der da hinten, das ist hier, der heute gekommen ist, hier der Hammer. Der hat nur einen Stecker in der Akku. Genau. Ist die Aufnahme ja schon ein bisschen. Und der Chinese ist immer sehr spendabel mit Zubehör. Und was übrigens mit Zubehör interessant war, bei Stahlwerk war ein gelabeltes Bitset von Vera dabei. Also bei Stahlwerk. Was marketingtechnisch wiederum clever ist, ne? Weil sie dann natürlich so ein Upgrade mitverkaufen fürs Gefühl. Also nicht nur fürs Gefühl, aber ich meine, da muss man ja auch mal sagen, das meiste, was dann in diesen Bitsets drin ist, aber wir da kannst du einen Weihnachtsbaum mit abschmücken, ne? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es geht heute um Schweißgeräte. Vielleicht haben die ja Fragen zum Thema Wickschweißen, was auch sehr beliebt ist in Deutschland. Überhaupt, Wickschweißen ist so ein sehr beliebtes Schweißverfahren. Ja. Was haltet ihr von Akkuschweißgeräten? Gibt es das noch nicht. Aber da kann ich dir eine coole Story erzählen. Ich habe bei mir, als wir umgezogen sind in die neue Halle,
habe ich eine alte USV gefunden. Mhm. Eine USV, die du an den Server anschließen kannst, die den mit Strom versorgt. Hast du einfach so gemacht? So eine AC200 hieß die, 1000. Mhm. Da habe ich gesagt, ey, warte mal, da läuft der Server locker 15 Minuten dran, ne? Habe ich ein Schweißgerät geholt, das hier. Mhm. Hab den Stecker. R220, genau. Ja, hab den Stecker ins Akku, in diese USV gesteckt, ja, und habe damit geschweißt. Warte mal. 40, 50 Ampere. Wie viel Watt zieht denn so ein Teil? Oder kannst du es auch regeln, dass der gar nicht so viel zieht? Ja, du kannst ja zum Beispiel, wenn du jetzt hier... Kannst du mal den IF-Delta von oben holen aus dem Technikraum? Das Powerpack, so ein graues? Genau. War nämlich auch noch... da kam, ich habe diesen... Ich weiß nicht, ob der voll ist. Habe dieses Experiment gemacht, das hat geschweißt und dann habe ich gesagt, Leute, es ist doch eigentlich ziemlich easy, ein Akkuschweißgerät zu machen. Leusch hat da was gemacht. Ob das jetzt erfolgreich ist, Fronius hat ein Akkuschweißgerät. Ich denke, es gibt es, aber das wird noch nicht so eingesetzt, weil die Akkus einfach doch schwer sind. So, wenn man das Problem löst... Aber ein Powerpack, ich würde es so machen, ich... Ein Powerpack auf dem Rücken, ne? Nein, nicht auf dem Rücken. Aber es gibt ja, werden wir vielleicht auch demnächst auch mal was zeigen, so Powerpacks, einfach, ja, Festool hat zum Beispiel sowas angekündigt. Ich habe mit Festool ganz kurz Kontakt gehabt und gefragt, ob ich so mal was testen kann. Kam leider nichts, weil ich wahrscheinlich kein Werkzeugmensch bin oder so. Ja. Weil ich wollte auch dieses Akku-Pack probieren, ob das schweißt. Das gibt es noch nicht. Ah, okay. Das dauert noch ein bisschen. Aber es gibt ein kleines Problem bei diesen Akkugeräten oder diesen Akkustromversorgungsgeschichten. Du kannst nicht alles damit schweißen. Du kannst einen kleinen Wicklichtbogen machen, mit sagen wir 40 Ampere, 50 Ampere. Das packt er noch, das geht. Aber sobald du drüber hinausgehst, ist Schluss. Igor schreibt jemand, hier ist aber die... eigentlich ist das hier disqualifiziert, hier Satzzeichen, Großschreibung. EWM Picotec kann Wick schweißen, Elektroden schweißen und Plasma schneiden. Kostet ca. 600 Flocken. Ist das direkt gut? Welche Marke? EWM Picotec. Nee, das ist ja falsch informiert. In allen Bereichen. Alter, willst du mich verarschen? Das ist ein bisschen klein, ne? Das Ding war sehr auf dem Boden. Das wollte ein Powerbank auf dem Boden stehen. Der, die graue, die große. Steht die daneben, oder? Die hat noch 60%. Ja, ja, aber die hat auch nur 300 Watt. IF Delta, so ein graues Ding. Ich guck mal. Also es gibt eine Picotec von EWM. Das ist eine Wick-Maschine. Es gibt eine Picotec DC und eine AC-DC. Die DC ist nur Gleichstrom für Stahl, Chromnickelstahl, Edelstahl schweißen. Und die AC-DC, die kann halt noch Alu schweißen. Aber die Picotec, die kleine, die kostet 1500 und die große AC-DC, da bist du schnell bei 3K. Und die kann halt... Die können, aber der Name Tick ist halt am Ende da. Das heißt, du kannst damit eigentlich nur Wick schweißen und Elektrode schweißen. Kein Plasma schneiden, kein Mag schweißen. Ist es richtig, dass man mit einem Wick-System auch Elektrode schweißen kann? Ja, alle Geräte, die Wick können, die können auch Elektrode schweißen. Igor hat schon mal mit Autobatterien geschweißt. Ja, das haben wir auch gemacht. Sehr gefährlich übrigens, ne? Darf man nicht nachmachen. Ja. Wenn du so zwei Batterien in Reihe schaltest und wenn du dann mit da kommt Kutschen, schon mal 400 Ampere oder so. Ja, die kann platzen, ne? Die kann ja explodieren, die Batterie. Und das ist gefährlich. Schöner Username, dicker Liebhaber. Okay. Schreibt ja geil, der Igor beim André, wird es die Folge auch auf YouTube geben? Ja, klar. Natürlich. Also nach dem Stream ist es verfügbar. Und da nochmal der Hinweis, die Telefone in unserem Online-Shop laufen bereits mit dem Rabattcode Schweißen. Schweißen. Bekommt ihr auf unseren ganzen Merch, Zollstöcke, T-Shirts 15%. Schweißen mit Doppel-S oder mit dem scharfen S? Schweißen mit Doppel-S. Das ist... Ja. Was sagt der von der... hast du mal angemacht? Vorne. Was 99. ist der Haupt... 99. Darf ich das mal ganz kurz haben, das hier? Ja, klar. Bring her. Welches ist der Einsatzzweck von diesem Ding? Was soll er tun? Blau leuchten. Ja, pass mal auf, dann gehen wir doch mal hin. Neben Strom und stecken das da rein. Also der kann, der IF Delta, boah, ich habe die Daten jetzt nicht 100% im... Also wir gucken gleich auf die Maschine. Ich glaube 1300 Wattstunden und kann irgendwie Dauerlast 1800 Wattstunden.
Also die sind alle generatortauglich. Das heißt, mit einer Batterie müsste es ja alle auch... 1800 Watt, nicht 1800 Watt. Komm. Ja. So, und du hast halt... du kannst Solar direkt anschließen. Da ist ein Solarregler dran. Ich meine, im Prinzip ist es was für Outdoor oder sowas, aber natürlich kannst du auch Akkus laden oder ein E-Werkzeug mit betreiben. Es kommt dann auf den Einschaltstrom an. Und das ist die DC-Sektion. Gleichstrom. Ja, und hier haben wir die AC-Fraktion, die wir jetzt angeschaltet haben. So, und jetzt haben wir vier Steckdosen. Die Frage ist, für das Schweißgerät brauchen wir die AC natürlich, ne? Sonst schwierig. Ja, klar. Ja, klar, du würdest klar, jetzt hier reingehen, ne? Das Verrückte an so einem Gleichstrom-Schweißgerät, an so einer Wickmaschine, die DC, nur DC kann Gleichstrom, kommt Wechselstrom aus der Steckdose. Und das wird gleich gerichtet, dann hast du Gleichstrom zum Schweißen. Und die AC-DC-Geräte, die kriegen ja auch Wechselstrom, wird gleich gerichtet. Und dann kommt noch eine Platine, die das Ganze nochmal in AC umwandelt. Ne? Also wieder, damit man diese Amplitude, von der du gesprochen hast, steuern kann, ne? Beeinflussen kann. Deswegen machen die das so. Aber gut, ich stecke das jetzt hinein. Willst du beiseite gehen? Ja, musst du das? Kann man das sehen? Jetzt wird YouTube-Geschichte geschrieben. Also wenn das Ding jetzt gleich angeht, wir könnten sogar jetzt sofort schweißen, mein Lieber. Ja. Haben wir einen Seitenschneider? Ja. Haben wir einen Seitenschneider? Ich mache jetzt was gibt ganz... Gibt mir ein A. Jetzt mache ich was ganz Böses, was kein Schweißer macht. Ne? Aber das müssen wir jetzt halt schnell machen. Ich lasse quasi... So einen Seitenschneider? Ja, perfekt. Ich schneide jetzt den Draht ab am Brenner. Ja. Das macht... Das ist, ich mache jetzt ein Riesentabu. Dafür gibt es Hate. Aber ist halt so. Also die Frage ist, was der für einen Anlaufstrom hat. Das werden wir jetzt sehen. Ne? Aber ich möchte behaupten, das klappt jetzt. Bin ich sogar ziemlich sicher. Haben wir eine Kabelflex, eine kleine, irgendwo hier? Hier, warte mal. Erstmal an. Warte mal, wir zeigen erstmal, dass das Ding... Es geht schon mal an. Hä? Es geht schon an. Es ist schon an. Das wird jetzt spannend. Wie flashig, das kennst du die Dinger nicht? Nee. Also das ist schon cool. Jetzt. André, so, pass auf, er zeigt jetzt an. Was zeigt er jetzt an? Dass wir bei der Leistungsaufnahme, also wir haben jetzt erstmal 50 Hertz Netzspannung. Ja, das ist auch richtig, ja. Wir ziehen gerade 27 Watt und könnten jetzt hier mit 45 Stunden. Ja, aber wir haben jetzt noch keinen Kurzschluss erzeugt. Ja. Genau. Und ich weiß, wenn wir das jetzt mit Wick machen, dass das cool werden könnte. Aber wie viel zieht der denn? Wie viel Ampere? Also ich würde jetzt hier vorsichtshalber erstmal mit 30 Ampere starten. Das heißt, wie viel zieht der? Wie viel Ampere aus dem Stromnetz? Das müsste ich ausrechnen. Keine Ahnung. Sorry. Müsste mir ausrechnen. Müssen wir schauen. Kann man bestimmt mal machen. Kann ich ja nachholen. Wie viel Volt? Warte mal ganz kurz. Das können wir gleich sofort abrufen. WIC 127. 127. Timo fragt, wie gut kannst du schweißen, André? Gar nicht. Gleich werden wir es erfahren. So. Also ich mache jetzt, beim WIC-Schweißen ist das ja ein bisschen anders. Ne? Du hast ja, wir können aber gleich den Verbrauch, glaube ich, sehen. Ich hab auch, leider haben wir nicht dieses Schweißgerät, da kannst du auch den Verbrauch abrufen. Okay, regel erstmal sanft ein, dass wir den hier nicht komplett gleich aus der Umlaufbahn scheppern. Mich? Nein, den. Also, ich meine, der hat ja eine Schutzschaltung, ne? Der geht in Overload, wenn da zu viel ist. Also pass auf, erstens müssen wir ganz klar sagen, wenn wir schweißen, auch wenn wir Blödsinn machen, du hast hier sehr viel Holz in dieser Werkstatt. Ja. Das heißt, hier drin Schutzgas schweißen wäre eigentlich sehr gefährlich. Ja. Ne? Und Schutz, das heißt, alle müssen irgendwo einen Helm tragen. Ja. Ja, du bekommst einen, da habe ich noch nicht reingeschwitzt. Ja. Und ich bekomme einen, wo ich reingeschwitzt habe, der ist nur noch feucht. Glaubst du mir das? Von draußen. Hm. So. Jetzt werde ich einfach auf der Zange zünden. Das ist nicht so schlimm. Oder haben wir ein Blechelchen? Ah, wir haben ein Blechelchen. Hier. Wie ist das hier mit unseren Lebensmitteln und den schönen Snacks? Die werden nicht vergammeln. Also, nee? Da kommt nichts rein. Da kommt nichts rein. So, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben kein Schutzgas Argon. Wir haben nur Mischgas.
Das heißt, das wird jetzt nicht so funktionieren. Und ein Kurzschluss mit der Elektrode wird auch schwierig. Aber die Elektrode, ich will einfach nur sehen, ob es klappt. Wir werden jetzt etwas tun, was man nicht tut. Ja? Noch, also wir haben, eben hast du ja schon, also wir tun die ganze Zeit Sachen, die man genau. nicht macht. Weil das Thema ist, wenn wir jetzt ohne Schutzgas arbeiten, wird die Wolfram-Elektrode halt sofort verbrennen, ja. weil die der Atmosphäre ausgesetzt ist. Ja? Okay. Aber das Risiko gehen wir jetzt ein. Die wird aber trotzdem nachgeführt. Die kann ich quasi dann später zuschleifen. Die wird jetzt hier abbrennen, aber das ja. ist ja schlecht. Ja, weil Wolfram kommt in ein Schweißbad, das ist alles tödlich. Aber wir haben jetzt kein Argongas. Wir wollen jetzt einfach nur wissen, ob das klappt. Das ist unser Ziel. Kannst du, was ist denn hier mit dem Fülldraht gedönt oder so? Das geht hier nicht? Doch, das würde auch gehen. Warum machen wir das dann nicht? Wir könnten auch Schutzgas schweißen. Aber ich befürchte, dass diese heftigen Kurzschlüsse, die da entstehen, du hast hier einen heftigen Kurzschluss, dass der das nicht schafft. Also du meinst, das mit dem Draht, der dann weg ist, ist genau. erstmal das Einfachste. Das mit dem Draht wird nicht funktionieren. Du wirst es wissen. Wir können es ja. ausprobieren. Aber lass mich das mal ganz kurz... erstmal so. Genau. Genau. Ich meine, jetzt Schutzkleidung, klar... Probier es halt, mach doch mal den Mackbrenner dran bei 20 Ampere. Ja. Leute. Ja, aber da haben wir trotzdem den heftigen Kurzschluss am Anfang. Weißt du? Nimm Mischgas, das geht. Ich weiß, aber... Nimm Mischgas, hat funktioniert, hab's getestet. Er hat recht. Komm, probieren wir den aus. Schließ Mischgas an, dann brennt die Elektrode nicht ganz so schnell ab. Ja. Das ist so lustig, weil der Igor hat gefragt, sag mal, auf deinem Kanal sind auch Schweißer dabei? So. Da habe ich ihm gesagt, wie hart ihr mich penetriert habt immer. Wann kommt der Igor? Wann kommt endlich der Igor? Wann kommt endlich das versprochene Schweiß-Special? Jetzt bin ich aber ein bisschen baff. Hier war doch ein Gasschlauch. Ein Gasschlauch. Ist der in die Fahrzeugkiste mit reingekommen? Tatsache, wieso ist das hier drin? Ja. Sabotage. Du magst mich nicht. Weil ich habe das mal, wie gesagt, mit der USV mal ausprobiert. Das ist ein... geht nicht. Mit den Kurzschlüssen. Ich mach mal gerade eine Story. Mach mal. Na, wenn du da, also wir machen jetzt hier alles. Es ist eine Notsituation. Warte. So Leute, wir sind hier live auf Sendung. Das ist die Live-Kamera. Das ist jetzt quasi die Rückkopplung in der Milchstraße, die wir machen. Wenn ich hier in die Live-Kamera live. Das ist hier der Chat. Und das ist der Igor. Und wir machen jetzt Dummheiten. Das Experiment des Jahrhunderts. Mit dem falschen Gas, mit einem Akku. Also es ist wirklich genau. crazy. Wir ne? versuchen mit einer Powerbank zu schweißen. So, wo ist mein Schlüssel? Ich denke, die Zeichen stehen gut, weil wir haben frisch gepflückte Erdbeeren. Oder? Du bist im Fernsehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also dieses Experiment habe ich noch. Ich habe die Wolfram-Elektrode wird wegbrennen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir testen. Ich mache nur einen ganz kurzen kleinen Lichtbogen. Da können wir das jetzt ganz kurz vernachlässigen. Dass ja, jetzt lass mich aber auch hier meine Arbeit zu Ende machen. Nicht, dass ich den Moment verpasse. Okay, Entschuldigung. Ich bin ja Influencer. Ja. Weißt du, wie geil das ist, wenn ich irgendwo manchmal auch irgendwo bin geschäftlich oder so. Ja. Dann bist du irgendwo im Hotel und dann bist du von einem Termin zum nächsten, dann bin ich im Aufzug ja. und denke, irgendwie, du machst jetzt irgendeine Story, dann liest irgendwie so Insta-Nachrichten ja. und dann kommen irgendwie so ältere Leute in Dings. Und dann, für die bist du dann ein junger Mann. Du siehst ja noch jung aus. Und dann habe ich schon echt zweimal oder dreimal gehabt, dann stehst du dann da und sagst hallo und guckst aber sofort in dein Handy und so weiter, dann gucken die sich an und schütteln dann, die denken, ja, die Jugend von heute, nur am Handy. Ja, ich arbeite. Wir verdienen Geld damit. Die sollen mal hier reinkommen bei dir. Ja, das Erste, was du siehst, die Arbeitsplätze, die Bildschirme. Dann weißt du, was hier abgeht. Ja, ja ist doch nur YouTube. Also pass auf, jetzt muss das aber hier... Ich bin, weil wir haben hier auch Lüfteraktzündung. Das heißt, ich muss kurz berühren, dann hochziehen. Aber wir gucken, ob es klappt. Du hättest ja normalerweise auch... Krass, passt das überhaupt? Du musst hinten aufmachen. Ich habe keine Ahnung. Darf ich das kurz erklären? So, du hast hier einen Hebel, den kannst du drücken und drehen. Wo, was? So. Okay, jetzt habe ich es richtig drücken drauf. Und drehen. Und jetzt kannst du nochmal drücken und zudrehen, dann wird dann spannend es an deinem drehen? Schädel. Wo ist drücken und drehen? Hier. Knopf.
Ja. Den kannst du drücken und drehen. Genau, damit mache ich das Nackenband hier zu. Genau. Mach nicht zu stark, sonst kriegst du Blutungen. So, und jetzt gucke ich dich an und das Ding ist Vision is clear. Ich sehe dich. Genau. Er sieht verdammt cool aus, ne? Ja, du siehst gut aus. Das freut mich. Nicht sagen, dass es jetzt besser ist, aber es sieht gut aus. Ja. Wo man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Eben haben sie auch schon wieder gesagt, das Weiß-T-Shirt steht dir viel besser. Nee, steht dir gut, aber du solltest Ivan im Ärmel tragen. Okay. Aber jetzt gucke ich hier drauf und das Ding macht dunkel. So, das Thema ist, die Sensoren, die hier sind, die reagieren schon auf solche Lampen. Ne? Ja. Das ist halt so. Es gibt eine Einstellung, da kannst du diese Sensibilität runterschrauben. Ja. Die Gefahr ist aber dann, dass er da vielleicht mal, da kann man so einen Kompromiss finden. Ja? Okay. Du hast jetzt natürlich hier Luxusbedingungen, überall hell. Aber das kann man einstellen. Ja? Ja, das ist die Ironman-Version, ne? Ja, die müssen doch automatisch zugehen. Jo. Doch, nicht zu locker gemacht. Jetzt ist er zu locker. Du musst es locker machen, dann kannst du den hier machen. Also die besten Schweißer haben halt natürlich ihre Sachen in der Hand. Ja. Und bevor die anfangen zu schweißen, die halten jetzt den Zusatz zum Beispiel, ich jetzt nicht habe. Und dann machen die so. Ja? Das ist natürlich cool. Es geht los. Warte. Ich guck nochmal, ist der noch on hier? Weißt du was? 53, okay. Wie, ist der schon runtergegangen mit der Leistung? Nein. Nee, der zeigt. Können wir den beiseite ziehen? Die Bedingungen sind hier nicht ideal. Wir machen hier einen ganz kleinen Versuch, ja. Okay. Bitte nicht nachmachen. Ja, und Feuerlöscher steht auch beiseite. Genau. Und was du mir heute Mittag auch gesagt hast, es ist ja ein Unterschied. Du würdest jetzt hier schweißen. Ja. Und du denkst, naja, es ist ja jetzt keine Schweißerwerkstatt, aber ich bin ja da. Ich sehe ja jetzt, ob hier was brennt. Aber die Gefahr ist, dass irgendwie so ein Spritzer irgendwo in die Ecke. Hinten die Ecke, ne? Genau, und dann gehst glimmt. Du glimmt schön weiter, nach 20 Minuten gehst du aus der Werkstatt, morgens kommst du wieder, brauchst du nicht mehr putzen. Schon oft passiert, eine Holzwerkstatt ist kein geeigneter Schweißplatz. Wobei wir sagen müssen, wir sind im Ursprünglichen keine Holzwerkstatt, weil was ihr natürlich hinter der Kamera nicht seht, das hier sieht nach Holz aus, da vorne, das ist im Prinzip alte Motorradwerkstatt. Und wir überlegen uns, da hinten eine Schweißerecke zu machen. Ne? Dafür habt ihr ja den Schweißtisch jetzt. Genau. So, jetzt aber. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Also du willst jetzt einfach nur mal so punkten? Ich will nur einmal kurz zünden. Okay, da kommt er schon. Macht er was? Das Thema ist halt, ich habe die Lüftabzündung. Er zündet, aber die Wolfram-Methode brennt halt durch dieses aktive Gas. Ich will noch ein bisschen mehr. Wir kriegen das hin. Was sagt der da hinten? Nix? Nee, was soll er jetzt sagen? Ich habe gedacht, dass der jetzt ausgeht, weil wir haben einen Kurzschluss gemacht. Ja gut, für den ist es ja kein Kurzschluss, für den ist es einfach eine elektrische Leistung, die abgefeuert ist. Also leistungstechnisch sagt er, dass er hier so bis 100 Watt hochgeht. Das kommt mir sehr wenig vor. Das kann natürlich. Guck mal. Hammer. Das geht. Was sagt er uns? Was hat er uns gesagt? Ja, guten Tag. Also hier ist der Beweis. Wir haben jetzt Wickgeschweiß natürlich durch das aktive Gas. Mhm. Wir hätten reines Argongas gebraucht. Ist die Wolfram-Methode natürlich in Mitleidenschaft gegangen. Okay. Ne? So, was wir jetzt machen, wir probieren jetzt das Schutzgasschweißen aus, indem wir den Brenner wieder anschließen. Und wenn das klappt mit deinem Akku-Ding, nehme ich das mit. Für weitere Experimente. Weil das ist der Hammer. Ja, ne? Was können wir denn jetzt? Können wir jetzt nochmal Füll dran schweißen? Ja, machen wir jetzt. Okay. Wir machen jetzt Schutzgasschweißen. Okay. Womit ich den Tisch geschweißt habe. Ja. Ja? Also, wie sieht man, ich habe hier mit 40 Ampere geschweißt, ne? Mhm. Okay, geschweißt schon, aufgeschmolzen. Also das ist sehr, sehr aufregend für mich, sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Du bringst mich auf Gedanken, wirklich sehr spannend. Sollen wir das nicht vielleicht lieber am Schweißtisch machen, schweißen? Ja, dafür haben wir ja das Powerpack, dass wir einfach mobil sind. Richtig, du richtig. Du willst ja jetzt nicht extra noch ein Kabel legen. Nein. Wir gehen hier rüber. Haben wir eigentlich... irgendwas fehlt doch noch hier. Aber die Lüfter gehen, aber es ist halt auch schweinewarm hier, ne? Ich merke, du baust nicht hin. So, ne? Day after day schreibt, Mann, oh Mann, wie kann man so einen Müll anschauen? Ja, das frage ich mich auch, warum guckst du denn so einen Müll?
Was für Müll gucke ich denn? Na, er bezahlt unsere Sendung als Müll. Ach so, ja, dann. Wieso guckt er dann? Genau. Wieso guckt er dann? Ich meine, ich kann ja parallel, während ich das hier mache, die Fragen der Zuschauer beantworten, was das Schweißen angeht. Ja. Aber es gibt da wohl nicht so viele, die was... Wie ist die Qualität von Weldinger Schweißgeräten? Auch sehr gut. Aber was heißt sehr gut? Ich meine, für das Geld bekommst du halt das, was du bekommst, ja? Also ich würde was jetzt... Was ist denn Weldinger? Ist Weldinger auch China? Weldinger ist auch, ja, kann man so sagen, ist auch China. Ist ungefähr wie das hier angesiedelt. Vielleicht sogar ein bisschen teurer. Die haben auch ein bisschen mehr an Funktionen. Das heißt, nicht Steigerung, aber wenn ich jetzt das hier nicht bekommen würde, das hier, dann würde ich mich nach dem Weldinger umschauen. Ja. Ja. Ist Weldinger, Stahlwerk. Ist das ein deutscher Distributor? Ist ein deutscher Distributor. Was lustig ist auch, dass die Kollegen dann auch immer markige Namen erfinden für die China-Importe. Stahlwerk, Weldinger, Holzmann. Nicht zu verwechseln mit Stahlwille. Mit wem? Mit Stahlwille. Weil das war nämlich Eduard Wille. Okay. Der hieß so. Ja, war Marketing. Wahrscheinlich auch willensstark, der Kollege. Ja. Aber heute kommt ja sehr vieles von da. Ne? Das ist... Wie ist deine Einstellung überhaupt zu China-Sachen? Meine Meinung zu China-Sachen? Ja. Die du... Ja, wir haben das ja schon so ein bisschen... Muss ich deine Videos mal rückwirkend mal ein bisschen durchschauen. Ja, du musst halt immer gucken, ne? Meine ich mit Made in China wirklich preiswertes Zeug oder gar billiges Zeug oder AliExpress oder so? Oder meine ich ein iPhone oder ein Xiaomi-Handy, was im Prinzip die besten Handys sind? Ja, könnte ich kurz den Seitenschneider nochmal haben? Wir haben ja schon öfter so den Vergleich China und Made in Germany zum Beispiel. Ihr werdet wahrscheinlich kennen das Video, die 150 Euro China-Säge gegen die 1500 Euro Stiel. Da habe ich im Prinzip gesagt, okay, wenn du einmal Brennholz machen willst oder so, dann ist die Performance erstaunlich gut. Aber ich denke nicht, dass dann ein Profi mit in den Forst gehen wird, weil er ist auf seine Maschine angewiesen. Und selbst... Sagen wir mal, wenn die Qualität nur 20% besser wäre, die Ausfallhäufigkeit 20% geringer, dann sind die 20% locker das Geld wert, als wenn du irgendwie einen Ausfalltag hast oder so. Oder dich auch darum ärgerst. Irgendwann, das ist ja bei vielen so, dann sagst du, okay, ich gebe jetzt mehr Geld aus, weil ich habe auch keinen Bock auf Stress. Du willst einfach, das muss funktionieren. Und du weißt dann wiederum auch, weil wenn zu dir einer kommt und sagt, hier, ich will deine, was weiß ich, deine Beratungsleistung oder du sollst mir einen Kurs geben, dann wird er ja auch eine gute Qualität bekommen, aber das muss auch bezahlt werden, das weißt du ja selber. Und wenn du dann selber Konsument bist, weißt du ja auch, okay, ich schaffe mir irgendwas an und es ist mir auch klar, dass davon auch Arbeitsplätze abhängen, dass das alles, ne? Also es ist immer so eine, finde ich so, der Zweck heiligt manchmal die Mittel. Und ich habe auch, das habe ich den Zuschauern noch gar nicht erzählt, ich habe eine China-Säge bestellt über... War das AliExpress oder so? Wollte ich auch die ganze Zeit mal ausprobieren. Und das Problem ist, wenn du eine China-Säge bestellst, die im Prinzip ein Nachbau von einer Stiel ist, da kannst du sicher davon ausgehen, dass das Ding nicht hier ankommt, weil die Kollegen von Stiel auch eine gute Rechtsabteilung am Start haben und gerade mit Produktmarkenschutz und so. Und ich dachte, okay, ich bestelle einfach Ersatzteile. Aber es wurden sämtliche Ersatzteile konfisziert und vernichtet. Fand ich auch ganz interessant. Aber das schaffen die ja nicht überall, ne? Nein, natürlich nicht. Das war damals ja halt... Ich fand es nur lustig, weil dann wird natürlich gesagt, nee, das darf nicht in Verkehr gebracht werden wegen Sicherheit und so. Ich wollte es ja nur journalistisch quasi mal sehen. So, wir stellen die Maschine jetzt im Mack-Bereich auf geringste Leistung ein. Das sind auch 30 Ampere. Das heißt, wir würden jetzt hier theoretisch 0,8er Bleche schweißen. Das heißt, wir wollen jetzt einfach ein paar Punkte ablegen, holen unseren Probebehälter rüber. Hier Fabi S. schreibt sogar Stiel hat Werke in China. Klar, also
Tesla fertigt ja, fertigen die schon in China. Und da ist aber natürlich eine Qualitätskontrolle, das ganze Management, das ganze Produktionsmanagement. Ja. Das sind ja Prozesse, die dann dort eingeführt werden. Und zum Beispiel, ich glaube, KTM fertigt auch in Indien mittlerweile bestimmte Motorräder. Und ja, ich glaube schon, dass es teilweise dann noch ein Unterschied ist, als wenn das Gerät jetzt hier läuft. Aber die Stihl, die in China gefertigt ist, ist auch nicht die MS-500i. Sondern das ist dann die MS-170, also das Einsteigermodell. Und dann, da ist auch wieder... Wo kommen denn die hochwertigsten Telefone, Smartphones denn her? Ja, meine ich. Ja klar, du kannst das nicht pauschalisieren. Ne? Genau. Aber so ein iPhone oder was anderes, Vergleichbares, kostet auch ein Tausender, ne? Das ist auch Irrsinn. Und dann ja gut, holst das, du ist, alle, das ist einfach... Das holst ist einfach, du dir alle zwei Jahre was Neues. Also das ist geniales Marketing. Wahnsinn. Apple... Gibt dir das Gefühl jedes Jahr, dass du wieder du bist was Besonderes. 1000 Euro für ein Smartphone genau. rausballern musst. Du musst mal gucken, in Russland, ja, das beste Geschenk, was du einer, vielleicht ist es heute nicht mehr so stark, aber früher war das so, das beste Geschenk, was du einer Frau machen kannst, wenn du ihr ein aktuelles iPhone kaufst. Weil bei denen kosten die ja noch mehr durch den Import. Ja, das heißt, das ist schon quasi ein Kleinwagen schon fast zu kaufen. Und das ist für die wirklich absolut... Ich war in China... auf dem Job, geschäftlich, und da war gerade die Zeit, als das neue iPhone rauskam und es war gerade bestellbar oder so, und ich saß in einem McDonald's und da saßen die Chinesen am Tisch und waren nur am gucken, wer schon das neue iPhone, wo kriegst du das und so weiter. Mhm. Total verrückt. Und der Durchschnittsverdiener dort verdient ja deutlich weniger. Natürlich kostet das Gerät auch ein bisschen weniger, aber das ist total verrückt. Ja. Also das ist Wahnsinn. Muss man schon anerkennen, ne? Ja. Jo. So. So, was geht? Was sagt die Akkuleistung da? Die Leistung, ja, momentan, der läuft ja im Standby, der hat dann 27 Watt. So, ich gebe jetzt einen Punkt ab. Also im Zweifel wird er nicht so... Wenn, dann geht er aus, wenn irgendein Problem ist. Genau, der hat so ein bisschen Overload für einen Peak. Und dann sehe ich das vielleicht noch. Okay, wenn das ganz schnell ist, dann zeigt er sofort Overload. Dann sehe ich auch nicht, was da... Du musst mir nur sagen, was ich... Könntest du noch ein bisschen mehr von rechts, weil die Kamera läuft. Von rechts, so quasi? Ja. Ich schütze jetzt auch mit der Hand, dass die Funken nicht weit fliegen oder so. Ich will einfach sehen, ob der... Okay. Okay, soweit. Und du bist jetzt mit niedriger Leistung? Ja, mit der kleinsten Leistung, um zu starten. Okay. Go? Ja. Ey, das ist der Wahnsinn. Okay. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn, weil ich habe mir schon gedacht, dass das funktioniert. Was sagt der mit der Leistung jetzt? Das Blöde ist, wenn du schweißt, dann schaltet er hier schwarz. Aha. Aber jetzt, wie viel Prozent? Pass auf, ich kann das mal mit dem Handy. Ja, das, der zeigt mir 94% Akku. Dreht das mal am besten in die Kamera, oder? Ja, das wirst du, das wird man nicht erkennen, aber ich kann das mal filmen. Ich gehe jetzt hoch auf 50 Ampere. Kannst du das während des Schweißens machen oder musst du immer Steps machen und Pause? Nee, während des Schweißens, ich müsste einer hier regeln, einer stehen. Ach so, und drehen. Okay. Ja. Aber jetzt haben wir 30 Ampere, jetzt mal 50 Ampere könnte ich schon problemlos ein Kfz-Blech schweißen. Ne? Also das ist quasi, wenn du so ein Ding dabei hast, kannst du ja unterwegs alles machen. Hier schreibt auch wieder, der Spruch aus China ist halt typisch deutsch. Man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Und genauso, das sage ich auch. Das ist genauso halt wie das letzte Video mit dem Elektrofahrzeug. Die Leute, alle da Scheiße. Da kannst du dich, ja. Also das gibt doch keinen, das ist, das gibt keinen Schwarz und Weiß. So, pass auf, ich mache die Erdbeeren nochmal hier schön ins Bild. ich filme jetzt hier die Leistungsaufnahme. Und ich versuche ein bisschen länger zu schweißen. Ja, genau, schweiß mal. Okay? Ja. Haben wir das Ding in der Steckdose stecken oder ist das wirklich in dem Ding drin? Hauptsache braucht man irgendwie. Wie? Nein, nein, das ist natürlich klar. Ja, aber das. Pass auf, jetzt werde ich. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt ein bisschen unfassbar für mich. Das ist wirklich unfassbar. Ich muss das mal sehen. Darf ich mal ganz kurz? Da. 1900 Watt.
Ja, warte. Muss es. Wie viel kostet sowas? Hast du? Ja. Warte, ich versuch's noch. Das ist halt live, ne? Was aber. Ist halt live. Das ist aber mit dem Fokus komisch. Zurück. Wer zu dir? Wer zu dir? Ja, jetzt wissen ja. Perfekt. Aber da, wo ich meinen Baum habe, da kommen die Leute. Und da seht ihr jetzt ungefähr 1900. Ich glaube, er hat dann auch nur noch irgendwie eine halbe Stunde hier, oder so angezeigt. Hier. Vielleicht kann man das direkt mal zeigen. Es ist jetzt nicht, wir schweißen gleich noch schöner, aber wir haben eine Schweißnaht geschweißt, ne? Krass. Ja, du bist unterwegs und du hast das Ding dabei, hast aber keinen Strom, hast aber ein Schweißgerät. Ja. Was Halleluja. Ja, ja. Da kannst du gerade mal ja, schweißen, ne? Schon Hammer. Wird krass, auch ne? halten. Ja. Ich habe auch gesehen, der Lichtbogen läuft alle super. Ja. Also das brauchen wir. Also was ich gerne machen würde. Ja. Wie viel kostet so etwas? 1300 würde ich sagen. Ah, ich gucke noch mal, ob ich den Link finde. Aha. Schreiben wir das noch mal in die Beschreibung. Also ist natürlich nicht ganz billig, aber das ist ja jetzt auch im Prinzip kannst du für sowas. Du kannst das zum Camping mit rausnehmen. Du kannst da echt ein Solarpanel mit dran schließen. Ja. Und dann lädst du mit Solar, ja, mit Solarzellen unterstützend schweißen. Ja, also vorsichtig. Ja, ich weiß, 100 Watt Solar, ja. Dann brauchst du einen Tag, bis das Ding wieder voll ist. Aber ey, also... Und der war jetzt schon an der Leistungsgrenze, ne? Ja, aber trotzdem, ja, mit also mehr hättest du... Das sind 5 mm Wandung, Rohre, und ich habe Probleme, das ist aufgeschmolzen. Ne? Also das ist schon... Was ich gerne mal machen würde... Okay, jetzt habe ich dein Lidl-Schweißgerät, würde ich gerne testen. Das müsste ich mal testen, mal einen intensiven Test mal mitmachen. Muss was trinken. Was trinkst du? Was ist das hier in dieser Flasche? Göscher. Kennst du das? Naturradler. Ist da Alkohol drin? Ein bisschen. Aha. Ich muss fahren. Aber warte mal, ich hätte auch... Nee, ich trinke das hier. Ich hätte auch alkoholfreies Weizen. Nee, das ist gut. Ja? Das ist gut. Maya Matte. Cheers. Cheers. Man merkt die Spannung zwischen uns, ne? Ja, auf die Spannung. Genau, es geht heute um Spannung, es geht heute um Schweißen. Schweißen verbindet. Das Erste, was er sagte, als ich ihn heute begrüßte, da meintest du, ich wäre so entspannt. Ja, also du, ich meine, ich bin ja auch... in den Videos ein bisschen anders. Du weißt, es ist so, sobald die Kamera an ist, irgendwas passiert, egal wie oft du Videos machst. Du veränderst dich schon minimal, auch wenn du das nicht merkst. Und ich habe dich, wie soll ich sagen, etwas, nicht falsch verstehen, etwas aktiver, energischer in Erinnerung, laut Videos. Ich habe dich ja nur auf den Videos gesehen. Und dann kommst du, hallo, alles gut, so und so. Und ich merke, oh, das ist gut, es ist entspannt, kein Stress. Bis natürlich der Schweißtisch gekommen ist. Da muss natürlich Gas geben. Ne? Ja. So, Ivan im Ärmel. Anonym schreibt, ich habe damals auf dem Campingplatz versucht zu schweißen mit Stromerzeuger und Mick und Mack und MMA probiert, ging alles nicht. So ein Solarakku gab es damals noch nicht. Dann war der Stromerzeuger zu schwach. Es gibt halt Stromerzeuger, die gehen dann extrem in die Knie. Du kannst nicht mit so einem 200-Euro Stromerzeuger, ne? Du brauchst da schon so ein, wie nennt man die zum Beispiel, wo ich weiß, dass die funktionieren. Enders, sagt ihr das was? Professionell? Endres. Endres, genau. Endres, so ein Duplex, ja, so 6000 irgendwas. Das Ding kostet aber auch 2-3 aufwärts. Damit könntest du... Ja, ja. Aber das hier, ich meine, gut, das Ding kostet jetzt auch 1300 Euro, aber ich wollte das mal getestet haben und ich habe nicht damit erwartet, dass wir das heute... Also es wird demnächst, denke ich mal... intensiven Test. Ja, das Thema hier mit so Powerbanks und so, super interessant. Interessiert mich auch brennend. Was? Und da werde ich dranbleiben und ich denke, da wird es auch noch Sachen geben, die dann auch wirklich... 3 kW locker können. Ein sehr spannender Test wäre Elektrode schweißen, ja. Weil hier haben wir ja nur 0,8er Elektrode gehabt bei Max Schweißen. Ja. Sehr geringer Querschnitt. Ja. Wenn du Elektrode schweißt, hast du ja schon 2,5, ein bisschen dicker. Ja. Und der Moment,
Ich würde gerne wissen, ob man damit kleben bleibt oder es schafft, einen Lichtbogen zu zünden, ob man damit E-Hand schweißen kann. Weißt du, was wir machen? Wenn ich mal wieder sowas habe, Next Level, sagt dir Bescheid, Next Level. Kommst du vorbei mit so einem Teil und dann versuchen wir das. Ja, gerne, gerne. Also, weil das ist echt super interessant. Und ich habe eben schon angerissen, ne, dass ich irgendwie gucke, wie ich jetzt den Wohnwagen wieder autark kriege, ordentlich. Und ich habe eigentlich so eine Vision, irgendwie so 15 bis 20 kW Lithium. Sagt dir das was? Also 15 Kilowattstunden ist schon eine Menge, Kapazität. Ja. So ein Elektroauto hat ja 100. Also unsere E-Golfs haben um die 35. Mhm. Was hat das dann zu sagen, was für eine Aussage ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Elektroauto schaue, da steht da 150 kW oder 350 das Kilo? Das ist die Leistung, ne? Nein, das ist der, also wahrscheinlich meinst du dann den maximalen Ladestrom. Ja, wahrscheinlich. Also ganz platt gesagt, du hast einen Akku mit 100 Kilowattstunden Kapazität. Und du würdest davon ausgehen, dass dieser Akku die ganze Zeit mit 100 kW geladen werden kann, dann hättest du den Akku in einer Stunde voll. Mhm. Was in der Praxis dann nicht so ist, weil zum Ende hin die letzten 20% sind in der Regel langsamer. Es gibt aber auch Elektroautos, die zum Beispiel der e-tron, der konnte quasi bis zum Schluss mit 125 kW laden, aber so Porsche Taycan und so, die können theoretisch, glaube ich schon, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 350 kW laden, wenn du die entsprechende Ladeinfrastruktur hast. Das heißt nach 20, 30 Minuten voll, 80%. Genau, nach einer Viertelstunde hast du 80%. Ah, Viertelstunde. Ja, sag ich mal ja, so. Was hast du denn vor mit dem Wohnwagen? Soll er selber fahren oder warum so viel Leistung? Willst du da... Nee, autark. Ich will, zum Beispiel, dass du, was weiß ich, auch wenn die Sonne nicht scheint, kannst du ja ganz klar die Klimaanlage laufen lassen. Ach so. Oder so eine Wallbox fürs E-Auto. Ja. Das ist natürlich ein Männerprojekt. Das ist einfach so, das macht gar keinen Sinn. Ja. Aber ich habe dann 5 kW Wechselrichter und dann könnte ich zum Beispiel auch mit 5 kW Wechselstrom, mit so einer Wallbox, das E-Auto am Wohnwagen laden. Warte mal, habe ich die Idee von dir oder wer hatte das mal, ich habe jetzt ein Déjà-vu, dass das jemand auch mal machen wollte. Hast du das schon mal gesagt gehabt? Ich habe das tatsächlich schon mal mit einem E-Up gemacht. Mit dem Wohnwagen, aber da waren die Solarzellen noch in der Nähe. Das ist schon verrückt, ne? Das ist wie Schweißen mit einem Akkuteil. Ja. So. Schweißen sind natürlich viele Begriffe, ne? Also, was ich immer krass finde, wenn du echt mit so einem E-Auto an so einer Schnellladesäule bist und du hast wirklich so 100 kW, 300 kW oder so und dann machst du den Stecker da rein, dann weißt du, was da für Ströme durchgehen und hörst du das Brummen des Trafos. Ich finde, das ist schon mächtig, weil man eben so 100 kW, also 100 kW finde ich schon krass. Wo hast du denn im Haushalt hier 100 kW? Gut, du kennst dich halt damit aus. Eine normale Hausfrau, die das Ding da reinknallt, die ist das doch egal. Ah, ja gut, das muss funktionieren. So soll es ja auch sein. Ne? Also okay, das Experiment. Also müssen wir ausweiten. Können wir wieder ausschalten? Müssen wir ausweiten. Jetzt haben wir immer noch nicht gesehen, ob ich es auch drauf habe. Willst du mal probieren? Läuft jetzt gerade alles. Wie? Mit dem Akku und dem ganzen Gerät? Ja, warum nicht? Ja? Okay. Komm. Okay. Da kann ich zumindest sagen, es lag am Akku, wenn es nicht läuft. Wir lassen die Einstellung alles so. Ja. Du hast nicht zufällig Jäckchen oder Ärmel oder sowas? Ich habe nur meine, aber die sind schon recht verschwitzt. Jacke mit Ärmel. Also, dass die Haut halt ein bisschen bedeckt ist, weil du bist relativ hell. Auch ein kurzer Lichtbogen reicht schon, ne, wenn man da... Also geht es nur um Lichtschutz? Ja, du wirst sofort braun oder rot. Ja, aber Solarium hat er jetzt auch nicht auf, ne? So, ich übernehme die Sendung jetzt ganz kurz. So, ich frage mich, wer die 24 Daumen runter gemacht hat. Sind das alle Menschen, die mich kennen? Nein, Spaß. Alu Löffel, guten Tag, mein Freund. Geiler Kanal, machst du coole Sachen. Wir müssen auch was zusammen mal machen. Was Aluminium angeht, Reparaturen, Motorräder, also wirklich spitze. Alu Löffel sollte man auch auf jeden Fall gucken. Ne?
Ja, ich habe schon Experiment gemacht. Da haben wir einfach einen Nagel genommen, quasi ohne alles, und diesen Nagel dann versucht zu punkten. Das geht. Du hast wiederum das Problem mit der Atmosphäre. Und dann sind wir hingegangen, haben Glasscherben genommen, Sand genommen und versucht, diese Area zu schützen. Das funktioniert. Unglaublich, wie gut. Ja, also es gibt schon verrückte Sachen. So ein, hier so ein Hoodie geht? Ja, perfekt. Okay. Hauptsache, die Arme sind zu. Ja. So, Handschuhe haben wir für dich auch schon. Leider haben wir so keine so tolle Blechelchen, aber ich glaube, wir können ja das hier wiederholen, dass du einfach daneben, klemm das mal an hier so, das kann nicht weg. Ja. Ja, so unfassbar, dass wir im letzten Stream noch einen Ofen an hatten. Das war noch richtig kalt. Ja. Hier diese Handschuhe bitte. Ja. So. Hast du Angst oder Respekt vor Schweißen? Nö. Sehr gut. Ich habe früher mal gedacht, ob man beim Schweißen selber für den Anwender die Gefahr eines Stromschlags hat. Die Frage hat man, die Angst hat man immer, aber die Geräte, zumindest die geprüften, die in Deutschland sind, die haben eine sogenannte Leerlaufspannung. Ja. Und diese Leerlaufspannung, quasi für den Start, für diesen Prozess im Leerlauf, du kannst keine Gewicht bekommen. Manche merken diese Leerlaufspannung. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier das, ich habe das Werkstück jetzt hier liegen, ja, das Massekabel ist dort. Dann merkst du ein leichtes Kribbeln. Genau, aber das merken wirklich außergewöhnliche Menschen. Das merkt nicht jeder. So, und ich würde jetzt die Hand hier drauflegen und würde versuchen, hier zu schweißen. Ja. Du schweißt nicht. Ja, du kriegst keinen Schlag ab. Wenn du hier zündest, er zündet ja nur auf Metall, weil dein Körper kann ja gar nicht so leiten wie Metall. Ja, ja, klar. Deswegen diese Leerlaufspannung. Und die ist begrenzt. Und deswegen kann auch nichts passieren. Natürlich, wenn du so schlau bist und während des Schweißens steckst du deinen Finger in den Lichtbogen, dann verbrennst du dir den Finger, aber du kriegst jetzt keine Stromschlag in dem Sinne. Anonym sagt, im Regen könnte es passieren. Ja, man sagt, wenn du Elektrode schweißt und du stehst in einer nassen Pfütze und du bist nackt und du hast Masse angepackt und hast die Elektrode, sollte man nicht tun. Aber der Trend geht ja wieder vom Nacktschweißen weg. Ja, ne? Ja, sieht man, du hast dich angezogen. Ja. Weil es gibt ein paar Bekloppte, die machen das, ne? So Nacktschweißen. So. Das war verrückt. Habe ich schon gesehen, so in so Unterhosen. Amis sind da ja natürlich total bekloppt. Ich war mal in Carrara, im Marmorsteinbruch, wo der Marmor abgebaut wird. Ja. Ne? War wahrscheinlich so heiß, dass die da drin nass... Es war brutals heiß. Ja. Und wir hatten allen Sonnenbrand, und zwar auf dem Kopf, auf der Kopfhaut noch nie, weil das ganze weiße Carrara-Marmor so krass reflektiert. Das war übelst. Aber was krass war, dass die ganzen Locals, die ganzen Arbeiter da, die sind in einer kurzen Badehose rumgelaufen. S3-Schuhe, kurze Badehose, sonst nichts. Geil. Es war... Mallorca. Am besten kommst du hier rüber. Okay. Okay, also der läuft ja noch, ne? Ja. Ja. 94% hat er noch. Ja, das ist unfassbar. Mal sehen, ob wir die überhaupt heute klein bekommen. Also es ist eigentlich soweit alles eingestellt. Ja. Du kannst den Brenner nehmen, du siehst, da ist der Draht, du hältst einen gewissen Abstand, ungefähr so, dann drückst du auf den Knopf, dann siehst du, dass der Draht kommt und dann wird der Kurzschluss entstehen und dann siehst du, wie der Lichtbogen und die Schmelze da ist und dann machst du einfach nur so. Und du siehst ja das geschmolzene Schweißbad, du versuchst natürlich nicht so zu machen oder so, sondern dass du einfach gleichmäßig führst und mit dem Schweißbad siehst du, wie du das einfach allmählich aufbaust. Wenn du zu langsam bist, wirst du das auch sehen. Probier einfach ein Stück. Du kannst ja auch einfach mal kurz punkten oder sowas. Sieht man? Ich mag es nicht, wenn ich Dinge nicht kann. Ne? Du kannst das. Nee, aber ich weiß du kannst nicht, das wird funktionieren. Mach erstmal einfach einen Punkt. Drück ab, zähle 1, 2 und lass los. Drück ab, zähle 1, 2 und lass los. Wie, abdrücken? Also abdrücken meinst du hier? Genau, und dann zählst du 1, 2 und lässt los. Und also loslassen meinst du hier? Ja, weil wir nur einen Punkt machen. Wir machen einen 2-Sekunden-Punkt und dann siehst du schon, dass das geht. Okay, und den Abstand, das ist ungefähr so richtig? Siehst du was? So. Okay. Hä, was machst du mit der anderen Hand? Hältst du den Schlauch? Du kannst oder? Folgendes machen, als Anfänger auch interessant. Guck mal hier. Ich stütze mich immer ab. Ja? Okay. So, kann ja nichts passieren. Du hast während des Schweißens. Während des Schweißens. Hältst du die Hand dahin? So. Aber das würdest du jetzt nicht ohne Handschuhe machen? Würde ich auch ohne Handschuhe machen.
Aber das soll man nicht, weil das gefährlich ist. So, das heißt, du kannst mit einer Hand hier abstützen, dann kriegst du den Rüssel besser unter Kontrolle quasi. Ne? Aber was ich jetzt damit meine mit 1-2 Sekunden, das heißt, du drückst den Taster, dann schweißt der ja und du machst 1, 2, bei 3 lässt du los, dann hast du so einen Punkt dahin gemacht. Und das ist ja schon Schweißen. Du hast gerade gesagt, man soll sich abstützen, dann hat man den Rüssel besser unter Kontrolle? Ganz genau. Also auch beim, ne? In vielen Situationen ist es in unserem Alter besser, wenn man sich abstützt, um den Rüssel besser unter Kontrolle zu halten. Nils, wie ist das vom Bild her? Okay. So abdrücken, 1, 2 und los. Jetzt kannst du das Ganze ein bisschen länger machen. Mhm. Aber auch nochmal einen Punkt. Ja, ein bisschen länger. Jetzt kannst du loslassen. Jetzt hast du einen richtig schönen Punkt gemacht. Guck. Das ist der schönste Punkt, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, Schweißwurst-Diplom, oder? Ja, und jetzt kannst du natürlich einfach das, was du jetzt gemacht hast, einfach führen. Das ist ja cool. Gut, ich brate jetzt rum. Ne? Da ist ja egal, du kannst ja mal ein bisschen führen. Okay. Zieh mal eine Line. Ja, meine Nasenschleimhäute machen das nicht mehr so mit. Aber ziehe ich jetzt mal ich erkläre dir ganz kurz was, genau. Mhm. Heute, bei den aktuellen Systemen ist es so, man schweißt in der Regel, ich beiß immer diesen einen Punkt immer ab. Ne, weil es ist, was ist das? So, in der Regel schweißt man... Warum machst du das jetzt? Weil was passieren kann, wenn du nicht genug Leistung hast, bildet sich hier ein großer Tropfen. Ja. So, beim Abbrennen, wenn du aufhörst, Rückbrand, da hast du so einen großen Tropfen und du siehst, wenn du unter dem Mikroskop guckst, so eine glasige Schicht bildet sich unten an dem Tropfen und dann, das hast du gerade eben hier beim ersten Mal gemerkt, wenn du dann nochmal zündest, dann zündet der schlecht und da springt sogar ein bisschen ein Stück Draht und fliegt durch die Gegend. Okay. So, wenn ich das jetzt hier so abschneide und das Ding ist, dann wird er viel besser zünden und der Start wird viel schöner. So, und wenn ich jetzt schweiße, ich würde quasi versuchen, stechen zu schweißen, ja, dass ich das sehe. Das heißt, also du schiebst quasi, du ziehst nicht, du schiebst. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich habe von der Seite Blick auf mein Schmelzbad und würde dann einfach leicht nach unten fallen schweißen. Fallend. So, quasi so. Ja? Umso näher du dran bist, umso besser, weil dann schützt es auch schön. Mhm. Ich probiere das mal. Probier mal. Auch wieder so mit dem Abstand, würdest du das machen? Ja, ja, ja. Und hier so am Rand? Warte kurz. So, siehst du was? Ja. So, und jetzt führst du so runter. Probier mal. Aber da muss ich natürlich den Abstand nachführen. Genau, den Winkel lasse ich so oder führe ich den Winkel auch so rund? Nee, das kannst du in der Position kannst du bleiben. Okay. Perfekt. Guck dir die Schweißnaht mal an, Jung. Ist das okay? Ja, super. Ja? Okay, hier ist halt so ein bisschen zum Schluss. Aber ja, aber hier bin ich auch irgendwie abgerutscht. Ja. Oder da dachte ich, ja, ich muss das Ding doch jetzt mal so ein bisschen rumführen. Also es passieren hier zwei Sachen. Erstens, wir schweißen verdammt nochmal mit einem Akku. Und für deine erste Schweißnaht ist hier das top. Ja? Also da muss sich keiner verstecken. Das ist eine super Schweißnaht. In der Schweißnaht meines Angesichts. Ja, geil. Ja, wirklich. Geil. Also wirklich gut. Und das meine ich hier. Siehst du Spritzer fliegen? Ja. Muss man natürlich aufpassen. Ne? Du machst aber gleich noch eine 2 Stunden Brandwache, ne? Ja, und das Problem. Gedränge, weißt du? Ja. Das Problem habe ich in meiner Werkstatt immer. Wenn ich am Buggy arbeite, ich baue ja mein Buggy-Projekt. Was machst du da für ein Buggy-Projekt? So ein Offroad-Buggy aus einem TT habe ich total zerschnibbelt, baue halt den Buggy komplett selber. Und jetzt haben wir das Spritsystem gecheckt und haben Sprit eingefüllt. Und jetzt jedes Mal, wenn ich eine ganz kleine Naht geschweißt habe, irgendwo, bevor ich die Firma zumache, laufe ich ungefähr 5-mal um das Auto herum. Guck nochmal überall nach. Ne? Ich glaube, das ist schon Paranoia bei mir. Also Moment, du hast ein Audi TT genommen? Geschlachtet? Also, ja, ursprünglich wollte ich schon immer ein Buggy bauen, aber mein Problem war, ich wusste nicht, wie ich ihn bauen soll. Ja? Radabstand. Also habe ich mir quasi als Basis einen alten Audi TT genommen. Ein Quattro, ich wollte Allradantrieb haben, Quattro 224 PS, dieser APX-Motor, 8N,
Ja. Von 1999. Das ist ein 1,8er T, ne? 1,8er T. Der 1,8er T mit 224 PS. 225? Hm? Hat der 225? Oder vielleicht 200, aber ich habe in der Erinnerung 150, 180, 225. Ich habe immer in der Erinnerung, okay. 224, ja. Aber ich denke, das variiert. Und dann habe ich mir ein paar Rohre bestellt. Ja, und dann habe ich eine Flex genommen und habe ihn quasi komplett klein geschnitten. So Stück war, für Stück. War das schon Cabrio? Das war kein Cabrio. Okay. So, hab ihn wirklich, aber der hatte schon Probleme. Das heißt, man hätte ihn nicht mehr zulassen können. Der, okay. Der sah gut aus, aber da waren schon ein paar Sachen. Das war viel zu. Ein Grab war das auf jeden Fall. Sollen wir hier schon mal wieder ausmachen? Ja. Ich kann nochmal sagen, wir haben jetzt hier noch 93% Akku. Das ist, es ist eigentlich, das spricht alles für dieses Ding. Ne? Also ich habe, weil ich hatte ja nur USV gehabt und wenn ich versucht habe, damit Mark zu schweißen, ja. Dann ist die ja sofort ausgegangen. Also das war jetzt die krasseste Werbung für dieses Ding meines Lebens. Ja? Ja. Also der Hersteller müsste dich jetzt anrufen und keine Ahnung was. Mit. Ja. Na, hier kannst du das. Was ja gut. Computer kannst du anschließen. Es gibt hier, steht die andere noch da? Nee, die steht schon nicht mehr da. Ne? Diese andere Powerbank, das ist wieder so. Die kleine, ich hol die mal. Da gibt es auch eine größere von. Das Problem ist nur, wenn du die jetzt laden möchtest, dann brauchst du hierfür ein Netzteil. Du kannst ja auch direkt eine Solarzelle, ist dann wieder ganz gut, da ist dann ein Laderegler und so weiter. Mhm. Aber wenn du die jetzt über Strom laden musst, du musst ein bescheuertes Netzteil haben. Hier nicht. Genau, und Netzteil, wo ist das Netzteil? Ja, geht verloren. Ja, immer, immer. Du musst das Ding rumschleppen, musst aber auch noch ein Netzteil, das ist alles nervig. Ja, ja, stimmt, auf jeden und Fall. Und hier ja. Ist es so, die haben mitgedacht, ein Kaltgerätestecker, fertig. Den findest du notfalls irgendwo, ziehst den vom PC ab oder so, Stecker rein, bumm, ist das Ding nach ein paar Stunden voll. Ja, ist wirklich, also ja. Das hat mich wirklich überrascht. Und hier kannst du trotzdem noch diese Solar. Standard, genau, ah, das für Solar, okay. Ja, das kommt hier also aus dem Modellbaubereich, ich glaube XT60 Stecker oder sowas ist das. Genau, aktive Lüfter, verdammt leistungsstabil. Haben wir gesehen. Und da wird noch mehr kommen. Aber das Thema ist halt auch wiederum der Preis. Ne? Ist ja, du kriegst ja nicht für 200 Euro. Das muss ja auch nee, aber es wird ja billiger auch. Ne? Ja. Und ich meine, guck mal, du kannst das Ding so in Hand nehmen. Ja, es ist nicht schwer. Nimm das es ist, wie eine Auto, ist eigentlich wie eine Autobatterie. Viel ne? Leichter, viel leichter. Ach, wenn du jetzt hier erstmal so. Genau. Ne? Hier jetzt du. Du kannst FitX, kannst du schon mal. Da musst du ja aber ein bisschen mehr pumpen. Ah, guck mal an. Hä? Ja, geht. Ich habe ewig nichts mehr gemacht. Guck mal, das Ding kannst du auch zum Pumpen beim Camping. Ja, klar. Hammer. Du hast noch gar nicht unseren Trainingsraum gesehen. Doch, du hast mich ja nach oben geschickt, ja. Ich sollte mich ja duschen nach der Schweißaktion. Ja. Ne? Und ich gucke, wohin, da war nur Damentoilette. Ich schleich rum, wohnt er hier vielleicht? Und da sehe ich, nee, das sieht nicht so aus, dass er hier wohnt. Gucke ich rüber, Trainingsraum. Oh, okay, alles klar. Es kann nur die Damentoilette sein. Ne? Also hier da hinten. Ich habe auf jeden Fall gerade noch eine Frage rein von Alex F. an Igor. Ja? Und zwar, was hältst du davon, wenn man ein verzinktes Rohr mit Unverzinkten verschweißt? Wiederholen wir mal Frage. Ich habe seine Arbeit gemacht. Also das Thema ist, du hast ein verzinktes Rohr und ein unverzinktes Rohr. So, es muss immer eine Schweißnahtvorbereitung gemacht werden. Du kannst nicht auf einem verzinkten Stahlblech schweißen, weil es geht schon, aber der Prozess ist wild, es fliegt alles auseinander. Das heißt, du musst an diesem verzinkten Rohr die Stelle, die du verschweißt, großräumig runterschleifen in Zink. Und dann kannst du es miteinander verschweißen. Das hast du sicherlich schon mal gemerkt, wenn jemand versucht, schnell mal eine Mutter, die galvanisiert ist oder verzinkt ist, irgendwo anzuschweißen. Ne? Das raucht, das ist ja, giftig. Ist auch nicht gesund. Genau. Das also, ist ja auch das Thema, was wir heute nicht beleuchtet haben, dass du früher, also so kenne ich das aus den Werkstätten, wo ich früher gearbeitet habe, auch, also nicht als Schweißer, da wurde manchmal noch geschweißt, da hatten die keine Absaugung. Da hast du halt den Schweißnebel und Rauch gesehen. Das passiert heute genauso. Ja. Meinst du, jeder hat eine Absaugung, jedes Unternehmen? Aber ist das nicht verpflichtend mittlerweile? Also gibt's da es gibt da mittlerweile Bestimmungen, aber ich glaube, da wird vieles, da gibt es Bestimmungen, wie hoch der Raum sein soll, damit du keine Absaugung hast. Wie ist das mit der Belüftung? Also hier bei dir ist es so, du hast ja nicht viel Fläche nach oben, dass der Rauch entweichen kann. So. Der eine Punkt ist natürlich Gefahr durch Spritzer, ist eine Sache. Ja, ja, ne? Ja. Aber jetzt... Okay, wenn wir jetzt ganz kurz Metall schweißen, da entsteht etwas Rauch, wenn du da ein bisschen was abbekommst, alles ist schlecht. Rauchen ist schlecht. Aber das kann man ja ein paar Punkte. Rauchen ist schlecht. Ein paar Punkte, Alkohol ist schlecht.
Ein paar Punkte, das würde dich jetzt nicht umbringen, aber wenn du auf Dauer die ganze Zeit diese Räuche, Stäube inhalierst, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gesund ist. Ich habe eine Rauchabsaugung bei mir stehen, ja. Eine große. Alle zwei Wochen, da ist so ein Filter, so ein blauer Filter. Und wenn du das aufmachst, dann siehst du ganz genau, was los war. Und ich habe keine große Werkstatt, so viel mache ich da nicht. Nach zwei Wochen mache ich das Ding auf, das blaue Ding ist schwarz. Oder so. Du müsstest es machen wie in der Dampferszene, dass es vielleicht so Liquids gibt für Schweißgeräte. Da so ein bisschen Aroma schweißen. Ja. Ne? Nach Banane. Und dann kommt der Punkt, Maracuja. Was noch viel gefährlicher ist, ist zum Beispiel Aluminium schweißen. Ja. Weil Aluminium ist wohl das, was da passiert. Man hat das, glaube ich, sogar schon erwiesen, dass es auch zu Alzheimer führen kann. Ja, ja, also, aber das hast du ja dann vergessen. Genau. Also von daher ist es ja auch wieder. Genau, also man sollte das. Oder was interessant ist, was viele unterschätzen, ist das Wickschweißen. Du siehst keinen Rauch, du siehst gar nichts. Aber du schmilzt Chromnickelstahl, Edelstahl auf, es geht in die Luft und das ziehst du dann rein. Ne? Stimmt es, dass beim Aluschweißen die Zähne ausfallen wegen den Schwefeldämpfen? Wahrscheinlich nicht sofort, aber es geht natürlich so. Aber weißt du was? Jeder, der schon mal Alu geschweißt hat, der wird das sofort mal gemerkt haben. Wenn du so die ersten paar Wolken abbekommen hast, so komisch, deine Zähne werden dann so trocken, nicht trocken, so stumpf. Ich sag mal, wenn du solche Sachen merkst, dann weißt du natürlich auch schon, da ist nichts gut, ne? Ja. Man muss, also wenn du keine Absaugung hast, es gibt diese 3M oder es gibt diese Masken, die hier so Filter haben. Ja. Das bringt es schon. Oder vielleicht nicht direkt in der Qualmwolke sitzen. Ja? Versuch dich zu positionieren, dass du den Qualm nicht einbekommst. Matthias Lange schreibt, ich sehe schon einen Aufkleber auf dem Schweißgerät. Schweißen gefährdet ihre Potenz. Womit wir dann wieder beim Thema Absaugung wären. Ne? Nee, weißt du, warum das deine Potenz... du hast ja schon Kinder, habe ich gesehen. Ja. So, ich zum Glück auch. Jetzt ist es egal, jetzt kann ich ja schweißen. Die meisten Schweißer schweißen in der Position. Hier entsteht der Lichtbogen, hier ist die Wärme. Und das geht natürlich immer hier drauf. Ja. Oh, und die Wärme ist natürlich nicht so gut. Deswegen Lederschürze. Ja. Ja, oder wenn du jetzt einen richtigen Aluminiumschweißer siehst, der den ganzen Tag Alu schweißt, der hat richtige Lederklamotten an, der hat einen Frischlufthelm an, das heißt komplett zu, der kriegt ja. Nur über Filter frische Luft. Das ist sehr schlau. Das haben wir auch schon in den Dokus gezeigt bei den Schweißern, dass die so eine Frischluftzufuhr haben. Genau. Noch krasser ist, die haben sogar einen Anschluss hier, Druckluft oder diese Luft, die sie einmachen. Mhm. An Leitungen, das wird irgendwo von irgendwo gezogen. Das heißt, du kriegst noch nicht mal gefilterte Luft, sondern du kriegst wirklich reine frische Luft. Ja. Ja, und dann, das muss heute sein. Dann können wir ja gerade noch mal auf das Thema hier eingehen. Weil dann haben wir ja schon fast so einen Rundumschlag gemacht. Naja. Nämlich, wir hatten eben diesen billigen Schweißschirm. Aber jetzt sehe ich hier so ein Ding und ich habe früher immer gedacht, okay, das ist einfach mal ein Helm. Da ist dieser Filter drin, der auch hier drin ist. Und der einzige Unterschied ist, das brauche ich nicht in der Hand halten. Und dann habe ich gedacht, Moment, hier sind ja auch so Knöpfe dran. Ja. Und habe dann erstmal gerafft, dass das Ding halt auf Sicht und unsichtbar schaltet. Von automatisch. Allein, genau. Und auch in der Stärke, wie du es brauchst. Seit wann gibt's das? Also diese Automatikkassetten, ich denke, das gibt es auch schon sehr lange. Also ich glaube, so lange schon... Ich müsste mal gucken, ob Drelle hat da ja schon so den ersten entwickelt. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr im Schweißbereich... Also mindestens seid. Mal 30 Jahre. 30 Jahre? Mindestens, denke ich. Ich hoffe, ob Drelle schlägt mich jetzt nicht tot, dass ich was Falsches gesagt habe. Aber die waren schon sehr lange dabei. Hm. Anonym schreibt, ich habe mir nach Igor seinen Besuch bei Kemper eine gebrauchte Absauganlage von denen gekauft. Ich spare noch auf einen neuen Filter, bin dann aber safe. Denk an den Vorfilter. Der Hauptfilter, der lebt nur so lange, wenn du öfters diese Vorfilter, die nichts kosten, öfters tauscht, dann lebt der Vorfilter, der Hauptfilter, der ja. Am meisten kostet. Okay, so. Aber im Prinzip, so ein Automatikhelm, nennen wir es Automatikhelm? Automatikhelm, ja. Ist eigentlich auch Standard, weil schon günstig zu bekommen. Ja, du hast beide Hände frei. Ja. Du hast eine Kassette, die auch die günstigen, die du für 30, für 50 Euro bekommst. Natürlich muss man auf Dauer sehen, was du willst, ne? Ja. Wie die das Licht da filtern. Der schaltet ja, wenn du den richtig eingestellt hast. Hier kannst du halt bei dem Crystal sehr viel einstellen. Ne? Ja. Dienststufen sagen dir ja was. Nein. Ne? Nein? Also das hier können wir jetzt mal ablesen. Vielleicht kann man kurz... Ah ja, genau. Super. Schau mal hier. Carsten schreibt, die gibt es etwa so 30 Jahre. Da habe ich schon gesagt. Ja. Ja, ja. Guck mal. Schade 10, das ist die DIN-Stufe, Dunkelstufe 10. DIN-Norm ist ja eine DIN-Norm.
Das heißt, die machen das in der Stufe 10. Das ist so ein Ding, was zum Elektrode-Schweißen, Max-Schweißen, was das Ding ja kann von Dings, durchaus filtert. Das heißt, das Problem ist halt hier, jetzt siehst du gar nichts, du siehst erst, wenn es losgeht. Deswegen, was machen die ganz meistens Schweißer? Brenner ansetzen, aha, da geht gleich los und dann machen die den und dann geht's los. Ja. Und dann sehen die was. Ja. Hier ist es so, das ist der, du kannst immer klar durchgucken klar. Und der schaltet ja dann. So. Und du kannst hier einen Automatikmodus einstellen, ja, Auto, und du hast, sagen wir, die Stufen 4 bis 12, alle die in Stufen. Und wenn du den Automatikmodus hast, macht er dasselbe. Er guckt, wie groß ist die Intensität. Genau, der hat hier Sensoren, die das machen. Ach krass. Der hat eine Solarpanel, der lädt sich selber auf. Ach, wie geil. Ja. Das heißt, und schont die Batterien. Helm, so ein billiger Helm funktioniert mit... Billiger Helm, die machen das genau so. Die haben genauso Sensoren, die haben auch so ein Solarpanel. Du kriegst auch Helme für 50 Euro, würde ich dir auch empfehlen, wenn du gar nichts hast. Mhm. Aber wenn du ein richtiger Schweißer bist, der den ganzen Tag schweißt, der sich auf seine Augen verlassen muss, denke ich, sollte man schon ein bisschen mehr investieren. Ja. Es ist leider so. Ich würde da mindestens auf ein Optrell oder ein Speedglass gehen. Optrell VigaView und so weiter und so fort. Die kosten halt ein bisschen mehr Geld, aber dann bist du geschützt. In meiner Ausbildung vor 1990 gab es schon welche, die Dinger waren aber teilweise zu langsam beim Umschalten. Früher kann ich mir gut vorstellen, das hat mit den heutigen Kassetten nichts mehr zu tun. Heute sind die sauschnell, viel schneller als dein Auge reagieren kann. Ja. Und es gibt sogar neue Technik bald. Die Helme werden kommunizieren mit Stromquelle. Das heißt, vielleicht gibt es das schon bei manchen, das heißt, er dunkelt ab, bevor da überhaupt irgendwas entsteht, weil die Maschine schickt ein Signal. Ja. Und sagt, Achtung, ich werde gleich schweißen, mach mal dunkel. Und dann passiert. Hört ihr noch? Ja, gerne. Man muss aber schnell sein, weil die Dinger sind schon... Ja. Wir haben gepflegte 30 Grad hier drin. Wir sehen noch nicht mehr so frisch aus. Das ist also schon eine Sache, damit würdest du auch losgehen. Absoluter Profi-Einsatz. Kostenpunkt? 400 bis 500 Euro. What? Das, 500 Tacken? Ja, das ist halt der Crystal, der hat die hellste Stufe. Das heißt, wenn du den jetzt auf hast und der schaltet nicht, siehst du klar. Das heißt, du kommst nicht dazu, den hochzureißen. Du siehst fast schon, der hat ja die Stufe 1, ne? Ja. Crystal. Nee, 2.0, genau, die Stufe 2. Das heißt, du siehst sehr klar und wenn es dann halt losgeht, dunkelt er ab. Und er hat halt alles, ne? Der hat Automatikmodus, der hat diese Schleiffunktion, du drückst hier drauf, dann blendet er nicht mehr ab, wenn du mit dem Winkelschleifer arbeitest. Weil wenn du das nicht machen würdest, der Winkelschleifer würde Funken spucken. Hast du eine Frequenz? Geht er sofort zu. Okay. So. Der ist halt schon das... Es gibt noch krassere Helme, aber das ist halt mein Favorite. Und man sieht das hier dran. Das war einer der ersten und den habe ich bis heute noch. Ne? Und ich liebe diesen Helm und verlasse mich halt immer drauf. Ne? Schon ein bisschen anders gemacht. Ich habe hier so eine andere Schale. Ja. Du hast hier noch die Standard drauf. Mhm. Ich habe die, die etwas mehr auf meinem Kopf liegt. Ist dann halt bequemer und alles. Ne? Straight or the hood? Ja, das ist zum Beispiel von Kemper. MH Pipes? Das ist der Marcel. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der Marcel zuschaut. Marcel ist für mich eigentlich der Gott, was Schweißen angeht, im Edelstahlbereich Abgasanlagen. Seine Schweißnähte einfach überirdisch. Da gibt es noch eins, Ciepan Butic, auch sehr geiler Schweiß. Da gibt es schon so eine Szene, ja, und da gibt es schon ein paar Leute, die richtig geil schweißen. Ich habe mir überlegt, an den 500er eine Edelstahlanlage ja. machen zu lassen, ja. die einen dezenten Klang hat. Aber ja. hat sich ja, dann auch nicht ergeben. Schweißen ist nicht alles. Du musst auch wissen, wie du die baust, dass der Klang genau, halt ist. Genau, ne? genau. genau. Ja. Leute, habt ihr Fragen noch? Was ist Zwangslage? Zwangslage also ist doch geil. Ist das irgendwie eine komische Praktik oder so? Du beziehst das sofort auf Sex irgendwie, ne? Nee, die Zuschauer schauen, ob das geil ist. Wenn das mein Brenner ist und ich bin in der normalen PB-Position, in der horizontalen Position, habe ich es sehr bequem, setze an und schweiße. Habe ich schön bequem. Ja. Horizontal, schweißbar, alles gut. Ja. Zwangslage heißt, ich müsste jetzt, sagen wir mal, über Kopf schweißen. Ja. In einem Rohr drin, genau, und in einer Maschine. Da sind laufende Rohre und ich muss so sitzen und dann vielleicht sogar mit dem Spiegel
schweißen, weil ich das nicht sehe von dahin. Ja. Das ist eine Zwangslage, weil du wirst gezwungen in diese Lage. Du kannst das Bauteil nicht nehmen, hier hinlegen und schön schweißen. Das ist eine Zwangslage. Übrigens hat gerade noch jemand geschrieben, habe ich gesehen, aus dem Augenwinkel, dass mich als Mopedfahrer ja so 400, 500 Euro nicht überraschen dürfte bei Helmpreisen. Tatsächlich kostet mein Helm auch um die 600 Euro. Ja, der schützt aber dein Leben. Ne? Klar, nur ja, komischerweise, man ist da anders im Thema. Da denke ich, da habe ich zumindest das Preisgefüge, da habe ich ein Bewusstsein für die Preise. Hier habe ich das jetzt halt nicht. Und, wenn du das bis jetzt gekannt hast, ja. Das hier, ja. Dann wirst du das natürlich, wenn du jetzt hier für 400 Euro ausgibst, wirst du dir keinen Helm für 400 bis 500 Euro holen. Wahrscheinlich nicht. So, das heißt, da ist so etwas dabei, das schmeißt du sofort weg. Das war so. Und dann holst du dir bei Amazon, eBay oder Stahlberg oder Weldinger und was es da nicht noch alles gibt. Die haben auch gute Helmautomatikhelme. Das heißt, wenn jemand etwas nicht so viel Geld zur Verfügung hat, will er aber einen Automatikhelm haben. Sag mir noch mal einen Helm nachher, dann packe ich den auch noch mal in die Beschreibung rein. Ja. Also ich würde dann eventuell so auf so einen Stahlberg-Helm gehen. Frage an Igor, kann man eine HF-Zündung nachrüsten? Ja, gibt es. Das Thema ist halt, inwieweit kennst du dich aus, inwieweit darfst du das Produkt verändern. Plus HF-Zündung ist ja, sagt man ja, hohe Frequenz. Ist es aber in dem Sinne nicht, weil es ist hohe Spannung. Das heißt, wir geben eine sehr hohe Spannung ab. Das ist wie so eine Zündspule, die du da reinsetzt in dein Schweißgerät, in dein WIC-Schweißgerät. Und du erzeugst eine hohe Spannung. Wie kannst du dir sicher sein, wenn du das nachrüstest, dass das auch hundertprozentig funktioniert? Das ist natürlich die Frage. Ne? Nachrüsten würde ich nicht empfehlen. Es gibt schon günstige Geräte. Ein WIC 200 Ampere, das hat schon Hochfrequenz. Hier also schreibt auch einer gerade, dass gerade in Zwangslagen sich das bezahlt macht, wenn du zum Beispiel ein EWM hast. Wenn du da Qualität hast. Ja, weil der Prozess ja da an der Stelle ja noch genauer sein muss. Weniger genau. Fehler. Genau. Aber das Schweißen hängt sehr viel vom Schweißer ab. Wenn du sehr erfahrener, guter Schweißer bist, sage ich dir nochmal, und du hast nichts anderes zur Verfügung, wirst du natürlich auch damit schweißen. Aber wie wir schon vorhin gesagt haben, es ist komfortabel. Es sind die Prozesse, ja, die neuen Geräte, die mehr kosten, es hergeben. Das heißt, dass du auch die Zwangslagen einfacher schweißen kannst. Einer hat noch gefragt, Igor, ob du auch Schweißscheine hast. Ich habe keine Schweißscheine. Die einzigen Scheine, die ich habe, das sind meine YouTube-Videos. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ich ein Video mache, was im Vorfeld abläuft. Ne? Also ich habe einen Schweißfachmann, komplette Ordner vom Nico. Nico, viele Grüße, falls du zuschaust. Kompletten Schweißfachmann, das sind Ordner, die stehen da. Das heißt, wir wollen jetzt, es geht, sagen wir, um Kusilöten. Ja, Kusilöten mit WIC. Ja. Dann informiert man sich, wo kann man das einsetzen, mit welchen Werkstoffen, was passiert da, wie nutzt man diese Kapillarwirkung, wie benetze ich das Ganze. Damit setze ich mich auseinander, bilde mich selber. Und dann, wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass das richtig ist, zeige ich das dem Anfänger. Also, das heißt, ich persönlich habe keine Schweißscheine, aber was kommen wird, ich bin mit GSI DVS, werde ich einen Schweißfachmann machen. Und das werde ich live wahrscheinlich euch allen zeigen. Was bringt mir das, so ein Schweißfachmann? Soll man den machen? Wirst du danach besser schweißen können? Ist das nur Theorie? Bringt dich das weiter in deinem Berufsleben? Das werde ich dann halt durchziehen und werde das dann wiedergeben. Machst du es als Content oder willst du es auch für dich haben? Beides. Beides. Also ich mache ja auch ab und zu oder regelmäßig mal so Fortbildungen in bestimmten Bereichen. Und manchmal denke ich, okay, da war jetzt 10% dabei, was mir noch was gebracht hat. Aber ich denke, trotzdem ist es manchmal wertvoll, weil dann weißt du, wo du stehst. Du musst das ganze Spektrum mitnehmen. Ne? Genau, und du kriegst manchmal immer noch mal irgendwie so ein, zwei Sachen, die dich vielleicht noch mal richtig nach vorne bringen. Das ist wie mit der Schule. Ne? Genau. Wenn ich mich an die Schule zurückerinnere, denke ich, mein Gott, verschwendete Zeit. Aber dann kommen trotzdem Situationen im Leben, wo du das dann halt... Ja. Ne? So, dann würde ich... Ich schreibe, sorry, hat mein Bier umgeschmissen und musste mal die Tastatur von der Flutrille retten. Ja, wir haben immer noch rund 1300 Zuschauer. Stabil, ne? Stabil. Wir sind stabil. Und wir haben ja noch gesagt, wir hauen auch ein bisschen was raus. Nämlich eben kam wieder die Frage, was soll denn jetzt ein Anfänger investieren?
Und da hatte Igor mir ja gesagt, hier sucht ihr mal dieses Schweißgerät da raus, dieses blaue. Habe ich euch in die Beschreibung getan und das werde ich für euch käuflich erwerben, um es dann einem von euch zu spendieren. Und was sollt ihr machen? Natürlich unter dem Hashtag Schweißen mit Doppel-S sollt ihr einfach mal eure Meinung zu diesem Stream schreiben. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen an Igor und mich. Vielleicht habt ihr noch mal eine Idee, was wir machen könnten. Und ich glaube, Igor, du hast auch gesagt, es wäre unhöflich, hier ohne Gastgeschenk hinzukommen. Ne? Definitiv. Also nicht für mich. Mir brauchst du nichts schenken, aber an die Community. Und was hast du überlegt? Ich muss euch jetzt sagen, das hat er mir vorher gesagt. Ne? Aber ich habe gesagt, bist du bescheuert? Ja, ich finde... es bei 400-500 Euro. Ich finde, wir haben halt gewisse Möglichkeiten und die machen das möglich. Wir sollten auch etwas zurückgeben. Das sowieso. Ja, ja, und ich finde, diesen Helm habe ich in einigen Videos schon eingesetzt. Ja, aber der ist quasi absolut neu. Das wird hier getauscht. Ne? Okay. Und das ist halt Nonplusultra. Und ich glaube, derjenige, der diesen Helm bekommt, vielleicht wollen wir den noch signieren. Muss man natürlich die Community fragen, ob die das signiert haben wollen. Na, sicher. Ja, und dann denke ich, wird sich der eine schon riesig freuen. Ich bin ja auch so ein Freund von Verlosungen. Wo sollen wir das denn drauf machen? Hier so? Oder hier? Na, da geht es wahrscheinlich eher ab, ne? Hier? Wir betrachten den Helm. Na, hier siehst du durch den Lichtbogen wird das immer. Das heißt, hier am besten. Ne? Okay, fangen wir an. Oh, ich habe eine sehr schlechte Unterschrift. Ich habe eine schlimmere Unterschrift. Ja? Ich habe die schlimmste Schrift. Ich hatte in der Schule früher, Grundschule. Oh. Was denn? Ich habe ihn reingedrückt. Ich dachte, das ist so einer zum Pumpen. Ja, du bist auch ein Pumper. Den Helm können wir nicht verschicken. Wir sind also zu blöd. Ich guck mal. ob ich... Ja, die Abmoderation dauert jetzt. Hast du an den Stiften gespart? Nix, das ist... Das Thema ist, ich habe halt immer diese Schweißstifte, diese weißen Stifte und da ist so Lack drin, womit du halt Metall markieren kannst und dann musst du immer pumpen und dann kommt es. Und ich habe gedacht, das ist so etwas. Und er schreibt auch ehrlich gesagt nicht. So, vielleicht ist ja noch die eine oder andere Frage. Lol, hat der Stift selbst. Schweißen, okay, genau. So, Igor, der Pumpe, also hört auf. Schweißen, so, Schweißen, schauen wir gerne. Ja, ich finde auch, die Kombination mit dem Lieben ist schon ziemlich gut, weil der hat mich jetzt hier auf Gedanken gebracht mit dem Akkugerät. Da werden wir das eine oder andere testen. Du kannst eigentlich alle Metalle schweißen. Man kann auch Metalle löten, kleben. Aber alle Metalle, dazu gehört Stahl. Es gibt da unterschiedliche Werkstoffe, ja, die haben unterschiedliche Gierungen. Stahl, Baustahl, Chromnickelstähle, alles Edelstähle, Aluminium, Kupfer, Titan. Natürlich wird das alles ein bisschen anders gemacht, aber man kann schon fast alle Metalle schweißen. Du kannst Gold schweißen, kannst du alle schweißen. Aber eins kann man nicht schweißen, so Messingteile. Weil die haben sehr hohen Zinkanteil. Ich glaube, die ist da mit drin. Ne? Deswegen kann man Messing sehr schlecht schweißen. So. Löten auch problematisch. Du fängst an. Erding 3000. Okay. Schreibt er? Mhm. Genau, signier mal da meinen Helm erstmal. Ja, mit meiner Sauklaue? Ja, definitiv. Am besten hier, wo man das... Nee, doch, genau, wir machen das so. Das ist forever. Ah, es ist hell. Hm. Das ist, ich hätte noch Gold, aber... am besten hier. Wie ist denn dein Nachname? Brockschmidt. Brockschmidt, habe ich schon mal gehört, ja. Ja, super. Ich habe dich gewarnt. Ja, super. Du kannst auch nur schnell, ne? Das funktioniert nur so. Ja. Okay. Herr Brockschmidt. Ja, wer schnell macht, ne? Ja, wir haben keine Zeit. Wir müssen arbeiten. Nee, wenn du schnell machst, fällt nicht auf, dass du Fehler machst. Also, zack, zack, zack. Ich habe auch ein Problem mit meiner Unterschrift, ne? Also wirklich. Ja. Also ich beneide ja manche Leute, die so eine so schöne... Oh. Aber ich glaube, das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Deine Unterschrift. Natürlich. Natürlich. Aber wir hatten früher in der Grundschule immer diese Übungen, wo man immer so sowas machen musste.
Das habe ich irgendwann mal wiedergefunden. Totale Katastrophe. Okay. Okay, tu es. So? Tu es. Sei mutig. Ja. Scheiße. Da hat der... Alter, was ist denn hier los? Der, das ist... Sollen wir das in aller Ruhe machen? Nein. Oh, guck mal. Fantastisch. So. Fantastik. Noch schlimmer, ne? Das ist nicht schön, aber originell. Soll ich dir was sagen? Sollen wir hier? Ich sag ja immer in den Videos, ich hoffe, dieser Beitrag hat euch weitergebracht. Ich habe euch lieb. Ja, deswegen finde ich das... So ein Herzchen? Ja. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ja, ne? Man soll auch als Mann seine Gefühle nicht... Genau. Ne? Früher war das nicht so, ja, aber heute muss man zu seinen Gefühlen stehen, sonst geht es irgendwann kaputt. Männer sind auch nur Menschen. Genau. Ne? So, in diesem Sinne, was sollt ihr dafür tun? Sollen die eine Frage beantworten und dann wird irgendwas... Ich finde, ich sag mal, wer so einen Helm hier seinen eigenen nennen möchte, das ist ja jetzt nicht derjenige, der sagt, ich mach mal einmal das alle muss zwei schon, Jahre. Deshalb würde ich sagen, wir überlegen... Er muss seine Schweißarbeit... Wir überlegen uns was Besonderes und zwar, ihr sollt euch mal bewerben. Und zwar mit einem kleinen Video, ähnlich wie wir das für die Top-3-Werkzeuge machen. Das heißt, ihr macht ein Video, wie ihr schweißt. Dass ihr zeigt irgendwas, was ihr geschweißt habt. Wir wollen sehen, dass ihr das auch geschweißt habt. Kann man das nachvollziehen? Ja, ich denke, wenn die schon so weit gehen, ich weiß nicht, ob die dann ruhigen Gewissens leben können mit so einem Helm. Ne? Also der muss schon wie der Hammer, der muss seinen Besitzer finden. Also ich glaube, da müssen wir denen schon ein bisschen vertrauen. Ne? Und dieses Video könnt ihr dann auf YouTube hochladen und den Link, ihr ladet das hoch als ungelistet und dann schickt ihr den Link an die Redaktion. Adresse ist ja unten in der Beschreibung. Wird auch gerade nochmal eingeblendet. Und dann warten wir jetzt mal so 2 Wochen und dann werten wir das so aus, so nach meinem Urlaub. Und in den nächsten Bauforum 24 News habt ihr jetzt ja auch verstanden, dass es immer die News gibt in unregelmäßigen Abständen, wo die Gewinner bekannt gegeben werden. Da werden wir dann einen Gewinner küren und das Video oder vielleicht auch alle Videos, wenn das mehrere werden, die unterhaltsam sind, machen wir vielleicht mal ein Top 3 Schweißer Special. Das ist ein Schungenbrecher, ne? Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt vor allen Dingen gesund, wo es ja gut nach aussieht. Bleibt uns treu. Piep, piep, piep. Wir haben euch lieb, ne? Tschüss. Ciao.